Wir reden heute über das Bündnis Sarah Wagenknecht und die AfD und alles, was es da so zu bereden gibt, wird hoffentlich viel um Migration gehen, ein bisschen um Wirtschaft, ein bisschen um Wokismus möglicherweise, das werden wir alle sehen und die beiden Jungs waren so nett, dem zuzustimmen, dass Schlomo einfach mal anfängt und so ein bisschen was über das Bündnis Sarah Wagenknecht erzählt, was seine Sicht der Dinge ist. Ich würde halt empfehlen, jeder macht sich in der Zeit Notizen und dann, also Deal wäre dann der, sobald jemand jetzt wirklich was Ernsthaftes vorträgt, müssen alle anderen die Schnute halten und dann sind halt die anderen dran. Ja, und man arbeitet dann halt mit Notizen, also hochseriös heute, ja, fast als wären wir bei Lanz. Wenn damit nach wie vor alle einverstanden sind, dann würde ich sagen, Schlomo, erzähl einfach mal, wie du da stehst zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, perfekt. Mir geht es vor allem darum, dass all die Punkte, die im Laufe des Abends so kommen werden, aufgenommen werden im Geiste des Bildes, um das es mir da geht. Also, dass die Leute, grob gesagt, wissen, worauf ich eigentlich hinaus will mit all dem. Ich glaube Sarah Wagenknecht durchaus, dass sie eine Präferenz für eine restriktivere, strengere Migrationspolitik hat, als sie gerade geschieht. Wahrscheinlich sogar für eine sehr viel strengere Migrationspolitik. Ich glaube nicht, dass sie in diesem Punkt lügt oder heuchelt. Aber der Punkt, der Haken daran ist eben, das ist nur eine Präferenz. Das ist keine tief empfundene Überzeugung, jedenfalls keine, für die sie auch bereit wäre, zu kämpfen oder Sachen zu opfern. Ich denke, ihre wirklich tiefen Überzeugungen, die Sachen, für die sie wirklich, wirklich kämpfen würde und auch bereit wäre, Sachen zu opfern, die liegen in der Wirtschaft. Und ich glaube, sie hat neulinke Einstellungen zur Migration, also im Wesentlichen offene Grenzen, insbesondere in der Linkspartei, in ihrer alten Partei, immer auch als Hemmnis gesehen, das verhindert, dass sie ihre Wirtschaftspolitik an den Mann bringen kann. Weil halt liberale Migrationspolitik, offene Grenzen bei ihrem Kernklientel, bei deutschen Arbeitern enorm unbeliebt ist. Jetzt hat sie also ihre eigene Partei gegründet, die wirtschaftlich enorm links steht und migrationspolitisch auf jeden Fall nominell von der Marke her sehr rechts sein soll, sehr restriktiv sein soll. Und mein Kernproblem ist, ich glaube, die Hälfte davon, die zweite Hälfte, ist grob gesagt eine Lüge. In ihrer neuen Partei ist man ja auch alles andere als schüchtern damit, dass zumindest ein Hauptziel von überhaupt dem Erscheinen auf der politischen Bühne ist, der AfD so viele Stimmen wegzunehmen, wie es nur irgend geht. Zum Beispiel der gute Christian Laie, der Generalsekretär, betont das immer wieder, hat das ja schon bei der ersten großen Pressekonferenz, wo die Partei angekündigt wurde, betont. Steffen Schütz, die Hälfte der Doppelspitze in Thüringen, hat zum Beispiel mal gesagt, oder vor kurzem sogar gesagt, die AfD steht gegen alles, wofür ich kämpfe, eigenartig, ne? Wenn man doch bei Migrationspolitik eigentlich eher auf derselben Seite steht. Das alles deutet für mich an, dass es hinauslaufen könnte oder sollte auf eine Symbiose mit den Medien und anderen herrschenden Mächten. Im Sinne von, die Wagenknecht-Partei darf als Blitzableiter für potenzielle AfD-Stimmen spielen oder darf sich als solchen hergeben und gleichzeitig ihre Wirtschaftspolitik vorantreiben mit den so akkumulierten Stimmen. Und die Medien können sich einigermaßen sicher sein, dass migrationspolitisch nicht so weit abgewichen werden wird von dem, was sie wollen. Sie haben mehr oder minder ja die Signale gesehen, dass es nicht ihnen ernsthaft wehtun wird, was Migration angeht. Wenn ich ein klein bisschen ausholen soll, wir leben ja in einem System, in dem eigentlich alle Stellschrauben, die man sich vorstellen kann, so gestellt sind und alle Autoritäten, insbesondere die in Medien, Stiftungen, Institutionen, grob gesagt dem ja, linken, tiefen Staat, so gepolt sind, dass man zu erwarten hat, dass einem haufenweise Steine in den Weg gelegt werden, wenn diese Autoritäten glauben, dass man grundlegend etwas an ihrer offenen Migrationspolitik ändern will. Und vielleicht ist Steine in den Weg legen noch wesentlich zu harmlos. Sie erklären einem im Grunde genommen einfach den Krieg. Der Krieg sieht dann so aus, dass sie dauerhaft und pausenlos harte, harte Vokabeln auf dich einprassen lassen, Stigmatisierungsvokabeln wie Rassisten, Nazis, Rechtsextremisten, Verfassungsfeinde, dass du die Plattform wirst, vielleicht sogar auf deinem eigenen YouTube-Kanal, aber vor allem in der Öffentlichkeit halt nicht mehr stattfindest, abseits von Dämonisierung und vielleicht mal irgendein Talkshow-Auftritt, wo du dann 1:5 auftreten kannst und als Buhmann dann die Bühne verlässt. Und ich sehe, dass die Wagenknecht-Partei bisher bei weitem nicht diese Behandlung bekommen hat. Vor allem im ersten Punkt habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen, dass ein einziges Medium Rassisten, Nazis, Rechtsextremisten, Verfassungsfeinde oder ähnliches über sie gesagt hätte. Und im zweiten Punkt auf jeden Fall auch nicht so wie die AfD.
Ich interpretiere das so, und keine Sorge, ich komme zum Ende, dass die Wagenknecht-Partei den Medien glaubhaft signalisiert hat, dass sie eben nicht die medial gewünschte Migrationspolitik ernsthaft bedrohen wollen oder werden. Ich denke, das hat Wagenknecht vor allem geschafft, indem sie die erste Reihe ihrer Partei besetzt hat mit Leuten, die einen Ruf haben, die sich einen Namen damit gemacht haben, dass sie eben ja eigentlich komplett auf Linie sind mit der Migrationspolitik, wie die Medien sie wollen. Und ja, da will ich heute Abend vor allem reden über Amira Mohammed Ali, die Chefin der Partei, über Christian Laie, den Generalsekretär, und über Katja Wolf, die Hälfte der Doppelspitze in Thüringen, wahrscheinlich erstmal im wichtigsten Bundesland. Ne, wird ja gewählt dieses Jahr da, und die Wagenknecht-Partei ist im Osten ja am stärksten. Insofern glaube ich, drei der Schlüsselfiguren in dieser Partei. Ja, darauf würde ich gleich mal antworten. Die drei Schlüsselfiguren, die du da angesprochen hast, die haben ja, als sie in der Linkspartei vorher waren, logischerweise erstmal die Haltung der Linkspartei vertreten. Und ich würde zustimmen, dass die Migration, glaube ich, alle nicht als sonderlich wichtiges Thema gesehen haben. Aber gerade bei anderen führenden BSW-Politikern wie Sarah Wagenknecht, wie Oskar Lafontaine, der jetzt vielleicht kein hohes Parteiamt innehat, der aber auch Mitglied geworden ist, der vor allem ideologisch sehr viel zum BSW-Programm beigesteuert haben wird, ist ja... Ja, bei Wagenknecht spätestens seit 2015 und bei Oskar Lafontaine wirklich seit Jahrzehnten bekannt, dass sie sich für eine restriktivere Migrationspolitik einsetzen. Interessant hierbei das deutsche Asylrecht. Das wurde in den 90er Jahren deutlich verschärft. Da wurde festgelegt, dass jeder, der durch einen sicheren Drittstaat nach Deutschland eingereist ist, hier kein Recht auf Asyl hat. Und diese Verschärfung des Asylrechts, die wurde vor allem von Oskar Lafontaine damals vorangetrieben. Wenn man sich an diese Verschärfung des Asylrechts gehalten hätte, dann hätte es die Flüchtlingskrise von 2015 nie gegeben. Das heißt, über die persönliche Integrität von Politikern und wie ernst die Forderungen meinen, kann man natürlich immer nur spekulieren. Aber wie gesagt, Lafontaine macht das seit Jahrzehnten und Wagenknecht, die wurde seit 2015 von ihrer eigenen Partei übelst diffamiert als Rassistin, als Rechts-, als Nationalistin dafür, dass sie eben eine restriktivere Migrationspolitik gefordert hat. Also finde ich das an der Stelle ein bisschen albern. Amira Mohammed Ali. Welche Funktion hat Lafontaine in der Partei? Wie gesagt, er ist einfaches Mitglied, aber er hat ideologisch sehr viel beigesteuert. Also, und er tingelt auch durch alle Medien. Also er wird da die Rolle der öffentlichen Kommunikation einnehmen. Also das machen ja die anderen Parteispitzen nicht, dass sie jedem alternativen Medienformat gefühlt ein Interview geben. Also Oskar Lafontaine, der war bei Nachdenkseiten, der war bei Punkt Preradovic, der, wie gesagt, der tingelt da gerade durch alle alternativen Medienformate. Der war bei Daniele Ganser, also der ist... da wirklich gerade sehr aktiv, und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass das dass er das ohne Zustimmung der BSW-Spitze machen wird. Ich wundere mich gerade, Wagenknecht war ja zumindest die Chefin der Partei, und wenn es ihr Herzensanliegen wäre, die Migration zu begrenzen, warum ist mir da nicht irgendein Antrag oder sowas bekannt, der genau darauf abgezielt hätte? Also mir kommt es so vor, als wenn man solche Sachen erzählen würde, weil sie sich halt gut anhören, also dass es letztendlich darum geht, AfD-Wähler abzuwerben. Ich habe noch nie irgendwelche konkreten Vorschläge gehört von Die Linke. Ja, und nochmal, Sarah Wagenknecht war da der Obermufti bis vor kurzem, die dann tatsächlich zu einer Begrenzung der Migration geführt hätten. Also das Gegenteil haben wir halt gehört. Ist das unüblich? Du hast natürlich recht, dass du kannst immer nicht sagen, wovon sind Leute tatsächlich überzeugt, aber Parteilinie war offensichtlich entgegen der Führung oder trotz, oder der Führung war es egal, war halt offene Grenzen bis zum geht nicht mehr. Ja, Wagenknecht konnte sich in der Linkspartei nicht durchsetzen, wurde für ihre Kritik am Wokismus und an der Migrationspolitik immer weiter systematisch aus Machtpositionen zurückgedrängt. Sie war ja 2017 noch Spitzenkandidatin und wurde danach nach und nach entmachtet. Und die Russlandpolitik der Partei, dass sie jetzt diesen völlig irren Wirtschaftskrieg gegen ja einen unserer wichtigsten Handelspartner größtenteils unterstützt und sogar einzelne hochrangige Parteimitglieder wie Bodo Ramelow fanatisch Waffenlieferungen in die Ukraine fordern, also das hat ja jetzt zum endgültigen Bruch geführt. Und nochmal zum anderen Punkt von Schlomo, dass die Medien nicht gegen die Wagenknecht-Partei schießen würde. Also der Spiegel bezeichnet Wagenknecht als rechte Sozialistin. Also ich rede von Nazis, Rassisten, Verfassungsfeinde, solche Begriffe. Na, ich finde Sozialistin auch schon eine Diffamierung, aber... Oh komm, welchen Job verlierst du in Deutschland, weil du Sozialistin genannt wirst? Welche sozialen Konsequenzen trägst du, weil jemand dich Sozialistin nennt in irgendeinem großen Medium? Also geht es jetzt um den Opferstatus oder wie? Also wie weit es geht um die Stigmatisierung, es geht darum, wie unmöglich man damit gemacht wird.
Mhm. Ja, sie soll in den Augen liberaler Wähler unmöglich gemacht werden. Also das ist ja klar. Also sie möchte gewählt werden. Und wie kann man sie am besten diffamieren? Das könnte man ja noch einfacher machen mit härteren Begriffen. Ja, das hat man jetzt auch schon versucht. Also Amira Mohamed Ali war jüngst bei Lanz zu Gast und da hat irgend so ein Journalistendarsteller, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, einfach mal so dem BSW nonchalant Antisemitismus vorgeworfen. Also das ist so ziemlich der schlimmste Vorwurf, ja, den jemand in Deutschland machen kann. Was ein anderer Gast in einer Talkshow sagt, ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was tagtäglich in jeder Überschrift, jedem großen Mediums über die AfD gesagt wird. Ne? Also das ist ja Pipifax gegen das, was jeden Tag da passiert. Also wenn du bei Lanz als russischer Propagandist, als Antisemit dargestellt wirst, dann ist das Pipifax. Ja, das ist Pipifax im Vergleich mit der AfD, absolut. Weil der Verfassungsschutz das BSW nach gerade mal 3 Monaten Parteiexistenz noch nicht beobachtet. Also wenn du ein Kupala bist und bei Lanz sitzt, dann versuchen 5 verschiedene Leute, dich richtig als Antisemit darzustellen. Das ist nicht der eine nicht Journalist, einer, der da eine Frage stellt, sondern es sind alle, inklusive Lanz, die ins selbe Horn blasen. Also ich würde mal behaupten, dass Sarah Wagenknecht, auch wenn die in einer öffentlichen Talkshow ist, von allen Seiten angegangen wird. Das kannst du dir in jeder Sendung angucken, ob bei Lanz oder bei Illner oder sonst wo. Was war die Positionierung von Lanz zu der Antisemitismus-Anschuldigung? Hat der gesagt, oh ja, das finde ich aber interessant. Also ja, vielleicht müssen Sie da Ihren Umgang mit jüdischen Mitmenschen noch mal überdenken. War das so ungefähr, wie er das gehandhabt hat? Denn ungefähr so würde das laufen beim AfDler. Tatsächlich nicht. Er hat Amira Mohamed Ali schon dazu gefragt, was sie dazu sagt. Also ja, wie sie sich dazu positioniert. Wie sie sich wozu positioniert. Also wir haben jetzt hier ein kleines Problem, dass wir nämlich über eine Sendung reden, die wir gar nicht gesehen haben. Ja, ich habe darauf reagiert, es gab keinen einzigen Beleg. Also der Journalist hat sich irgendeinen Schwachsinn ausgedacht und das dann behauptet. Also das sind ja wie Diffamierungskampagnen nun mal laufen. Bei der AfD funktioniert das ja auch nicht anders und ich will ja nicht. Ein Gast in einer Talkshow. Bei der AfD saß der Chefredakteur vom ZDF im Studio und hatte einen Kommentar abgegeben zur besten Sendezeit, in dem er von Endstation Buchenwald sprach, weil ein FDP-Mann in Thüringen zum Ministerpräsident gewählt worden war mit Stimmen von der AfD. Also das ist ein bisschen eine andere Sache. Schlimmer. Was ist jetzt der Punkt? Also der Punkt ist jetzt, dass, weil die AfD schlimmer stigmatisiert wird als rechte Partei, als jetzt eine linke Partei, ist jetzt dein Punkt was genau? Das System könnte sie ganz anders bekämpfen, wenn es wollte. Es will dass nicht. Dass man sie anders bekämpfen würde. Das es will ja nicht die AfD in Migrationsfragen für glaubhafter. Das ist der Punkt. Das Establishment denkt, dass die AfD das durchaus ernst meint mit der Migrationspolitik. Bei Wagenknecht denkt das Establishment offensichtlich in großen Teilen, so richtig ernst wird sie es nicht meinen. Dann würde sie aber gar nicht bekämpft werden, dann würde man, glaube ich, nicht so hart gegen sie, mit harten Bandagen gegen sie vorgehen. Nach meiner Wahrnehmung wird sie quasi gar nicht bekämpft und das ändert auch ein Journalist bei irgendeiner Talkshow nicht. Dauernd also, irgendwelche Beiträge. Das also nicht um ganz kurz Haldenbank anzuführen, der ein Amt bekleidet, indem es eigentlich untersagt ist, sich in irgendeiner Form großartig politisch zu äußern, der macht seit Monaten nichts anderes, als gegen die AfD zu agitieren. Wann agitiert er gegen Sarah Wagenknecht? Dem Punkt gebe ich dir, der Verfassungsschutz hat das BSW noch nicht ins Visier genommen, aber das liegt halt daran, dass das BSW ja noch keine einzigen Wahl teilgenommen hat. Das BSW, da weiß das System aktuell noch nicht, wie gefährlich es werden wird, einfach weil man den Wahlerfolg noch gar nicht kennt. Deswegen fährt man so schwere Geschütze wie den Verfassungsschutz nicht auch. Die mediale Diffamierung, die hast du doch schon seit Jahren. Seit Jahren versucht man die Wagenknecht-Partei als russische Propagandisten und alles darzustellen. Ja, auf viel kleinerer Flamme, als das stattfindet bei der AfD. Und ja, die BSW ist aber auch erst seit Januar am Start. Ne? Wie war das bei der AfD, wo sie gegründet wurde? Wurden die auch schon nach den ersten 3 Monaten? Ich bin da leider nicht komplett nicht drin. Es war 2013, 2014, wurde die auch da in den ersten 3 Monaten so hart bekämpft? Es war, bevor das Migrationsthema überhaupt so sehr im Fokus war, ne? Und bevor das dermaßen im Zentrum der Partei stand. Siehst du denn den Winkel überhaupt nicht, dass die Medien sich darüber freuen könnten? Denn ich könnte ja auch Artikel schicken, in denen sie buchstäblich das tun. Es gab einen schönen Fokusartikel beispielsweise, dass die Medien sich einfach darüber freuen, dass die AfD Prozente verliert und dass die Wagenknecht-Partei auch genau damit spielen will, dass sie den Medien so ja als Nützling dienen kann und deswegen nicht in derselben Art und Weise hart angefasst wird. Also ich sehe vor allem sich Linke und Grüne extrem aufregen darüber, dass die Wagenknecht-Partei Stimmen abgreift quasi. Also wir haben heute, das stimmt, wir haben heute wieder eine linken Abgeordnete, die diese Vorwürfe gegen das BSW geteilt hat,
weil Politiker, die zwar nichts mit dem BSW zu tun haben, an irgendeiner Diskussionsveranstaltung teilgenommen haben, und da wurde das BSW dann als offen rechtsradikal bezeichnet und in die Nähe von Antisemitismus gerückt. Also Jutta Ditfurth, Kerstin Krötz und wie diese ganzen Köditz oder und wie diese ganzen Hetzer heißen, die medial relativ gut vernetzt sind. Also das ist ja die Antideutschen, die bekämpfen das BSW schon ziemlich hart. Aber wie gesagt, das BSW, das hat nicht die Größe der AfD, das existiert noch lange nicht, genau, so lange wie die AfD. Das heißt, wenn du jetzt in 10 Jahren Parteiexistenz der AfD nach Artikeln suchst, dann wirst du da wesentlich mehr finden. Jetzt sind 3 Monaten Parteiexistenz des BSW, das ist völlig logisch. Aber wie viele Funkvideos jetzt schon? Die Artikel, die ich finde, freuen sich eben über die Existenz des BSWs, ne? Im Groben. Auf jeden Fall ist das auch ein Aspekt, also der angesprochen wird. Das würde ich gerne mal sehen. Was hast du denn da so? Der Fokusartikel, in dem die Rede davon war, der Titel ist, glaube ich, der Höhenflug der AfD endet, sobald Sarah Wagenknecht will. Und offenbar will sie jetzt. Hast du da einen Link? Ja, das ist ein ziemlich dummer Artikel. Nee, also das BSW, ja, das es geht nicht darum, ob der Artikel dumm ist oder nicht. Darum geht's nicht. Auch darum, ja, geht's. Das BSW, nein, darum geht also es nicht, Stella. Ja, Kaspar, das zeigen doch alle aktuellen Umfragen. Also falls da auf Teilen bei einigen Medien diese Hoffnung bestanden haben sollte, dann ist die einfach falsch. Also das BSW, das klaut vor allem den Altparteienwählern und nicht der AfD, wenn du dir die aktuellen Umfragen ansiehst. Ja, das haben wir wahrgenommen. Es geht ja darum, dass die Presse offensichtlich davon ausging, zumindest, dass das BSW bei der AfD Wähler abgrasen wird. Und vor allem Potenziale werden abgegraben, ne? Also Leute, die noch nicht die AfD wählen, aber in Zukunft es mit hoher Wahrscheinlichkeit getan hätten, wenn es jetzt nicht, auf jeden Fall nominell, eine Alternative gäbe, die ebenfalls für restriktivere Migrationspolitik eintritt. Wo war schon bei Rest? Sorry, willst du was sagen? Ach so, ich wollte zur Migrationspolitik mal was sagen. Denn du sagst, Wagenknecht-Partei, die hätte grundsätzlich die gleiche Position wie die AfD, und beim Asylrecht, da stimmt das tatsächlich auch. Die Wagenknecht-Partei fordert, genauso wie die AfD, dass Asylverfahren künftig an der europäischen Außengrenze bzw. in Drittländern stattfinden sollen. Bei der Wirtschaftsmigration, da sieht das allerdings anders aus. Da fordert die AfD eine Wirtschaftsmigration nach japanischem Vorbild. Also ein anderes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ich kann mal die genaue Stelle raussuchen. Sobald. Wie glauben die das? So, gut, dann brauche ich das nicht exakt zitieren. Das ist halt parteiprogrammmäßig geschrieben. Also ist jetzt auch gut, wenn ich es so vortrage. Die AfD fordert, dass je nach konjunktureller Lage und je nach Zustand des Arbeitsmarktes Kontingente definiert werden, nach denen Wirtschaftsmigranten hier nach Deutschland geholt werden können. Außerhalb Europas, also komplett kulturfremde Migranten, sollen hergeholt werden, wenn die deutsche Industrie danach ruft. Das ist die Position der AfD. Das BSW will alle Abwerbeprogramme für außereuropäische Migration bzw. Migration aus dem globalen Süden stoppen. Also hier hat das BSW eine härtere Position als die AfD. Viel härtere Position als dass die AfD. Dass das niemals stattfinden wird in großen Maßstäben, ist euch ja genauso klar wie mir. Es wird niemals 2 Millionen Leute, vor allem aus kulturfremden Räumen, die uns derart aggressiv gegenüberstehen, aber eigentlich aus jedem kulturfremden Raum geben, die innerhalb von ein paar Jahren hier reingeholt werden. Also das ist ja ein Nicht-Problem, das ihr gerade in den Fokus rückt. Nein, du hast die Position der AfD angeführt, wir haben die Position der BSW gegenübergestellt, ganz normal. Und dementsprechend. Ja, ich weiß, was ihr gemacht habt. Ableiten. Ja, was sich daraus ableiten lässt, ist aber ein reines Hypothetikum in einer Zukunft, richtig, in der irgendwann Wirtschaftsmigration in millionenfach stattfindet. In wie vielfach findet die momentan statt? Also, ich glaube nicht, dass die AfD eine Wirtschaftsmigration beziehungsweise man hat das ja unter dem Deckmantel des Asylrechts gemacht, das war letztendlich de facto Wirtschaftsmigration. Ich meine, wenn man sich ans alte Asylrecht gehalten hätte, was in den 90ern eingeführt wurde, dann hätte keiner dieser Migranten ja Anspruch auf Asyl gehabt, weil die durch zig sichere Drittstaaten gewandert sind. Also ich glaube nicht, dass die AfD sowas wiederholen wollte, auf keinen Fall. Das möchte ich euch jetzt auch gar nicht unterstellen. Ich sehe nur, wenn es zu einer Neuregelung kommt, dann hat das BSW hier eine restriktivere Position als die AfD. Und das ist etwas, wo sich der gesamte BSW-Parteitag darauf geeinigt hat. Ja, also das Punkt, was ich habe, ist, dass wir ein Stück weit Kaffeesatz lesen, weil ist natürlich ein Problem, weil das BSW muss sich, was diese Frage betrifft, erstmal bewähren. Ich möchte daran erinnern, dass im Koalitionsvertrag, also in dem aktuellen Koalitionsvertrag, festgesetzt wurde, dass man, ich habe den genauen Namen vergessen, für dieses Amt, aber einen Abschiebeminister ernennen wird, der dann die Rückführung abgelehnter Asylbewerber durchsetzen wird. Der ist dann 2 Jahre und 3 Monate später endlich ernannt worden. Der Herr ist von der FDP. Ich habe seinen Namen vergessen, weil ich von diesem Mann nie wieder irgendwas gehört habe. Ich habe damals dann ruhig aber erzählt, dass die bis heute keinen haben, habe dann in den Kommentaren erfahren, doch, seit einem Monat haben die einen.
Hab dann herausgefunden, wer das war. Aha, alles klar, ein FDPler, und habe seinen Namen vergessen, weil dieser Mann medial nicht stattfindet. Also, was letztendlich im Wahlprogramm steht, das kann halt auch alles und gar nichts bedeuten, ne? Jetzt musst du mir mal erklären, das einräume, dass das natürlich auch für die AfD gelten kann. Ja, bloß ich gebe ihr da ein Stück mehr glaubhaftig, halte das für ein Stück weit mehr glaubhaft als bei der beim BSW, weil deren Position war bis vor kurzem noch das Gegenteil, zumindest von einigen wichtigen Akteuren. Ja, wie wäre vielleicht der Moment, nochmal die Frage aufzuwerfen, die ihr also schon im Vornherein gestellt hat. Ja, klar, klar. Okay. Also, den kann er direkt also, reinspringen. Oder selber also erstmal, was hat die FDP jetzt genau mit der BSW oder der AfD zu tun? Also, gar nichts. Die es FDP darum, kannst du sowieso es geht vergessen. Darum, also, es geht darum, dass ein Wahlprogramm letztendlich ein Zettel ist, auf dem Worte stehen. Ja, das ist bei der AfD genauso. Richtig. Das habe ich dir ja gerade eingeräumt. Deswegen ich sind genau. Personen wichtig. Genau. Ne? Das deswegen sind ja Personen auch wichtig. Das stimmt, deswegen ja. Genau. Ist es wichtig, wer so eine Partei ausmacht, aus welchen Personen sich die Partei zusammensetzt. Und ihr haltet zur Spitze, die Person nicht für glaubwürdig quasi. Nee. Um mal zur Spitze zu kommen, also ich denke, sie sind explizit gewählt, weil sie nicht glaubwürdig sind. Ich halte sie für ausgesucht nach dem Prinzip, wer ist die am wenigsten glaubwürdige Person, damit eben die Medien sie in Ruhe lassen. Beispiel Chefin Amira Mohammed Ali, ihr kennt ja die alten Zitate, die ich schon mehrfach gebracht habe. Ne? Ich bin für offene Grenzen, was sie dann definiert hat als die bestehende Asylordnung. Also jeder, der an die Grenze kommt, darf rein, wenn er sagt Asyl. Damit hat sie recht, das sind offene Grenzen. Ich bin dafür und ich bin generell gegen Abschiebungen. Ich hatte euch ja im Vorhinein auf Twitter und dann auch in der Discord-Gruppe, die wir hier erstellt haben, gefragt, ob ihr bis heute einen AfDler mit irgendeiner bedeutsamen Position finden könnt, der irgendetwas Vergleichbares jemals gesagt hat. Nicht vor 5 Jahren oder knapp 5 Jahren, jemals. Ja, eure Antwort bitte. Ja, nein, natürlich nicht. Also da wirst du auch keinen finden. Also es gibt natürlich AfDler, die sich, bevor sie in der AfD gekommen sind, dafür eingesetzt haben. Also ein Fall ist mir jetzt bekannt, Alexander Gauland, der hat sich beispielsweise dafür eingesetzt, dass mehr vietnamesische Flüchtlinge hier nach Deutschland kommen, als er vorher in der CDU war. Aber ich will auf dieser Ebene auch gar nicht diskutieren. Amira Mohammed Ali war Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion und hat dementsprechend die Position der Linksfraktion vertreten. Also ist ein bisschen absurd von ihr, was anderes zu erwarten. Und sie hat ja auch begründet, wie sie da einen Gesinnungswandel durchgemacht hat. Da kannst du Politikern, wenn sie ihre Meinung ändern, natürlich immer Opportunismus vorwerfen. Okay, das kannst du jetzt bei Wagenknecht und Lafontaine, wie gesagt, nicht machen. Das kannst du bei anderen Akteuren tatsächlich machen, wenn sie ihre Meinung ändern. Das ist ein Vorwurf, mit dem kannst du dann immer schneller zur Hand sein. Aber jetzt ist die Frage, ihr glaubt ja, dass die AfD hier so zuverlässig sein wird. Und glaubt ihr wirklich, dass Nein, also, wir gehen zumindest davon aus, dass das Zuverlässigste ist, was wir derzeit geboten bekommen. Natürlich kann ich in die Zukunft gucken und weiß, dass die AfD, wir fantasieren jetzt mal, wenn die bei der nächsten Wahl 50% holt, dass die tatsächlich tut, was sie sagt. Das kann ich nicht. Aber mit Meuthen war man ja an so einem Knackpunkt, wo genau das Lager, das nicht vertrauenswürdig war, dabei war oder ja an ernsthaften Machthebeln innerhalb der AfD war. Und diese Probe hat die AfD bestanden, aber es könnte natürlich jederzeit eine neue Probe dieser Art kommen. Aber ihr seid euch ja relativ sicher. Also wenn ich jetzt die Honigwabe immer mal verfolgt habe, ihr sagt ja sogar, also dass die AfD ist sozusagen die einzige Hoffnung, die ihr irgendwie noch hebt, so wie ich das verstanden habe. Ihr hattet ja Höcker auch zu Gast zum Beispiel. Und ich bin ja dann ja davon ausgegangen oder gehe immer noch davon aus, stark, dass ihr ja der AfD vertraut in dem Sinne und ihr nicht bedingungslos. Ja, ziemlich fest, ja, aber ihr sagt ja auch, dass jeder, der nicht AfD wählt, ja ein Stück Scheiße, oder zumindest der links ist, ein Stück Scheiße ist, etc. Oder ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein anderes jetzt. Thema, aber. Ja, aber du sagst ja im Grunde, wähl entweder rechts oder du bist halt links und du bist scheiße, oder nicht? Das ist ja die Quintessenz, wenn man das weiterdenken würde, aus dem, was du sagst, oder nicht? Also ich weiß nicht, wo das jetzt hinführen soll. Meine Frage ist, ihr seid euch ja relativ sicher bei der AfD, dass sie auch das so umsetzt, wie, aber ihr sagt ja auf der anderen Seite. Ich bin mir vollkommen sicher, dass sie das solideste ist und das vielversprechendste ist, was wir derzeit haben. Es wären aber Szenarien denkbar, in denen sich das ändert. Beispielsweise, wenn eine Weidel auf einmal anfängt, meutenmäßige Töne zu treffen und währenddessen der Höckeflügel abgesägt wird. Aber das wäre ja alles dafür. Ja, aber aktuell tut ja alles dafür, dass die Leute die AfD wählen und ihr macht ja auch Werbung für die AfD. Kann man ja so sagen, oder? Das würde ich bejahen, ja, das tue ich. Genau. Okay. Wenngleich ich mich gerade frage, was da die Relevanz ist. Ich würde
Ich frag nur. Zu Amira, wir waren ja gerade bei Amira. Ich würde da gerne noch einen Punkt reinbringen. Und zwar, ich habe ja selber schon angesprochen, das Ganze war vor knapp 5 Jahren, 2019. Ich bin nicht ganz sicher, ob Sommer oder Ende 2019, ist auch egal. Um diesen Gap, diese Lücke zu heute zu schließen und auf jeden Fall ein wesentlich größeres Stück weit zu schließen. Sie war letzten Sommer noch in einer Claim-Kampagne, das ist so ein staatlich geförderter muslimischer Interessenvertretungsverband, gegen antimuslimischen Alltagsrassismus. Da habe ich auch einen schönen Link, den poste ich mal kurz in die Gruppe hier rein. Wie gesagt, das war ein halbes Jahr, bevor die Wagenknecht-Partei gegründet wurde. Alltagsrassismus ist das Konzept, das von Weißen inhärent, von jedem Weißen, eine Art Hintergrundstrahlung von Feindseligkeit gegenüber allen Nicht-Weißen ausgeht, die sich äußert in Blicken, darin, wo du dich hinsetzt im Bus, sprich in deinem gesamten Gebaren. Ne? Was mehr oder minder herunterkocht auf etwas wie Antisemitismus gegenüber Weißen. Ja, ich glaube, sie hat sich mit dieser Ideologie sehr wahrscheinlich nie richtig beschäftigt, sondern es wird, wie ich schon gesagt habe, Migration, dieses ganze Woke-Zeug, das wird für sie immer ein nebensächliches Thema gewesen sein. Auch die Linkspartei, also die Fraktion zumindest, die hat sich ja, also die hatte einige Spezialisten, die sich ganz intensiv mit diesem Wokismus beschäftigt hat. Die haben da, was diese Themen angeht, auch den Ton angegeben, auch was Migration angeht. Ich nehme mal an, für sie wird das einfach ein ganz normaler PR-Termin gewesen sein. Aber jetzt nochmal zur Glaubwürdigkeit. Wenn die AfD doch dass die Partei ist, die am meisten gegen das System steht. Jetzt sind wir schnell hier von dem Punkt weg, ne? Ja, wie gesagt, das mich auch so ein bisschen. Also sie war damals Vorsitzende der Linkspartei. Also, wie gesagt, ich kann das ganz schnell machen. Sie war damals Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. Sollte sie sich dafür entschuldigen? Also, würdest du von ihr einfordern, dass sie eine öffentliche Entschuldigung für die Teilnahme an dieser Veranstaltung macht? Ist das etwas, was eigentlich zu erwarten wäre von so einer Person? Ja, definitiv. Wenn man sie darauf anspricht und ihr das sagt, ja, definitiv sollte sie dann sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun. Da sollte sie eigentlich auch noch mal ihre 4-5 Jahre zurückliegenden Äußerungen über offene Grenzen und keine Abschiebung zurücknehmen. Also wirklich anerkennen, das war vollkommen irre in wirklich drastischen Tönen und sagen, ich bin von diesem Weg abgekommen. Wäre das vielleicht eine gute Idee? Also dass sie davon abgekommen ist, das hat sie in Interviews schon gesagt. Ich bin jetzt dafür, Migration zu begrenzen. Das ist das Härteste, was ich gehört habe. Ja, und sie hat gesagt, dass sie ihre Meinung geändert hat und auch begründet, warum. Also aber, wie gesagt, wir brauchen... Also bei solchen Aussagen wäre eigentlich ein zu Kreuze kriechen angebracht. Vor allem, wenn du danach noch mit irgendeiner Legitimität dahinter eine Partei vertreten willst, deren Markenkern auf jeden Fall zur Hälfte ist, wir sind für restriktive Migrationspolitik. Aber wenn sie das machen würde, wäre sie doch voll der Wokey, oder nicht? Das machen doch nur Wokies, dieses zu Kreuz kriegen. Oh, das tut mir so leid. Oh mein Gott. Ich dachte, das mag möglich nicht so. Es geht darum, dass sie glaubhaft versichert, dass sich ihre Meinung geändert hat und warum. Ja. Warum war das geisteskrank? Zu sagen, exakt. Ich bin generell gegen Abschiebungen. Ja, denn es ist geisteskrank, Freunde. Oh, Kasper, ich verstehe nicht, ich bin falsch, lasst mich kurz ausreden. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr verstanden habt, auf welchem Niveau das geisteskrank ist, in einem Interview zu sagen, ich bin generell gegen Abschiebungen. Das ist völlig, völlig daneben. Und da bräuchte ich dann doch ein bisschen mehr als irgendwie ein paar Jahre später. Nö, also ich bin schon für eine Begrenzung der Migration. Begrenzung der Migration heißt, es geht weiter. Nicht bei diesen Zahlen wie bisher, aber es geht weiter. Das ist eine Begrenzung der Migration. Also Kasper, wir hatten es gerade, das BSW-Programm ist deutlich restriktiver als das AfD-Programm, was Wirtschaftsmigration angeht. Das Programm angeht. Ist vollkommen egal. Jetzt sind wir wieder beim Programm. Es geht um die Person. Das ist das, wo sich alle Personen drauf geeinigt haben. Das ist das, wo sich der Parteitag drauf geeinigt hat. Sich auch darauf geeinigt, einen Abschiebeminister zu ernennen und hat dafür dann 2,5 Jahre benötigt und ich habe dann von diesem Mann nie wieder irgendwas gehört. Wie gesagt, ist ein Blatt Papier, auf dem Buchstaben draufstehen. Ja, ich habe ja schon zum Agitator gesagt, das wird, dass ihr hauptsächlich auf Amira Muhammad Ali geht, das war voraussehbar. Naja, das ist jetzt Darf ich bitte immer noch ausreden? Sie hat gesagt, Deutschland, Europa und die Welt haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Ich finde, als Politikerin muss man Äußerungen und Positionen immer regelmäßig für sich reflektieren und auch mutig sein, neue Wege zu gehen, wenn das notwendig ist. Das hat sie was für ein Bullshit. Getan. Seit 2019 hat sich die Situation mit den Migranten in Deutschland massiv geändert. Nein, hat sie nicht. Wir haben alle Probleme. Alle Probleme, die wir heute haben, in exakt derselben Form damals. Es war für jeden offensichtlich. Und weiter schreibt sie... Stars und oder Realitätsverweigerung, wie wir sie in großen Teilen unserer Bundesregierung erkennen, bringt Deutschland nicht weiter, auch nicht in der Migrationsfrage. Also sie hat die Position geändert, sie ist jetzt nicht zu Kreuz gekrochen, aber ist okay, wenn ihr jetzt weiter auf ihre Person eingehen wollt, ist es okay, aber... Würdet ihr euch dem anschließen? Ihre Person ein, weil sie nicht irgendein Mitglied ist?
Sie ist die Chefin. Würdet ihr euch dem anschließen? Hat sich seit 2019 massiv etwas mit der Migrationslage hier geändert? Denn mein Punkt ist, all die Probleme waren damals genauso da und es war offensichtlich, auch für einen Amira Mohammed Ali. Es war ihr nur damals egal. Das ist der Punkt. Es war ihr nur damals egal und heute ist es opportun für sie, so zu tun, als wäre das nicht mehr der Fall. Das wiederum ist jetzt eine Unterstellung deinerseits. Das ist, kannst du nicht verhalten, das ist einfach eine Behauptung. Denkst du, dass eine Amira Mohammed Ali 2019 nicht wusste, was abgeht mit Kriminalität? Ich sag mal so, sie ist aus der Linken ausgetreten, ist in eine neue Partei rein. Die Linke, wo sie jetzt noch wäre, hat dann eine ganz deutlichere Sprache. Kennt ihr die? Das ist wahrscheinlich das Programm der Linken. Sie war danach noch 4 Jahre lang in der Linken. Ja, bis sie sich entschieden hat, auszutreten. Ja, wie gesagt, sie eine hat neue Partei die Frage war, ob du wirklich glaubst, dass dieser Frau 2019 nicht klar war, dass der Karren, was die Migration betrifft, gegen die Wand gefahren wird. Also wollt ihr jetzt auf die Widersprüche eingehen? So, ich hatte es gerade gestellt, Silla. Ja, dann kann ich doch auch. Na gut, ich darf nicht reden. Agitator, mach du weiter. Also, ich darf scheinbar nicht zu Wort kommen. Ja, dir wird hier das Wort verboten. Ich wollte nur sagen, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich glaube, dass das nicht ihr Hauptthema war. Ich glaube, dass sie sich damit nicht groß beschäftigt hat. Und dort einfach die Position der Linkspartei nachgebetet haben wird. Und dementsprechend kann man ihr da jetzt natürlich Opportunismus vorwerfen. Wie gesagt, das kann man bei jedem Politiker, der seine Meinung... einfach nur die Position des BSW nach? Wie gesagt, Opportunismus kannst du jedem Politiker vorwerfen. Aber, Nee, nicht im selben Maße, nicht im selben Maße. Ein Höcke hat nicht 2019 gesagt, offene Grenzen und keine Abschiebung. Nee, und Höcke nicht, hat zum Beispiel... Gut, dann kommen wir nochmal auf das Thema Chrupalla. Der hat nämlich zum Beispiel gegen einen Bundeswehreinsatz im Roten Meer plädiert gegen einen Einsatz, ja, hat dann aber bei der Abstimmung dafür Woche reingezogen. Sind. Nein, du bist bei einem nein, völlig anderen Thema. Das hat nichts mit Migration zu tun. Wir sind gerade beim Thema Migration. Es ging gerade um jetzt, und du zeigst mir, dass Chrupalla sich schon mal widersprochen hat. Wir erkennen dass sich Chrupalla dort widersprochen hat. Wir erkennen an, Silla, dass sich Chrupalla dort widersprochen hat. Das erkennen wir an. Was hast du jetzt zur Migration beizutragen? Es ging doch gerade um die Widersprüche einer Mohammed Ali. Und da habe ich jetzt angeführt, dass der gute Tino Chrupalla sich erst wenige Monate, und das war nicht Schiezes Video, ich habe nämlich die Pressekonferenz aus Magdeburg, wo er gesagt hat, ja, er ist gegen den Einsatz im Roten Meer, wenige Monate später stimmt er dann dafür. Das wäre auch ein Widerspruch, also könnten Widersprüche jetzt ständig raussuchen, das ist mein Punkt. Ja, und du wirst Tausende finden bei der AfD, du wirst Tausende finden bei Die Linke. Die Frage lautet, ist das BSW glaubhaft, mindestens so glaubhaft wie die AfD, was eine Restriktion der Migration anbelangt. Ja, und da genau hilft mir nicht, dass Chrupalla sich mal widersprochen hat. Das hilft mir überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Dazu werden wir auch noch kommen. Zur Glaubwürdigkeit der AfD. Wie will die AfD in der Koalition mit der CDU denn eine strengere Migrationspolitik umsetzen? Letztes Jahr, ist da ziemlich ein interessanter Artikel, da hat Alice Weide nämlich, bevor das BSW gegründet wurde, Koalition im BSW ausgeschlossen und gesagt, dass bereits informelle Gespräche mit der CDU laufen würden. Also wie will die AfD mit der CDU zusammen eine restriktivere Migrationspolitik umsetzen? Als Juniorpartner, der vor die Wand gefahren ist mit dem bisherigen Kurs und keine andere Wahl mehr hat. Aber dafür müssen noch viele, viele Jahre ins Land gehen. Das glaube ich eher nicht. Zumal. Mit wem will die BSW das denn machen? Das wäre die korrekte Gegenfrage. Ja, die BSW hat aktuell keine Machtoption. Gerade Stand heute schwierig wird, das ist uns ebenfalls klar. Ja, aber wie will das BSW denn das regeln? Ja, mit wem wird denn das BSW koalieren? Da bleiben ja nur noch Parteien, die sagen, im Grunde genommen mehr oder weniger offene Grenzen. Teilweise sagen sie was anderes, aber sie meinen genau das. Und ihr rennt offene Türen bei mir. Also das behauptest du jetzt einfach. Ich kann da auf empirische Daten der letzten 10 Jahre zurückgreifen, Silla. Ich sage das nicht einfach so. Seit Jahren höre ich von der CDU immer mal wieder, Migration begrenzen und so. Von Linda höre ich mir vor 5 Jahren an, dass er sagt, natürlich müssen die zurück. Natürlich müssen die Flüchtlinge zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Der Krieg ist seit Jahren vorbei, gar nichts passiert. Also reden tun sie alle. Ihr rennt bei mir offene Türen damit ein, dass man nicht nach der ersten Möglichkeit lechzen sollte, irgendwie als Juniorpartner mit der CDU in irgendeine Landesregierung oder sogar Bundesregierung zu kommen. Im Gegenteil, es muss halt klar sein, dass die AfD die tonangebende Macht darin ist. Und insofern, klar, das ist dann kritikwürdig. Dann würde ich das kritisieren. Vielleicht sollte man sollte auf jeden Fall momentan nicht ernsthaft darauf hinarbeiten, unter den jetzigen Machtverhältnissen mit einer CDU zu koalieren. Ja, und Wagenknecht, der hat auch das gleich gesagt, also das BSW, es sieht aktuell nicht so aus, als ob es
als ob es irgendwo an die Regierung kommen könnte. Und dementsprechend hat sie eine Koalition beispielsweise mit den Grünen schon kategorisch ausgeschlossen, weil man damit eben die eigene Politik nicht umsetzen könnte. Also nicht nur, was Migration betrifft, das BSW vertritt ja noch viele andere Punkte. Beispielsweise eine Beendigung des Wirtschaftskrieges gegen Russland, ein Austritt aus der NATO und Setzen eines kollektiven europäischen Sicherheitsbündnisses. Also all das sind ja Dinge, die mit den Grünen niemals möglich wären. Dementsprechend ist da eine Koalition vollkommen ausgeschlossen. Wenn jetzt die AfD einen Antrag einbringt, um Migration stark zu begrenzen, glaubst du, das BSW würde zustimmen? Ja, da wurde ein interner Beschluss gefällt, Jungs. Da war ja nach außen hin ein bisschen unklar, wie sich das BSW zu AfD-Anträgen verhalten würde, weil die Linke die ja immer abgelehnt hat pauschal. Aber da hat man jetzt einen internen Beschluss gefasst. Das hat André Hunkow verkündet. Man wird AfD-Anträgen, denen man inhaltlich zustimmt, künftig zustimmen. Und wenn man den Anträgen größtenteils zustimmt, also wenn die AfD jetzt einen Antrag 5 Punkte schreibt, die man gut findet und 5, die man schlecht findet, ja, dann bringt man halt einen eigenen Antrag ein, wo man die 5, die man schlecht findet, dann rausstreicht. Also man wird AfD. Ist das schon geschehen? Wurde irgendeinem AfD-Antrag zugestimmt von den BSWlern? Bisher nicht, nein. Wollten sie noch nicht. Okay. Aber ich glaube es nicht, sehe. Aber wie verträgt sich das mit einem Generalsekretär Christian Laie, der auf der Bundespressekonferenz bei der Verkündung der Partei auf den Punkt rumgeritten ist, den ich auch eingangs erwähnt habe, dass es spezifisch darum geht, die Wirkkraft der AfD zu schmälern. Und bei Christian Laie, meiner Meinung nach, reden wir über jemanden, der tatsächlich, also bei einer Mira Mohammed Ali könnt ihr ja von mir aus noch das Bild zeichnen, dass sie nur eine Opportunistin ist. Okay, aber Christian Laie nicht. Christian Laie ist ein Extremist. Christian Laie ist ein offene-Grenzen-Extremist. Christian Laie hat damals gefordert, dass man Sea-Watch staatlich finanzieren müsste. Christian Laie war ein Hardline Anti-AfD, Antifa-Typ in der NRW-Linksfraktion damals, hat in einem Zeitinterview etwa sich direkt auf gewalttätige Antifas angesprochen, nicht davon distanziert, im Gegenteil, hat dazu gesagt, Antifaschismus sollte zum Grundkonsens aller Demokraten gehören, spezifisch auf die gewalttätigen Antifas angesprochen. Das heißt, der Typ ist ja ein Extremist und das ist der Generalsekretär da. Wie ist das damit verträglich? Denkst du, der würde die Füße stillhalten, wenn es wirklich dazu käme, dass man mit der AfD kooperiert? Definitiv. Wie gesagt, das ist ein interner Beschluss, den die BSW-Fraktion jetzt gefällt hat. Und es wäre ja strategisch absoluter Irrsinn, wenn man wenn man Anträgen der AfD, wenn man die pauschal ablehnen würde. Dann würde man sich ja komplett davon abhängig machen, dass die Altparteien eigenen Anträgen zustimmen. Dann das BSW, das wird auch auf einige Zeit, ich gehe auch nach den Wahlen 2025 auf jeden Fall, erstmal keine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene haben. Also das hast du ja gerade für die AfD selbst gesagt, die Verhältnisse in Deutschland, die wandeln sich leider sehr viel langsamer als in anderen politischen Ländern. In Frankreich, da haben wir einen ausgeprägten Linksblock, einen ausgeprägten Rechtsblock und einen neoliberalen Block in der Mitte. Soweit ist das deutsche Parteiensystem leider noch lange nicht. Ich hoffe, dass sich hier auch mal die Dinge in diese Richtung entwickeln, aber ja, ich glaube... Dann hat doch die AfD da ihren perfekten Juniorpartner mit dem BSW. Das heißt, Juniorpartner sind sich feindlich gegenüberstehende Blöcke. Und ich gehe davon aus, dass dieser Mitteblock, den wir da gerade haben, dieser Altparteienblock, dass der sukzessive an Bedeutung verlieren wird und dass die AfD erstmal noch stärker werden wird. Und unsere Aufgabe jetzt hier als BSW-Vorfeld ist es, das BSW möglichst stärker zu machen. Teilst du meine Einschätzung bezüglich Generalsekretär Christian Laie, dass er ein Woke-Linksextremist ist, dass er ein 100%iger ist? Ich habe damals auf deine Videos reagiert, aber ich weiß nicht mehr alles, was er da gesagt hat. Das mit diesen Antifas, er wurde darauf angesprochen und hat dann eine ausweichende Antwort gegeben. Okay, das ist halt typisch Politiker. Also du wirst auch irgendwas Unangenehmes angesprochen. Wenn ein angesprochen wird auf eine gewalttätige, rechtsextreme Organisation, dann sagt er nicht, diese Organisation sollte Grundkonsens aller Demokraten sein. Der wollte Dork wissen, dass er es geil findet. Also sind wir jetzt quasi gerade an dem Punkt, wo wir einfach nur irgendwelche Leute als XY bezeichnen. Nicht irgendwelche Leute, der Generalsekretär, das ist wahrscheinlich die zweitwichtigste Person in der gesamten Partei. Also das, was ihr im Grunde bei mir das letzte Mal kritisiert habt, ne? Die Gewalt ist die Beilage. Dass ich das Zitat da angeführt habe und gesagt dies und das, das macht ihr jetzt im Grunde auch mit der Gegenseite. Das Stella, ist nichts anderes. Bitte nötige mich jetzt das nicht zu erklären, kritisiert. Wieso das bei unserem Gespräch Quatsch war und hier halt gerade nicht. Wir sind halt hier gerade beim Thema. Dann erklär's mir, Kasper. Warum ist das hier nicht? Du hast einfach nur eine Webseite aufgerufen, wo du irgendwie 40 Zitate hattest, um mir die vorzulesen. Ich weiß bis heute nicht, mit welchem Zweck. Ja, Schlummo trägt gerade Zitate vor, weil es um politische Inhalte geht, die ihr konkret abstreitet. Ihr streitet ab, dass das Standpunkt des BSW ist. Du streitest ab, dass die Führungsspitze ist, Seller.
Genau, dass die Führungsspitze vom BSW beispielsweise bedingungslos für Zuwanderung ist. Dass da solche Leute reingesetzt wurden. Das ist ja mein Punkt. Wieso setzt eine Wagenknecht einen Christian Laie da rein? Ein Christian Laie, der vor ein paar Jahren noch Sea-Watch staatlich finanzieren musste. Das sind keine Aussagen, die er tätigen musste in seiner Funktion als, ich glaube, linke NRW-Chef. Er musste das nicht tun, er wollte das tun, weil er selber von diesen Dingen überzeugt ist. Das heißt, Wagenknecht hat sich als Generalsekretär in ihrer Antimigrationspartei einen Typen geholt, der ein 300-prozentiger offene Grenzen-Fanatiker ist. So, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er das immer noch sein sollte. Wenn, dann würde er Parteistreitigkeiten riskieren, weil er einfach damit 100% konträr zur Parteilinie ginge. Wie gesagt, das Parteiprogramm, das ist ja, jetzt gesetzt nicht den Fall, gesetzt den Fall, Amira Mohammed Ali hat alle ihre Ansichten überdacht und ist wirklich zu anderen Schlüssen gekommen. Und diverse andere Leute haben das auch, aber auf die kommen wir gleich noch. Ja, wer sich eine Partei unter Führung von Sarah Wagenknecht anschließt, die ja, wie gesagt, seit 2015 in ihrer eigenen Partei nach und nach abgesägt wurde, weil sie eben so starke Migrationspolitik betrieben hat, der weiß, worauf er sich einlässt. Und sowohl, also wenn das schon sowohl, das Argument ist, sowohl das Vereinsprogramm, kann der Agitator ausreden? Das Argument, dann kann ja überhaupt nichts mehr kommen. Kann der Agitator also, mal ausreden? Sie sind in der Wagenknecht-Partei, also können die das ja alle nicht können mehr so sehen. Können Sie den Agitator mal ausreden lassen? Bitte. Sowohl das Vereinsprogramm als auch das Parteiprogramm. Also das Vereinsprogramm, das wurde wirklich von diesem kleinen Kreis um Sarah Wagenknecht beschlossen, weil man ja erstmal gucken wollte, wen lässt man in die Partei. Und das Parteiprogramm, das wurde dann von einer größeren Gruppe beschlossen, die dann hier jetzt auch die Europaliste zusammengestellt hat. Also in beiden Programmen ist eine wirklich restriktive Migrationspolitik gefordert und das Europawahlprogramm geht über das der AfD hinaus, was Wirtschaftsmigration betrifft. Das hatten wir ja schon mehrfach. Die Programme sind untergeordnet, die sind nicht wirklich wichtig. Die Personen, die die Partei anführen, sind wesentlich richtungsweisender dafür, was die Politik am Ende sein wird. Ja, wie gesagt, und da kommt es dann kommt es dann darauf an, wie man sich in der Realität verhalten wird. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das BSW da verhalten wird. Ich glaube, dass man sich bei Migration als Programm halten würde, sonst würde man ja seine eigene Wählerschaft verfehlen. Also auch das wäre ja das Dümmste, was man machen könnte, dass man dann plötzlich für Anträge für noch mehr Migration stimmen würde. Also sowas würde, also sehe ich als extrem unwahrscheinlich, weil man sich damit komplett die eigene Beine wegschießen würde, wenn man so anfängt wie in der Linken, dass man zuerst was beschließt und dann hinterher 3 Wochen später das Gegenteil macht. Ich denke, sie werden halt harmlos bleiben. Sie werden nicht wirklich dieser politischen Marschrichtung wehtun und werden halt ihr wirtschaftliches Ding tun. Das ist, was sie damit signalisieren wollen. Ansonsten, wieso will eine Wagenknecht überhaupt diesen Christian Laie in der Partei haben, dessen gesamte politische Karriere aufgebaut war auf Extremismus genau der Art, gegen die eigentlich ihre Marke von Linkssein steht? Wieso? Was soll das? Was soll der da? Wie gesagt, ich habe mich mit der Person Christian Laies nicht genug beschäftigt, um da jetzt großartig was zu sagen zu können. Ich hatte auch nur deine Videos und ich werde ja jetzt bestimmt keinen BSWler beschimpfen, nur weil du mir hier erzählst, dass dass der ganz böse ist. Also das wäre ja all die Sachen waren schon in den Videos. Ich habe gerade hier verschiedene Links reingepackt. Alle Sachen, die ich gerade geschildert habe, sind in diesen Links drin. Der hat vor ein paar Jahren gefordert, Sea-Watch staatlich zu finanzieren. Er hat die gewalttätige Antifa unterstützt. Insofern, du kannst das alles nachlesen, aber wenn du Ruhe hast. Ja, ich würde tatsächlich dann aber, bevor wir hier jetzt, wie gesagt, ich halte dieses Kleinkarierte auf einzelne Personen gehen für nicht sonderlich förderlich. Kleinkarier, das ist die Führungsriege der Partei. Das ist der Generalsekretär. Denkst du, es spielt keine Rolle, was für Personen man in genau diese Positionen tut? Natürlich spielt es eine Rolle, aber der wird seine Meinung diesbezüglich geändert haben, sonst würde er eben nicht hinter dieser Partei stehen. Sonst wäre er da nicht an diese Stelle gekommen. Also dann kann ich dir ja gar nichts präsentieren. Okay, alle sind offenbar nicht mehr so irre drauf wie vor ein paar Jahren, denn sie sind ja in der Partei. Okay, Jomo, die haben sich alle auf dieses Programm geeinigt. Hast du mich? Der Generalsekretär der Wagenknecht-Partei ist in der Tat in der Wagenknecht-Partei. Ja, sie haben sich alle auf dieses Programm. Also meinst du, sie sind jetzt in dieser Partei und sie machen dann einfach das Gegenteil von dem? Ich denke, seinen Beweggrund hat er selber, vielleicht können wir das kurz einspielen, wenn ihr erlaubt, ist ein kurzer Clip, 30 Sekunden, hat er selber auf der Bundespressekonferenz damals geschildert, und zwar die AfD klein zu halten. Linke Wirtschaftspolitik und AfD klein halten. Deswegen ist er in der Partei. 30 Sekunden. Wo wir gerade sind, wird es in der Zukunft in absehbar... Also sehr leise, ich mache lauter. Auf dem Kurs, wo wir gerade sind, wird es in der Zukunft in absehbar, also nach allen Zahlen, die vorliegen, keine Linksfraktion ergeben, keine politische Vertretung, während, und das hatte ich ja auch schon eingangs gesagt,
die Rechten im Moment bei über 20% stehen. Auch dafür haben wir eine Verantwortung. Wir haben das abgewogen, wir haben es uns nicht leicht gemacht, wir machen es nicht gerne. Wären heute Bundestagswahlen, wäre die Linke ziemlich sicher nicht mehr im Bundestag vertreten und die Rechten würden mit über 20% dort einziehen. Das wollen und das können wir so nicht akzeptieren. Er wollte also die Reste der Linkspartei retten, dafür sorgen, dass sie weiter politisch überhaupt irgendwie existent sind. Dafür war das notwendig, diesen Schritt zu machen, das Umbranding, die Marke Wagenknecht draufzupacken und gleichzeitig der AfD so viele Prozente abzocken, wie es geht. Ja, er hat doch über die Gründe, warum die Linkspartei so am Boden liegt, noch überhaupt nichts gesagt. Da ist natürlich dieser Woke-Wahnsinn, diese irre Migrationspolitik, die Linkspartei vertreten hat, der Wirtschaftskrieg gegen Russland, den sie befürwortet hat, die Waffenlieferung, die von führenden Parteimitgliedern befürwortet wurden. All das sind ja Gründe, warum die Linkspartei so am Boden liegt. Wenn gerade unser Land deindustrialisiert wird, wenn die Reallöhne allein 2022 um 4% einbrechen, wenn die Ungleichheit immer neue... Man muss bedenken, Kasper und Schlomo beziehen halt alles auf Migration. Die blenden halt alles komplett andere aus. Die Grundfrage, um die es mir hier geht, ist halt die Migration betreffende. Denn das ist alles, was für mich wichtig ist an dieser Partei. Genau. Die eine Hälfte der Marke eine Lüge, die Hälfte, in der sie sagen, wir wollen eine restriktivere Migrationspolitik, oder meinen sie das ernst? Und alle Zeichen deuten halt auf Lüge. Ja, wie gesagt, würde ich komplett anders sehen, dass du da jetzt einzelne Personen hast, die in der Vergangenheit, als sie in der Linkspartei waren, was anderes gesagt haben. Die wichtigsten in der gesamten Partei. Und nicht was anderes, sondern so extremistisch, wie es nur geht. Ich will Sea-Watch staatlich finanzieren. Ne? Ich will offene Grenzen. Ich bin generell gegen Abschiebung. Das ist nicht was anderes. Das ist so extremistisch, wie man es sich nur vorstellen kann von der anderen Seite. Das ist halt ein 180-Grad-Wandel. Ne? Nicht ein bisschen eine Meinung, die sich geändert hat. Es ist jetzt, es steht 100% quer zur Parteilinie des BSW, und wenn sie das jetzt öffentlich vertreten würden, dann wären sie schnell weg vom Fenster. Wie gesagt, wir werden sehen, wie sich das, das zu Anträgen im Bundestag verhält. Also die Abgeordneten sitzen doch da und wir werden sehen, wie sie sich verhalten. Wir werden sehen, wie sie sich nach den Landtagswahlen im Osten verhalten. Wir werden sehen, wie sie sich im Europaparlament verhalten. Das werden wir alles sehen. Das heißt, diese ganzen Unterstellungen von euch, die werden sich bald an der Realität messen lassen müssen. Und ich gehe halt davon aus, dass das BSW an dieser restriktiven Migrationspolitik eindeutig festhalten wird. Ich hätte hier noch einen Clip von Sarah Wagenknecht, wo sie sagt, wir müssen eindeutig die Zahlen von Ausländern reduzieren, die wir hier in Deutschland haben. Von Sarah Wagenknecht, wieso nicht von Amira Mohammed Ali? Wieso nicht von Christian Laie? Wieso nicht von Katja Wolf? Wieso immer nur von dieser einen Person? Ja, weil sie das Einzige ist, was diese Marke trägt und alle anderen dem ins Gesicht spucken. Ja, von Mohammed Ali gab es auch noch einen Clip, den habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber wie gesagt, ich will mit diesem ganzen Rumgeklippe hier nicht anfangen. Ich will mit diesen ganzen Rumgeklippe hier gar nicht anfangen. Kannst du gerne einspielen. Mein Punkt ist halt, Wagenknecht kaufe ich ja ab, dass sie keinen Bock hat auf Migranten. Ne? Nur, das ist eben nicht die treibende Überzeugung hinter dem, was sie macht. Die treibende Überzeugung ist das Wirtschaftliche. Und insofern gibt sie sich halt her als Marke. Mit uns kriegst du weniger Migranten, aber musst nicht die bösen Rechten wählen. Und stellt ihre Partei dann voll mit offene Grenzen-Fanatikern. Ja, und das ist dein vollständiger Fokus auf Migrationspolitik. Du hast das ja auch als einzigen Selektionsmechanismus für die Medien beschrieben, nachdem sie auswählen, den diffamieren wir und zu dem sind wir nett. Und dem würde ich so eindeutig... Der Wichtigste, denke ich, ja. Ja, dem würde ich so nicht zustimmen. Also die außenpolitische Grundhaltung zum transatlantischen Bündnis, die ist mindestens genauso wichtig. Also das gilt einerseits für die Diffamierungskampagnen in den Medien und andererseits natürlich auch für Zensur von kritischen Kanälen. Soweit ich weiß, ist Katja Wolf, hat ja auch gesagt, dass es vor allem ein Grund für sie ist, der BSW beizutreten, ist die restriktive Migrationspolitik. Oh, das ist sehr interessant. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt wirklich nicht belegen, aber kannst du mich gerne fact-checken, falls du was anderes gehört hast? Ja, ich habe auf jeden Fall etwas, was dem inhaltlich widerspricht von Katja Wolf. Katja Wolf ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeitschefin, ich habe hier gerade was reingeschickt, von einem Verein, der nennt sich der Paritätische Wohlfahrtsverband. Genau, aus Brandenburg. Sie ist da, wie gesagt, die PR-Chefin und Öffentlichkeitsarbeitschefin. Das heißt, alles, was pressemäßig da rausgeht, muss über ihren Tisch laufen. Dieser hat vor knapp 2 Monaten, ich glaube irgendwie am 14.02. oder so steht er wahrscheinlich, ne, ein Grundsatzpapier zu ihrer Positionierung in der Flüchtlingspolitik herausgebracht. Dieses trägt den Titel Gestalten statt Ausgrenzen. Ich habe hier mal 2 Ausschnitte davon. Schlomo, willst du jetzt einer Linken vorwerfen, dass sie bei dem wirklich Sammelverband aller sozialen Wohlfahrtsverbände, die es in Deutschland gibt, arbeitet hat?
Und was dieser Wurf nicht gearbeitet hat, sie ist da momentan noch. Sie ist da momentan. Es geht um die Aussage und dass sie Pressechefin dort ist. Das heißt, die Aussagen, die jetzt kommen, in diesem Grundsatzpapier, die sind über ihren Tisch gelaufen. Sie hat das abgesegnet. Sie war Pressechefin in Brandenburg und das Papier ist vom Paritätischen Wohlfahrtsverband aus Brandenburg, oder? Vielleicht ja, kommen wir soweit ich weiß, ist sie also momentan noch. Wenn du da ins Impressum gehst, ist sie momentan da als Pressechefin aufgeführt. Ja. Kann doch gar nicht sein. Hä? Katja Wolf ist doch in Eisenach. Ganz kurz. Es geht, Schlomo, nicht um den Paritätischen Wohlfahrtsverband oder um Verband oder um Brandenburg, sondern um nein, das, was sie gesagt das hat. Nee, eben nicht. Schlomo muss doch nicht mal kurz schildern, was doch, jetzt der sie, Punkt sie ist. Sie ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeitschefin von diesem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Aber sie und es geht darum, dass sie ein grundsätzliches Positionierungspapier zur Flüchtlingspolitik rausgebracht haben vor 2 Monaten. Ich glaube, und ihr habt da eine andere Katja Wolf. Tatsächlich? Weil die Katja Wolf, ja, die Katja Wolf, ich kenne die, weil ich komme aus Thüringen und die ist in Eisenach. Das ist im Wartburgkreis in Thüringen und du hast da irgendwas mit Potsdam, das kann gar nicht sein. Das stimmt, kann ich übereinstimmen. Sie muss ja nicht da leben, um der Pressechefin zu sein. Nein, die ist dort. Wie kommt die denn nach Potsdam? Das ist die Person. Also das ist dieselbe Person. Ja, aber es kann ja auch um sich eine andere Katja Wolf handeln, oder? Also ich bin mir relativ sicher, dass das nicht dieselbe Katja Wolf ist, wie es sich hier handelt. Weil wie gesagt, ich kenne mich da eigentlich aus, ich komme aus der Region. Also aus Thüringen. Ich bin mir jetzt kurz sicher hier. Da kann uns aber ja jetzt der Chat helfen, denn ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich hatte Katja Wolf überhaupt erst kennengelernt. Ich wüsste nicht, wie eine, die aus Erfurt-Nähe kommt, jetzt nach Potsdam kommt irgendwie. Ja, ich meine, du musst da, insbesondere wenn du Pressechefin bist, musst du da nicht wohnen, exakt. um da so einen Verein zu leiten oder den Pressesprecher zu geben. Nein, aber die Adresse ist ja auch Potsdam. Die Adresse ist Potsdam. Die Adresse vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, aber du musst ja nicht arbeiten deswegen. Ach so. Ja, ich wüsste, wie gesagt. Katja, ganz normal geschrieben, ja? Katja. Ja, genau. Genau. Mit J. Ja, ich finde jetzt hier gerade auch im Impressum gar nichts mehr. Katja Wolf, AT. Parität, BRB. Also ich überfliege hier gerade ihren Wikipedia. Die Adresse ist ja überall gleich. Sagt der Chat irgendwas? Selbe Katja Wolf? Da im Chat schreibt gerade einer, ist eine andere Katja Wolf. Tatsächlich? Ich denke, Sella hat wirklich recht mit Katja Wolf. Also es könnte sein, dass es sich da um eine andere Katja Wolf handelt. Okay, gut. Dann ziehe ich diesen Punkt vorsichtig zurück. Wie gesagt, das ist jetzt, also das hätte ich jetzt wirklich seltsam gefunden, wenn sie dem BSW beigetreten wäre und dann kurz nach dem Beitritt oder kurz davor exakt an so einem gegenteiligen Positionspapier beteiligt war. Aber ich halte, wie gesagt, diese Fixierung auf einzelne Personen für nicht zielführend. Du musst anschauen, wie sich die Partei dann am Ende tatsächlich verhält in Parlamenten. Also da jetzt auf Äußerungen, die teils ein paar Jahre alt sind, zu gehen, halte ich nicht für sinnvoll, wenn du dir die tatsächliche Haltung der Partei anschauen willst. Wir haben ja die Kette bei all diesen Personen bis in die heutige Zeit von diesen Äußerungen. Ne? Ja, du musst schauen, was sie tun, nicht was sie sagen. Du musst schauen, was sie tun dann in der Realität. Ja, und das ist halt Kaffeesatzleserei, das ist jetzt nicht mein Problem, ne? Das, klar, ich gebe euch, und den Punkt habe ich von Anfang an gegeben, das kann natürlich alles sein, dass die Wort halten. Darum stelle ich mir gerade die Frage, wer ist aktuell glaubwürdiger? Ja, und ich halte halt die AfD für wesentlich glaubwürdiger. Also ich bin jetzt hier gerade mal, danke für den Chat, das LinkedIn-Profil von der Katja Wolf, die bei dem Paritätischen arbeitet, durchgegangen. Ich sehe hier nichts von irgendwie Politik, Linke, BSW, nichts dergleichen. Also es ist ja, scheint möglich, eine andere zu sein, dass das in der eine Tat. Andere Katja Wolf ist. Tut mir leid, Leute, hätte ich gründlicher sein müssen. Um die Glaubwürdigkeit, das war ja der Punkt, den ich gerade öffnen wollte, um die Glaubwürdigkeit zu bewerten, sollte man deswegen auch auf andere Themen schauen. Und was in der sowohl bei der Zensur von kritischen Kanälen als auch der Diffamierungskampagnen in Medien das eigentlich meiner Meinung nach wichtigste Thema ist, ist die Haltung zum transatlantischen Bündnis. Unterstützt man irgendwelche Kriege der USA? Unterstützt man die Aufrüstungsprogramme der NATO? Unterstützt man beispielsweise jetzt im Nahostkonflikt Israel? Und was das angeht, da sendet die AfD ambivalente Signale. Also die AfD. Nach diesem Maßstab bemessen müsste die BSW ja eigentlich schon mit massiver oder mit ordentlich heftigeren Bandagen bekämpft werden als überhaupt die AfD dann, oder nicht?
Also das wurde Sarah Wagenknecht, ja. Also der gesamte Wagenknecht-Flügel wurde aus der gesamten Linkspartei, also der wurde überall entmachtet. Also wie gesagt, dass Wagenknecht persönlich entmachtet wurde, wegen ihrer Migrationskritik. Das war ja schon nach 2015 sukzessive der Fall. Also sie wurde nach und nach zurückgedrängt. Aber wirklich dieser gesamte... Ist eigentlich ganz gut, wenn wir mal Wagenknecht nehmen können als Person, denn sie ist ja schon länger da als die Partei. Du denkst, eine Wagenknecht wurde ernsthafter vom politisch-medialen System bekämpft als beispielsweise ein Höcke? Nein, natürlich nicht. Aber Höcke, der hat ja zum transatlantischen Bündnis die gleichen Positionen. Der ist ja da einer der Vernünftigeren in der AfD, so wie ich das mitbekommen habe. Also in der AfD, da gibt es ja wirklich... Sie wurde vergleichsweise bekämpft? Nein, natürlich nicht. Also Höcke, der wurde viel härter bekämpft. Das würde ich auch nie abstreiten. Aber Höcke ist ja die Person in der AfD, die so als der Teufel höchstpersönlich aufgebohrt wurde. Da hat ja eine massive Medienkampagne stattgefunden. Eine Medienkampagne, die so gegen den Jörg Meuthen oder den Bernd Lucke, gegen die haben auch Kampagnen stattgefunden, aber die Medien wesentlich lieber hatten, eben nicht stattgefunden haben. Also du hast ja schon gesagt, die AfD, die hat da sich schon von den besonders kritischen Kandidaten getrennt. Da hast du ja durchaus recht mit der Feststellung. Nicht nur in Bezug auf Migration, sondern auch in Bezug auf andere Themen. Also Bernd Lucke, der war beispielsweise ein Transatlantiker, ein ganz überzeugter und noch radikaler neoliberal als die heutige AfD. Da waren ja auch solche spekulanten Söldner wie Hans-Olaf Henkel noch in der AfD, die dann ja auch zum Glück raus sind. Also da hat sich die AfD auch damit einen Gefallen getan, dass sie diese Leute rausgekickt hat. Definitiv. Also meine Frage ist im Wesentlichen, würdest du erwarten oder denkst du, wenn das Maß der Dinge ist, was die Stabilität von der Partei betrifft und was vor allem das betrifft, was das Establishment nicht haben will, dass eine Wagenknecht härter bekämpft werden wird mit ihrer Partei, als die AfD es wurde oder auf jeden Fall genauso hart? Denkst du, das ist auch das Maß der Dinge, was die Repression angeht, das Anti-Transatlantikertum? Das wird kommen. Wenn Wagenknecht in Umfragen bei 20% stünde, würde sie definitiv härter bekämpft werden als die AfD. Ja, sie steht in Umfragen gerade zwischen 5 und 10%. Das ist ja alles noch ein bisschen unscharf, was Umfragen angeht. Aber sie hat an keinem einzigen Wahlstich teilgenommen. Die AfD wurde auch noch ganz anders bekämpft, als sie bei 5 bis 10% damals stand. Ne? Auf jeden Fall bei 10%. Und das passiert ja nicht über Nacht. Das müsste ja eigentlich noch wesentlich bedrohlicher sein. Beim Spiegel damals wurden zum Beispiel vor 2015 bereits Kommentarsektionen einfach geschlossen, wenn der Artikel einen derartigen Inhalt hatte, dass die Leute dann reihenweise darunter geschrieben haben und deshalb AfD. Da hat man dann die Kommentare komplett zugemacht beim Spiegel. Das, bevor es halt hart gegen die Migration ging. Hat denn irgendjemand vom BSW mal die Gelegenheit genutzt, jetzt über das sogenannte Geheimtreffen von Potsdam sowas Ähnliches zu tweeten oder zu sagen wie, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Nach unserem Kenntnisstand wurde da nichts besprochen, was wir nicht auch befürworten würden. Oder wenigstens, da haben die Medien den dort Versammelten übel zugespielt oder so? Oder gibt es irgendeinen anderen Verfall? Ja, Wagenknecht hat das öffentlich gesagt. Okay, Lafontaine. Also die haben öffentlich gesagt, dass hier eine medikale Kampagne gegen die AfD stattfindet. Und Wagenknecht, die hat tatsächlich, das fand ich strategisch nicht so klug, gesagt, von diesen Remigrationsplänen hält sie nichts. Aber diese Remigrationspläne, die sind ja öffentlich, also da wurde ja übelst verzerrt dargestellt oder eigentlich gar nicht dargestellt. Am Ende wusste keiner, was Sellner wirklich gefordert hatte. Und von diesen überzogenen Darstellungen, der hat sie dann gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Aber sie hat dann gesagt, gegen zusätzliche Migration bin ich natürlich trotzdem. Also das fand ich strategisch nicht so klug, tatsächlich. Wieso denkst du, hat man Lafontaine nicht zu einer größeren Figur gemacht in der Partei, im Sinne von ihm ein höheres Amt gegeben, überhaupt irgendein Amt, womit er hervorsticht? Weil er das persönlich wahrscheinlich gar nicht will, weil er zu alt ist. Das hat er auch gesagt. Er hat auch gesagt, dass er eigentlich nichts mehr mit Politik zu tun haben will. Es war schon überraschend, dass er... wie Lafontaine, also jemanden, der etwas kantiger drauf ist, der mal auf den Tisch haut. Also der auch, sagen wir jetzt nicht, in der Vergangenheit aufgefallen ist mit Medientreue, was die Migration oder Wokismus-Punkte angeht. Also das hat man ja. Man hat ja Friedrich Pürner, der an der Corona-Aufarbeitung arbeitet, auf Platz, ich weiß nicht, 6 oder so der Europaliste gesetzt und Michael Lüders auf Platz 9. Also Michael Lüders. Aber ich meine jetzt wirklich symbolträchtiges Generalsekretär, Co-Chef, die Doppelspitze in dem Bundesland, sowas wie die Doppelspitze in Thüringen. Ne? Die beiden, also das sind jetzt Sachen, die ich gesichert weiß, sind zum Beispiel beide damit aufgefallen, dass sie gesagt haben, mir ist sehr wichtig, dass die AfD Prozente verliert. Ne? In einem Interview in der Taz war da die Rede von die AfD dezimieren. Das war in dem Fall die tatsächliche Katja Wolf. Ja, wie gesagt, das halte ich für also im Osten ist die AfD ja auch noch wesentlich stärker. Das heißt, allein aus dem Grund, dass sie stärker ist, kann man da logischerweise mehr Wähler überzeugen. Aber ich halte den Altparteienblock, wie gesagt, für den mit Abstand mächtigeren Gegner, der halt alle Institutionen unter seiner Kontrolle hat. Also das halte ich für strategisch nicht so klug, die AfD jetzt als Hauptgegner aufzuzeigen. Also Hauptgegner
sind SPD und Grüne, weil man da am meisten Wähler von überzeugen, also vor allem die SPD, weil man da am meisten Wähler von überzeugen muss, wenn ihr diese Partei wählt, dann bekommt ihr neoliberale transatlantische Politik und ja, dazu noch diesen neulinken Wokismus und mehr Migration, also das Gegenteil dessen, wofür die SPD eigentlich immer gestanden hat. Das ist historisch nämlich ganz interessant. Unter SPD-Kanzlern wurde, also jetzt sind wir wieder bei diesem alten Thema, aber weil ich es auch nicht angebracht hatte, da wurde die Migration immer reduziert und unter CDU-Kanzlern ist die Migration immer nach oben gegangen. Das heißt, diese alte SPD von Oskar Lafontaine, die hat sich tatsächlich bei dieser Migrationsfrage vor allem, da war sie noch sehr stabil und auch kulturpolitisch hat die SPD eigentlich immer relativ stabile Ansichten vertreten, bis dann diese ja neulinken Geisteskrankheiten gekommen sind. Ich meine, ein Problem, das haben wir bei der Migration natürlich genauso, ich würde sagen, da ist es halt auch vorgesehen, aber auch bei dem Transatlantikertum ist jetzt, wo es zwei Parteien, gut, ich meine, du sagst, in Zukunft wollen sie für AfD-Anträge stimmen, dann wäre das Problem nicht mehr in derselben Art und Weise da vorhanden. Aber ich meine, wir hatten ja zum Beispiel schon den Antrag von der AfD auf Friedensgespräche, der wurde dann abgelehnt von der gesamten BSW-Fraktion oder BSW-Fraktion in Spee, den ganzen Köpfen da. Nachher war die Begründung von Wagenknecht dann, es war nur die Rede von Friedensgesprächen, nicht von einem Waffenstillstand. Nein, das war nicht die Begründung. Nicht? Die Begründung, ja, da steht... Hättest du den Antrag vielleicht mal durchlesen sollen? Da war die Rede von einer privilegierten EU-Partnerschaft der Ukraine. Das war das größte Problem, was das BSW damit hatte. Es gab noch ein paar kleinere Probleme, beispielsweise, dass Verhandlungsergebnisse vorausgenommen wurden oder dass die OSZE so eine richtige Rolle erhalten wollte, die in Russland wirklich null Respekt hat. Aber das, was da drin stand, war, dass die Ukraine eine privilegierte EU-Partnerschaft bekommen sollte. Und das würde bedeuten... Die Grundrichtung von, wir müssen gucken, also das ist dann, ja, was irgendwie erreicht werden könnte am Verhandlungstisch. Aber die Grundrichtung des Verhandlungstischs ist ja schon tausendmal mehr, als du von jeder anderen Partei im Bundestag hast. Insofern wäre es eigentlich integrer, in dem Fall einfach dafür zu stimmen, im Sinne von, die Grundrichtung stimmt und alle anderen Parteien vertreten die Position, Puttler muss sterben, egal wie viel Ukraine es kostet. Ja, das BSW hat schon einen eigenen Antrag zu Verhandlungen gebracht. Also das BSW, wie gesagt, aber der Antrag, der war inhaltlich so schlecht, da konnte man nicht zustimmen. Wie gesagt, diese kleineren Punkte mit der OSZE oder mit diesen UN-Mandatszonen, die da vorausgenommen wurden, also Verhandlungsergebnisse, die vorausgenommen wurden oder unseriöse Gesprächspartner, die dann da angezogen werden, darauf will ich gar nicht eingehen. Aber eine privilegierte EU-Partnerschaft, weißt du, was das heißt? Das heißt, die Einbindung der Ukraine in die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik der EU. Das heißt, dass wir weitere Milliarden an dieses korrupte Regime in Kiew überweisen. Bist du dafür? Als Punkt, der auf den Tisch kommen soll in der Verhandlung, oder wie? Nein, privilegierte EU-Partnerschaft der Ukraine als Ziel. Als Sache, die im Bundestag durchgesetzt werden soll. Also, dass man sich in der EU dafür stark macht, oder was? Ja. Da bin ich gegen. Und deswegen hat das BSW dagegen gestimmt. Also, da gab es nämlich hinterher diese Kampagne von einigen AfD-Accounts. Ich weiß nicht, ihr habt da, glaube ich, gar nicht mal groß mitgemacht, habe ich jetzt nicht so verfolgt, dass das BSW gegen Frieden über die Ukraine gestimmt hätte, weil da die AfD zugestimmt, weil die AfD den Antrag eingebracht hätte. Aber da haben sich, Sevim Dardelen hat sich da beispielsweise gemeldet, Oskar Lafontaine hat dann auch mal, es ist ein bisschen blöd, dass, also das Kommunikationsverhalten des BSW hätte besser sein müssen. Da hätte Sarah Wagenknecht gleich ein Statement auf ihrem YouTube-Kanal hochladen müssen und sagen können, aus den Gründen lehnen wir diesen Antrag ab. Aber das hatte inhaltliche Gründe, dass man den abgelehnt hat. Abgelehnt von der AfD. Also es gab ja keinen Antrag der AfD, dem sie überhaupt zugestimmt haben. Ne? Ja, aber das ist der einzige Antrag, wo es öffentliche Aufregung gab. Also das ist der, das ist der einzige Antrag, wo man versucht hat, so eine Kampagne zu konstruieren. Und ich habe dir gerade erklärt, warum man ihn inhaltlich abgelehnt hat. Ja, denkst du, das ist der einzige Antrag, bei dem sich irgendwie das wäre eigenartig. Die AfD haut doch Antrag um Antrag über Migration raus. Da gab es bisher noch keinen, der sich überschnitten hätte mit der BSW-Position. Ich denke halt, der ging jetzt durch die Presse, weil das halt das Thema ist, ne? Das Alleinstellungsthema dieser Partei. Und dann stimmen sie auf jeden Fall, so sieht es aus, gegen ihre eigenen Interessen. Ja, eben nicht. Ich habe dir gerade erklärt, warum sie dagegen gestimmt haben. Das ist jetzt durch. Meine Frage war eine andere. Meine Frage ist, denkst du, es gab noch keinen sinnvollen Antrag der AfD Migration betreffend, seit es die BSW gibt, beziehungsweise klar ist, wer da drin ist? Müsste ich mir jetzt angucken, welche Anträge in der Zeit im Bundestag gestellt wurden. Aber da hättest du ja einen raussuchen können, wo das BSW dagegen gestimmt hat und wo die Medien nicht berichtet haben. Das ist auch kein Punkt, den ich vorbereitet habe, sondern wir kommen halt gerade darauf zu sprechen, weil du auf das Transatlantiker-Ding zu sprechen kommen wolltest. Ne? Ja, insofern, wenn es dabei bleibt, ich meine, das ist mein Hauptpunkt, wenn es dabei bleibt, dass AfD-Anträgen durch die Bank
nicht zugestimmt wird, was momentan der Status quo ist, auch wenn es jetzt irgendein Papier gibt. Wie gesagt, wir sagen ja, was auf irgendeinem Papier steht, ist im Zweifelsfall am Ende nicht viel wert. Aber wenn es dabei bleibt, bedeutet das auch in puncto Transatlantikertum ist die Gegnerschaft einfach halbiert. Wie die Gegnerschaft ist halbiert? Die Opposition dazu im Bundestag ist dadurch einfach halbiert, dass die Partei aufgetreten ist. Ja, aber es ist ja eine Partei, die völlig andere sonstige Forderungen hat. Also wie gesagt, beim Transatlantizismus, da gibt es solche Leute wie Rüdiger Lukassen in der AfD-Fraktion, die perfekte Beziehungen zur Rüstungsindustrie haben, die eine härtere Politik gegenüber Russland befürworten. Also da, wie gesagt, ich würde das gerne mal ein Beispiel festmachen. Ja, aber er würde zum verteidigungspolitischen Sprecher gemacht. Wieso machst du so jemanden zum verteidigungspolitischen Sprecher? Von allen, mein Punkt ist folgender, von allen Parteien im Bundestag ist die AfD die mit der, sagen wir mal, differenziertesten Position zu Russland. Das kann man ja sicherlich sagen. Vor dem Auftauchen der BSW. Ja, definitiv, definitiv. Also das gesamte Altparteienkartell, das ist fanatisch transatlantisch. Also da wird unsere wichtigste Energieinfrastruktur in die Luft gesprengt. 20% unserer energieintensiven Industrie sind schon abgewandert. Und alle so, ja, wir müssen noch ein 15. Sanktionspaket, ich habe nicht mitgezählt, wie viele es mittlerweile sind, gegen Russland erlassen. Und danach geht's, wenn China sich mit Taiwan wieder vereinigt, nochmal von vorne los und wir führen noch einen härteren Wirtschaftskrieg, auf das auch unsere Autoindustrie zerstört wird. Also das ist ja die Position, die alle Altparteien geschlossen haben. Ja, und deswegen ist der Punkt, wenn es dabei bleibt, dass AfD-Anträgen generell nicht zugestimmt wird, dann haben sie selbst diesem eigenen Anliegen am Ende einen Bärendienst erwiesen. Wie gesagt, das werden wir in den nächsten Monaten sehen, wenn die AfD gute Anträge stellt, also zu Rüstungsexporten. Das ist halt meine Frage, wenn, deswegen sage ich wenn. Ne? Klar, meine Frage ist halt, stimmst du dem zu? Wenn das so ist, haben sie dann einfach die Opposition zu Transatlantikertum halbiert? Nee, es wurde ein komplett neuer Block geschaffen, da es halt mehrere Punkte gibt. Oder nicht halbiert, aber zumindest ihm etwas abgezwackt. Ne? Denn dann haben wir zwei verschiedene Pole, der eine hat dem anderen einen gewissen Satz an Wählern weggenommen, die miteinander nicht wollen, auf jeden Fall der einen nicht mit dem anderen. Also wenn das so kommt, dann war das am Ende ihrem Anliegen sogar abträglich. Nee, definitiv nicht. Also solche außenpolitischen Fragen, die kann man ja auch im Bundestag abstimmen lassen. Also jetzt mal ganz Radikales, treten wir aus der NATO aus. Fordern wir die amerikanischen Soldaten auf, aus Deutschland abzuziehen? Oder nehmen wir weiter an Wirtschaftssanktionen teil? Das sind ja Dinge, die kann man im Bundestag abstimmen, und wenn es da keine Mehrheit mehr für gibt. Also dann ist die Frage, welche Partei verkauft sich dann in der eventuellen Koalition und macht bei diesen Punkten Abstriche? Und da halte ich es bei der AfD deutlich wahrscheinlicher, dass sie sagt, okay, Wirtschaftskrieg gegen Russland würden wir im Zweifelsfall mittragen. Sache Migration wird ein bisschen mehr begrenzt. In dem Fall, wenn wir wirklich Remigration bekommen, absolut, dann wäre ich Team, wir machen das mit. Einfach, weil das unsere direkten eigenen Interessen sind und die Russland-Geschichte dem im Vergleich mit dem hinten angestellt. Innerhalb von 2 Jahren sind 20% unserer energieintensiven Industrie weg. Also, ja, und bei der Migration sind am Ende wir weg. Bei der Migration gibt es am Ende überhaupt nichts mehr von Deutschland, was man wiedererkennen würde. Ja, aber Remigration fordert ja nicht mal die AfD. Also das ist ja das Vorfeld ist immer radikaler. Gestern, glaube ich, ein Flyer rausgegangen, rausgegeben, glaube gestern oder heute war es, mit dem Titel, wie die AfD sich Remigration vorstellt. Also zumindest Teile der AfD fordern genau das. Alles andere wäre auch unglaubwürdig. Genau, und dass das Vorfeld weitergeht als die Parteienpolitik, ist ja ganz normal. Ist bei den Grünen genauso, ist bei jeder Partei so. Und ich will nur ganz kurz anmerken, dass Remigration eine Sache ist, die hat vor 5 Jahren noch Lindner gefordert. Also das ist keine völlig wahnsinnige Position, die zu halten. Aber steht nicht im, also hört ihr mich jetzt endlich wieder? Ich war eben irgendwie weg. Wir hören dich sehr gut, ja. Aber im Programm steht doch, dass die 2% der NATO erfüllen will, die AfD. Und ihr sagt jetzt, die AfD wäre nicht transatlantisch? Ja, im Vergleich nicht. Okay. Ja, wie gesagt, ich wollte das ja mal an einem Beispiel festmachen. Damit, also wir könnten jetzt aufs Bundeswehr-Sondervermögen gehen, dass die AfD für Aufrüstung ist, das sagt sie auch ganz offen. Also da sagt sie auch, ja, aber wir wollen dann strategisch unabhängig sein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Deutschland kauft einen guten Teil seiner Rüstungsgüter bei transatlantischen bei US-amerikanischen Rüstungskonzernen, und die deutschen Rüstungskonzerne sind in der Hand amerikanischer Finanzinvestoren. Also, aber ich meine, was ist denn die Alternative? Also Abrüstung ist ja auch, und raus aus den Bündnissen? Ja, natürlich, wer bedroht uns denn? Die Frage ist ja auch noch mal kurz darauf zu, im Vergleich zu was denn? Denkst du, es wäre möglich, dass wir irgendwann von irgendwem bedroht werden? Ja, natürlich wäre es theoretisch möglich. Ja, wenn das in 30 Jahren der Fall ist, dann können wir immer noch aufrüsten. Aber brauchen wir doch heute nicht.
Nee, können wir nicht. Also, das wir können da nicht, dass das geht. Mir nichts, dir nichts aufrüsten. Richtig, das muss man vorher kommen. Mal eben irgendwie 500 Kampfjets bestellen und erwarten, dass sie in einem halben Jahr da sind. Also, ich glaube, mal eben aufrüsten, das ist nicht. Was die Russen in der Ukraine machen, das wäre überhaupt nicht möglich ohne die ganze Aufrüstung während der Sowjetunion. Das hätten die nicht einfach in 2 Jahren davor machen können. Ja, aber es hat während der Weltkrieg ja auch funktioniert. Da hat man die Panzerproduktion beispielsweise in den USA von wenigen hundert auf mehrere Zehntausend da gesteigert. Also das ist ja... Ja, also ohne dass zu dem Zeitpunkt in dem Land selber Krieg herrschte. Also mach mal genau das, wenn in deinem Land Krieg herrscht. Da ist das nicht mehr ganz so einfach. Ja, das Deutsche Reich hat selbst im Jahr 1944, als die Front wirklich an allen Seiten zusammenbrach, die Rüstungsproduktion im Vergleich zu 43 noch steigern können. Also du kannst Rüstungsproduktion kurzfristig steigern, aber wie gesagt, ist... Klar, du hast ein System, was erstmal läuft und überhitzt. Natürlich kannst du das weiter überhitzen. Ne? Du musst von 0 auf 150 hochfahren, weil dir jetzt einfällt, oh, wir haben gar nichts. Ich glaube, das wird schwierig. Ja, aber meine Frage, aber ich lese gerade, die AfD hat doch auch dem NATO-Austritt zugestimmt, oder nicht? Beitritt von Schweden und Finnland. Ja, niemand hier behauptet, dass die hundertprozentigen Antitransatlantiker sind. Ja, sie sind nur im Vergleich mit den anderen Parteien wesentlich differenzierter, was das Thema angeht, was die Medien ja schon reichen. Das ist auch kein Streitpunkt, also das ist halt offensichtlich. Also im Vergleich zu den etablierten Parteien meinst du jetzt? So, dann brauchen wir über den Punkt ja gar nicht mehr viel groß reden, wenn ihr uns da einen Punkt gebt, dass das BSW hier eine deutlich entschiedenere Position hat. Ja, ja, klar. Also sicherlich. Ich denke, irgendwann wird es dann auch irre. Also wenn du wirklich Abrüstung und aus allen Bündnissen raus willst, wer bedroht uns denn? Sag mir, wer uns bedroht. Ja, die Frage haben sich die Ukrainer möglicherweise vor 8 Jahren auch gestellt. Nein, haben sie nicht. Die Ukrainer. Die Frage hat sich Schweden, warum ist denn Schweden jetzt der NATO beigetreten und nicht vor 8 Jahren? Oder vor 15 Jahren? Wer bedroht uns, wenn Deutschland wieder auf Kurs kommen würde? Der Rest vom Westen beispielsweise, der würde uns dann bedrohen. Ne? Das kann sein. Aber ich halte eine direkte Militärintervention der USA für unwahrscheinlich, auch wenn es da in der Vergangenheit schon Planspiele gab, auch in westliche Länder einzumarschieren. Aber normalerweise hat man das dann gemacht, indem man führende Politiker direkt ermordet hat. Ich meine, man denkt an Aldo Moro oder Olaf Palme. Also, aber in denen, da sind wir noch überhaupt nicht. Also bevor wir darüber reden können, inwieweit Deutschland seine Souveränität verteidigen muss, muss Deutschland erstmal souverän handeln. Ja, ich meine, da bin ich tendenziell bei dir. Ne? Ich denke nur, dass... Also ich weiß nicht, bist du dann dauerhaft dabei, willst du dauerhaft, ist deine Traumgesellschaft eine, in der einfach kein Militär da ist, kein Militär, keine Bündnisse, kein nichts, also in das de facto eine Armee mit Speeren und Schwertern einmarschieren könnte und das Land übernehmen könnte? Ja, wie gesagt, eine Armee zur Landesverteidigung braucht man und man kann Militärkapazitäten innerhalb kürzester Zeit, das haben die Weltkriege immer gezeigt, sehr, sehr schnell hochfahren. Also diese Panikmache, wir müssen jetzt 20 Jahre vorher aufrüsten, damit wir für einen Krieg in 40 Jahren gewappnet sind, also das ist einfach falsch. Du brauchst halt die Basics auf jeden Fall, ne? Aber dem hast du ja quasi zugestimmt gerade. Also ihr müsstet euch auch mal entscheiden, ist Putin jetzt nur das wahre Böse oder ja nicht? Was? Also irgendwie ist das ein bisschen, ja, ist schon gut. Egal, mach mal weiter, würde ich sagen. Ich denke, Putin vertritt seine Interessen. Also nur mal so am Rande, um noch ein Argument kurz loszuwerden. Wenn ich das hier richtig sehe, dann geben wir so etwa 60, 70, 80 Milliarden im Jahr aus fürs Militär. Ist das so grob korrekt? Ja, und die AfD will noch weiter aufrüsten. Das mag alles sein. Die Migration kostet uns vermutlich irgendwas zwischen dem Doppelten und dem Vierfachen oder so. All inclusive. Ja, und Steuerhinterziehung kostet uns auch in etwas Doppelte. Aber ja, wie gesagt, da bin ich ja auch gegen. Steuerhinterziehung. Wir waren jetzt beim Thema Aufrüstung. Richtig. Mir geht es darum, nochmal daran zu erinnern, dass für uns dieser Punkt jetzt nicht die übergeordnete Wichtigkeit hat, weil wir einfach einen anderen Punkt sehen, der uns sehr viel mehr interessiert als NATO-Bündnis, ja, nein. Ja, und das Ökonomische ist da die kleinste Sache der Migration. Die größte Sache ist halt einfach, dass ausländische Nationalisten an Macht, Einfluss, Dominanz hier gewinnen. Ne? Was du an jeder Schule siehst. Geh an irgendeine deutsche Schule, guck dir die Klassen an der letzten 20 Jahre, du siehst genau, was da passiert ist. Und dann guck dir an, wie die deutschen Schüler dort behandelt werden, in irgendeiner westdeutschen Großstadt. Guck dir an, wie die sich entweder assimilieren in die Migranten hinein und so reden wie sie, sich so anziehen wie sie, oder wie die halt unterm Joch leben und zusammengeschlagen werden, gedemütigt werden. Ich meine, die Videos gibt es jetzt irgendwie alle 2 Wochen oder so zu bestaunen, wo da irgendein kleiner deutscher Junge halt
zusammengeschlagen wird und, keine Ahnung, irgendwelche Demütigungsgesten bringen muss. Ne? Das ist halt, was passiert, und das ist halt nur erst der Anfang. Das ist ja noch Pipifax gegen das, was kommen wird in der Zukunft. Die mit Abstand größte rechtsextreme Organisation in Deutschland ist eine ausländische. Die türkischen Wölfe. Ja, die größte linksextreme übrigens auch. Ist ziemlich witzig. Ja, deswegen noch, ist das BSW. Die größte Linke auch? PLO oder was? Erzähl mal ganz kurz. PKK. Fun Fact. PKK. Ah ja, okay. Also beide aus der Türkei, lustigerweise. Auf jeden Fall, deswegen ist das BSW ja auch gegen Migration. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ihr zweifelt jetzt an, wie ernsthaft das BSW das meint, aber ja, okay, ich dachte, wir würden mehr über Außenpolitik diskutieren. Ich würde dann auch gern mal einen Punkt anführen, weil ihr hattet ja gesagt, Laie sagt ja, dass die AfD für alles steht, dass ich bekämpfe, aber wir haben ja zum Beispiel noch gar nicht über die... nicht der Laie. Darf ich ausreden? Meine, das ist nicht wie... Ja, ist nur falsch. Also der Laie ist das nicht, sondern das ist einer von der Doppelspitze aus Thüringen. Der Dingens Schütte, glaube ich, heißt der. Okay. Achso, weil am Anfang hat der Laie irgendwas gesagt, dass sie ja, egal. Na, wir haben ja auch noch gar nicht über die neoliberale Politik geredet, der AfD. Ich habe da jetzt mir zum Beispiel mal die Steuerpläne rausgesucht. War ist das vom ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaft. Forschung, da fährt die AfD teilweise noch einen krasseren Kurs als die FDP und ja, der Gini-Koeffizient, der misst ja die Ungleichheit, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, und da würde nach der ZEW-Schätzung durch das AfD-Programm um 3,8% steigen, also noch stärker als bei der FDP, also die Ungleichheit würde noch höher werden, zumindest jetzt, was wir halt bei der AfD-Programmatik jetzt haben, das kann natürlich sich auch mal ändern, ne? Wir wissen ja, Parteiprogramme sind erstmal nur, ne, Richtlinien, aber kann natürlich sich ändern, aber trotzdem, ja, sieht man hier auf jeden Fall, dass die für die kleinen Bürger, um die es ja der AfD angeblich geht, auch praktisch gar keine Entlastung drin wäre, nach dieser Rechnung hier, nach dieser Programmatik. Und die Reichsten also, aber nur noch davon profitieren, je reicher, desto mehr sie profitieren. Profitieren sie davon. Der Link ist hier, ja. Ja, ich kann es auch kurz einblenden. Ich glaubte das jetzt einfach mal alles. Das ist, brauchst du nicht glauben, Kaspar. Ich poste Zella, das hier überall, ihr könnt das gerne Zella, lesen. Wenn ich sage, ich glaube dir das einfach mal, dann meine ich damit, dass ich dir das glaube. Ich brauche gar keinen Link. Ich kann ihn gerne gleich einblenden. Ich glaube dir jetzt einfach mal. Mein Punkt ist der, für mich hat das eine untergeordnete Relevanz und ich habe mich damit auch nie beschäftigt. Aber es geht dir nicht, also es geht dir nicht um die Leute, die am Arsch sind in Deutschland. Naja, du nicht ich um jetzt direkt, nicht dass ein steigender Gini-Koeffizient dafür sorgt, dass Leute am Arsch sind. Es gibt Länder, die haben einen weitaus höheren Koeffizient, als wir ihn haben, und die sind funktionaler, als wir es sind. Nein, da sitzt in der scheiß U-Bahn, ja, Seller, da sitzt du in der U-Bahn und denkst, du sitzt noch in, keine Ahnung, Russland oder so. Ich sehe einfach andere Probleme als wesentlich ausschlaggebender als den Gini. Koeffizienten. Mir ist klar, dass der Koeffizient auch mit nicht. Kriminalität... Du kannst dir das anschauen. Oh, es ist keine Entlastung für den Bürger drin. Bei diesem Steuerprogramm. Ich wiederhole mal ganz kurz meine Aussage in etwas kürzer gefasst. Das ist für mich ein untergeordnetes Problem. Ich kann das auf die Stelle nicht beurteilen, weil ich mich damit nie großartig beschäftigt habe. Ja? Ich habe andere Wirtschaft Probleme. Wirtschaft ist das A und O, Kasper. Ich möchte, dass meine Kinder sicher in den Kindergarten kommen und wieder zurück. Ja, jetzt und ich möchte nicht, dass wir Milliarden ausgeben für Migranten, gerade mit, die hier auf der Tasche liegen. Was ist mit denen, die ganz unten sind in der Gesellschaft? Jetzt emotionalisierst du. Ja, aber ich denke, der AfD geht es. Ich dachte, der AfD geht es auch um die armen Rentner, die Pfandflaschen sammeln gehen. Es geht nicht um eine spezifische Klientelgruppe. Es geht um die sogenannten Schatzkartoffeln. Das kannst du auch auf die Kinder beziehen, das kannst du auf sonst was. Wir haben 21% ungefähr Armut in Deutschland. Das ist mit am... Warte mal, ganz kurz. Wir haben 21% Armut in Deutschland. Wem betrifft denn diese Armut? Gut, Kinderarmut ist dasselbe. Wem betrifft die denn? Zu wahrscheinlich 70%. Du kannst in Deutschland nicht ärmer sein als Hartz IV. Sind wir uns da einig? Du kannst auch nee, da sein, sind wir uns nicht einig. Wir haben ein paar hunderttausend Obdachlose in Deutschland. Obdachlose, die sind zahlenmäßig sind die quasi irrelevant. Es tut mir sehr leid. Ein paar leid, hunderttausend. Oh, also okay. Das Problem auch nimmt auch massiv zu. Die paar hunderttausend, die tun mir sehr leid. Also, wo kommen die denn her? Also die Obdachlosen, die mir über den Weg laufen, die kommen nicht aus Deutschland. Na, aus Osteuropa zu einem großen Teil. Gut, dann ist das Zuwanderung. Man ist natürlich die Frage berechtigt, was machen die hier? Also warum kommst du aus dem Ostland hierher, um dann hier auf der Straße zu leben? Aber das ist grundsätzlich mein Problem. Also ich denke, ein Obdachloser, der wäre möglicherweise in seiner Heimat glücklicher, als er es hier ist, als Obdachloser. Also haben wir quasi nur... Der Punkt ist der, Armut betrifft vor allem Migranten. Und wir können davon nicht genug hier haben. Und die Migranten, die herkommen, die sind in aller Regel, das gilt nicht für die Obdachlosen, aber für alle anderen, sind sie hier um einige besser aufgestellt, als sie es in ihrer Heimat sind. Wenn du hier
vom Asylbewerberleistungsgesetz lebst oder von Hartz IV, dann geht es dir hier deutlich besser in deiner Heimat, wenn du aus der dritten Welt kommst. Also was auch immer jeder mit Armut versucht zu subsumieren, das ist ein Thema, was wir uns importiert haben. Ja, definitiv. Deswegen bin ich ja auch gegen höhere Migration. Also, dass das das Problem der Armut verschärft, dass das zusätzlichen Druck auf niedrige Löhne ausübt, das bezweifelt ja keiner. Also, ja, aber jetzt haben wir dieses Problem. Das Problem ist halt, die Wagenknechtpartei ist es nicht, ne? Und da sind wir halt immer wieder beim selben Punkt. Die Wagenknechtpartei gibt vor, es zu sein und erweist somit vor allem diesem Thema einen Bärendienst, indem sie der Partei, die tatsächlich dagegen vorgeht, die Stimmen wegnimmt. Ne? Das ist ja der Kern von dem Problem mit der Wagenknechtpartei, das wir sehen. Ja, aber bleiben wir mal bei dem Thema. Ihr führt alles immer auf Migration zurück und natürlich haben Migranten einen höheren Armutsanteil, ja, natürlich eine höhere Arbeitslosenquote. Das ist selbstverständlich. Also allein wenn du die deutsche Sprache nicht kannst. Ja, natürlich. Selten natürlich. Häufig einen Schulabschluss. Dass die Leistung generell runtergezogen ist. Also, am Ende hängt es mit quasi allem zusammen. Wir haben aggressive Interessenvertretungen in der Politik inzwischen. Wir haben eine ausländische Nationalistin, die sich als Kartoffelexpertin bezeichnet, als Antidiskriminierungsbeauftragte in der Regierung. Wir haben eine Migrantenquote im öffentlichen Dienst in Hannover. Also eine Quote explizit für Leute, die nicht weiß sind. Für Leute, die Vorfahren haben, die nicht hierher kommen. Ja, das ist rassistisch. Das ist sowas gehört gestrichen. Natürlich ist das irre. Ja, das stimmt ja auch wieder dazu. Ja, und das ist der Anfang. Ne? Also entweder die Migration wird gestoppt oder das wird der Normalfall in ganz Deutschland. Denn das passiert, wenn eine fremde Gruppe Dominanz gewinnt. Ja, wie gesagt, bin ich voll bei euch. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber wir haben nun mal dieses Problem der Armut. Dann sollten wir mehr darüber reden, ob die BSW wirklich die Partei ist, die das machen wird. Ne? Also wir dann haben ist dieses das Problem der Armut. Haben wir doch jetzt schon ausführlich gemacht. Wir können jetzt auch nur gucken, wie das sich entwickelt alles weiter. Also sie haben sich ja deutlich gegen die Migrationspolitik ausgesprochen. Also was willst du jetzt hören? Ja, und alle Personalien, alle wichtigen Leute, die sie reingesetzt haben, haben das Gegenteil getan. Aber ja, okay. Ja, bisher haben sie noch gar nichts getan. Bisher können sie nämlich noch gar nichts tun. Oder haben das Gegenteil gesagt, besser gesagt. Also ich wünsche dir jetzt nicht viel Glück, aber es ist richtig. Es ist bisher Kaffeesatzlesen. Ja, es ist auch bei der AfD. Viel weniger. Ich meine, das ist bei der AfD. Die AfD war auch noch nicht in der Regierung. Ist genauso Kaffeesatzlesen. Also, was ist jetzt der Punkt? Das habe ich dir, glaube ich, in Minute 10 bereits zugestanden. Ja. Ich halte sie nur für glaubwürdiger. Ja, exakt. Und das liegt daran, das liegt am Personal. Also, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was im fucking AfD-Programm drinsteht. Genauso wenig, es interessiert mich ehrlich gesagt wenig, was in dem Programm drinsteht. Es bedeutet nicht wirklich irgendwas. Lies dir das CDU-Programm von 2006 durch. Das klingt härter, als was die AfD jemals formuliert hat. Es ist nicht wirklich wichtig, was im Grundsatzprogramm einer Partei steht, was im Wahlprogramm einer Partei steht. Es ist Koalitionsvertrag. Exakt. Es ist alles egal. Es ist wichtig, welche Personen die Partei bevölkern. Das wird darüber entscheiden, wie die Partei entscheiden wird. Ja, und es ist wichtig, wie sie sich verhält. Also Personen können auch aus strategischen Überlegungen komplett gegen ihre tatsächlichen oder vermeintlichen Überzeugungen stimmen. Deswegen, man kann Politiker nie in den Kopf gucken. Deswegen schaut an, wie sich das BSW verhält, schaut an, wie sich die AfD verhält und sieht daraus eure Schlussfolgerung. Und das gilt jetzt auch für das aktuelle Thema. Wir haben das Problem der Armut. Okay, dann noch eine Frage. Einfach nur eine Frage, von mir aus abschließend zu dem Thema. Wenn wir eine Amira Mohammed Ali hätten, die nicht dasselbe gesagt hat über Migration, sondern sagen wir, aus der FDP kommt und gesagt hätte, ich bin gegen jeden Ausbau vom Sozialstaat und ich bin für einen massiven Rückbau vom Sozialstaat vor 5 Jahren. Und heute sagen würde, ja, Sozialstaat können wir nochmal gucken. Also Sozialstaat finde ich schon ganz gut, vielleicht ein bisschen mehr Sozialstaat. Wärt ihr damit auch zufrieden oder wäre das etwas, was ihr als suspekt einordnen würdet? Also es ist mir grundsätzlich. Bedeutet mehr Sozialstaat? Ne, es ist mir grundsätzlich, das kann man schon so grundsätzlich beantworten. Das wäre mir natürlich grundsätzlich suspekt, aber es gibt tatsächlich einige FDPler, die vor allem also mit der Außenpolitik und der Einschränkung der Meinungsfreiheit, die wir aktuell leben, unzufrieden sind, dem BSW beigetreten sind. Das muss dann jede BSW-Ortsgruppe selbst entscheiden, ob die Leute das jetzt ernst meinen oder ob die hier glücksrittermäßig Karriere machen wollen. Also das muss man dann immer untersuchen. Es gibt tatsächlich schon einige FDPler, die dem BSW beigetreten sind. Und man braucht natürlich einen gewissen innerparteilichen Pluralismus. Man sollen ja natürlich nicht alle die gleiche Meinung haben. Ich rede halt von als Chefin, ne, mit der Aussage. Nein, das wäre irre. Das wäre irre. Also da finde ich schon irre, kritisch. Aber Mira ist nicht irre? Also wieso ist das nicht irre? Das ist ja dasselbe. Ist ja dasselbe, nur auf das andere Kernthema, Migration bezogen. Wie gesagt, weil Amira Mohammed Ali glaube ich, das hatte ich dir doch vorhin schon erklärt. Ja, aber jetzt haben wir einen Vergleich mit dem FDP-Mann. Ich sage dir, dieser FDP-Mann hat das nur gesagt, weil er das halt musste in der FDP. Und eigentlich war dem Wirtschaft nie so wirklich wichtig.
Ja, wenn die Wirtschaft nicht wichtig ist, dann trittst du nicht der FDP bei. Also das ist deren einziges Thema, Steuersenkung für die Reichen. So, die haben kein anderes Thema. Von mir, das ist ja von den Freien Wählern. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Mein Punkt ist, dir ist Migration eben auch nicht so wichtig. Schlummer, es gibt tatsächlich. Und derart suspekte Äußerungen über das Thema, das dir wichtig ist, über die Wirtschaft, würdest du niemals tolerieren von der Führungsriege dieser Partei. Das würdest du selber anfangen. Ich würde es kritisch. Es gibt tatsächlich eine Person, die die Agenda 2010 gelobt hat, Thomas Geisel. Es wurde auch intern tatsächlich kritisiert, dass der da jetzt auf der Europaliste so weit oben gestanden hat. Aber ja, auch den hat man aufgenommen, weil man halt einen gewissen innerparteilichen Pluralismus will, weil man halt nicht so meinungsstalinistisch mäßig nur eine Meinung in der Partei tolerieren will. Also das, was Wagenknecht gerade sagt. Ja, aber bitte erklär mir doch mal, wieso ist das denn irre, wenn die Chefin vor 5 Jahren gesagt hätte, ich bin dafür, den Sozialstaat zurückzubauen? Und das ist nicht irre, wenn die Chefin vor 5 Jahren gesagt hat, ich bin für offene Grenzen und gegen Abschiebung. Wie gesagt, sie hat die Position der Linkspartei damals vertreten. Ja, und der hätte dann die Position der Freien Wähler vertreten, dieser andere Chef. Ja, aber das BSW besteht größtenteils aus ehemaligen Leuten der Linkspartei. Man versucht da jetzt noch andere dazu zu holen, aus der Zivilgesellschaft. Ja, wenn du jetzt jeden Linksparteiler danach durchleuchtest, was du in den letzten 20 Jahren gesagt hast, dann hast du den Großteil deiner stiftigen Basis schon mal ausgeschlossen aus der Partei. Also dann kannst du gar keine neue Partei gründen. Deswegen musst du jemanden, der mit besonders eklatanten Äußerungen über Migration aufgefallen ist, zur Chefin machen der Partei? Es geht um ein Amt. Da wird man doch irgendwen finden. Wie wär's mit Wagenknecht? Das wird doch meine Idee. Einfach Wagenknecht als Chef. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sie sollte das BSW, wie gesagt, wir werden noch sehen, wie stark das dann in Umfragen ist. Aber ich nehme mal an, Wagenknecht wird dann Kanzlerkandidatin sein. Also, oder Spitzenkandidatin, wie man es dann auch immer nennt. Also, ich weiß nicht, Schlummers Punkt ist jetzt irgendwie seit Stunden Mohammed, also Stunden in Anführungszeichen, Mohammed Ali irgendwie. Also, können wir dann die Chefin der Partei, ja. Im Kreis. Ja, okay. Ja, Silla, dein Punkt ist bei jeder Gelegenheit Höcke und irgendwelche Zitate. Also, sorry. Ich habe Höcke heute noch nicht erwähnt. Das ist berechtigt. Du hast. Ich habe Höcke noch nicht erwähnt. Aber das ist nebensächlich. Ja, das ist halt dein Kernthema. Schlummers, dieser Punkt halt wichtig. Und ja, aber du hast von Amira. Ich habe noch wen, ihr habt gerade von den FDP-Leuten gesprochen, ne? Die jetzt Meinungspluralismus technisch in die Partei gekommen sind. Ich habe mir da mal einen angeguckt, und zwar denjenigen, der jetzt der Vorsitzende in Charlottenburg-Wilmersdorf werden soll. Ich habe hier auch einen Link für euch, gibt es einen schönen Tagesspiegel-Artikel über die Zeit. Jetzt bitte sagt mir nicht, dass das auch nicht derselbe ist, als der noch der Oberbürgermeister von Würzburg war. Da hat er gesagt über die Masseneinwanderung, Auswanderer sind vielleicht die hochmotiviertesten Menschen oder die hochmotivierten Menschen, die eine Chance suchen, um sich in unserem fremden Land eine Existenz aufzubauen. In Kontakt mit Flüchtlingen stelle ich immer wieder fest, dass es sich häufig um studierte Köpfe, IT-Fachleute, Ingenieure und andere qualifizierte Fachkräfte handelt. Gerade von diesen Männern und Frauen werden wir langfristig profitieren. Das heißt, das Lustige ist, ich google einfach mal den FDP-Typ, der da gerade reingekommen ist, und Flüchtlinge, und ich finde halt wieder exakt dasselbe. Ja, jetzt hast du irgendeinen Kommunalpolitiker aus Charlottenburg-Wilmersdorf, der da gerade erst neu aufgenommen wurde. Und der hat mal was zu Migration gesagt. Ja, weil das die Schlagzeile war, ne? Ja, aber der hat nicht was gesagt. Du merkst gesagt, langsam wirklich, dass es albern wird. Also du kommst jetzt mit irgendwelchen Kommunalpolitikern. Also wenn ich einen kleineren nehme, dann ist es auch wieder falsch. Wenn ich auf der Chefin rumhacke, ist es falsch. Oh, immer wieder die Chefin, immer wieder der Generalsekretär. Oh, jetzt ist das ja weder der Chef noch der Generalsekretär. Nein, also, Schlummo, du machst halt genau das, was Kasper mir vorwirft. Du kommst hier mit irgendwelchen Leuten an. Der hat mal dies gesagt, der hat mal das gesagt. Mein das Punkt genau ist, exakt es ist das. Egal. Es ist egal, wen von der Partei ich mir angucke. Ich finde immer das. Ja, du findest das ist immer die Regel. Das, was du finden ich willst. Google? Das kann ich auch genauso machen bei der AfD. Da findest du auch das, was du finden willst, wenn du nur Timeout, ja? Timeout. Nein, das ist wichtig. Da findest du, als erster Punkt, da findest du, ich bin für offene Grenzen und die Flüchtlinge sollen alle rein. Das findest du bei jedem AfDler, wenn du danach suchst. Viel Glück. Timeout. Können wir uns darauf einigen, dass es beim BSW mehrere Kandidaten gibt, die vor einiger Zeit noch eine völlig andere Migrationspolitik vertreten haben, öffentlich? Ja, definitiv. Also das haben wir ja auch nie geleugnet. Aber die Position des BSWs ist jetzt eine andere. Und ich gehe davon aus, dass sie sich in Parlamenten jetzt anders verhalten würden. Ansonsten würden sie sich ja komplett lächerlich machen und große Teile der Wählerschaft verprellen, wenn sie jetzt das eine ankündigen und dann das andere machen. Das wäre halt, ja, ich fände es halt schön, wenn wir wirklich mal über Wirtschaft reden, aber da wollt ihr ja nicht drüber reden, das finde ich schade. Naja, gut. Erklär mir, wie Zuwanderung unsere Wirtschaft ankurbelt.
Die kurbelt die Wirtschaft nicht an. Also was ist das für ein dummer Gedanke? Gesagt, die Druck auf die Löhne aus. Dann, das ist eine Aussage von dir. Dann ist das für mich nebensächlich. Löst die Zuwanderung unser Fachkräfteproblem? Wir haben kein Fachkräfteproblem. Die Unternehmen wollen einfach keine Fachkräfte ausbilden und das staatliche Bildungssystem ist extrem schlecht. Aber stimme ich dir zu? Genug Menschen hätten wir. Angenommen, wir hätten ein Fachkräfteproblem, würde das durch Zuwanderung gelöst? Und zwar Zuwanderung in derzeitigen Form? Nee, also definitiv in der derzeitigen Form. Befürworten die Migration in derzeitigen Form nicht. Das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Also warum kommst du immer wieder darauf zu sprechen? Ja, du hast dich dabei beim letzten Mal sehr, sehr schwer getan. Ne? Sehr, sehr schwer. Wir sind jetzt aber heute hier und wir reden über die BSW und was die BSW will. Und was die BSW will, richtig, ist nicht immer kompatibel und mit dem, was ich will. Ne? Nochmal, also, das mag ja alles sein. Das mag ja alles sein. Das Problem ist, dieser Unterschied BSW, AfD, der interessiert uns doch überhaupt nur, wenn es um Migration geht. Meine, du hast jetzt schon ein paar Mal von mir gar nicht drüber reden. Problem Nummer 1, Migration. Problem Nummer 1000, die Wirtschaft oder sowas. Mir helfen blühende Landschaften nicht, wenn ich bis dann ausgetauscht bin. Mir hilft es nicht, wenn du mir versprichst, dass meine Urenkel hier die Hamburger direkt in den Mund geflogen bekommen, wenn ich davon ausgehen muss, dass meine Urenkel bis dahin in der absoluten Minderheit hier sind. Denn das Land wird meiner persönlichen Meinung nach nicht mehr im Ansatz so lebenswert sein wie jetzt, auch wenn wir dann Gullideckel aus Gold haben. Aber jetzt machst du genau dasselbe. Jetzt machst du genau dasselbe, was du mir vorwurfst. Die armen Leute hier im Land. Jetzt mal emotionalisierst du, meine armen Kinder. Es ist genau dieselbe Methodik. Nein. Es geht nicht darum, dass du dir die großen Kulleraugen der Kinder vorstellst. Es geht darum, dass du seine Prioritäten verstehst. Und meine Prioritäten sind genauso gelagert. Uns geht es um die Zukunft von unseren Kindern. Und die Zukunft von unseren Kindern, die hängt davon ab, was die demografische Zusammensetzung von Deutschland sein wird in den nächsten Jahrzehnten. Das ist irrelevant, Zeller. Es ist irrelevant. Du findest einen interessanten Junge Freiheit-Artikel, interessantes Junge Freiheit-Interview über genau diese Frage, was Kaspar angeht. Ich spreche über dieses Thema. Ich könnte 5 Kinder haben, okay? Du weißt überhaupt nichts über mich. Ich würde, wenn ich heirate, wenn ich mein 7. Kind bekomme, dann würdest du davon nie erfahren, weil das alles Angriffsfläche ist für den politischen Feind, okay? Ich habe schon meine Erfahrungen gemacht mit genau so etwas. Wenn du irgendwas preisgibst von deinem Privatleben, wird es gegen dich verwendet. Sie werden versuchen, diese Leute als Druckpunkt auszunutzen. Insofern wirst du nie etwas dergleichen von mir erfahren. Aber ja, es geht um unsere Prioritäten. Ja, ich verstehe das schon. Es war jetzt auch eher eine rhetorische Frage, aber du weißt, was ich damit meine, ne? Nein, die Frage ist nicht besonders clever, Seller. Na gut, ich kann auch Mitgefühl für meine Mitmenschen empfinden, ohne Kinder die Welt zu setzen. Also selbst okay, wäre möglich. Was bedeutet denn, ihr werdet ausgetauscht? Könnt ihr das nochmal genau näherlegen? Also könnt ihr es nochmal... Die Schulklassen einer westdeutschen Großstadt vom Jahr 1990 bis 2024 die Bilder betrachten und diesen Trend fortsetzen. Das bedeutet das. Der Anteil der Deutschen wird immer geringer, der Anteil der Nichtdeutschen immer größer. Das sorgt für so lustige Sachen wie etwa Migrantenquoten, also direkte rassische Benachteiligung, weil diese aufkeimenden Gruppen und immer stärker, immer größer werdenden Gruppen eben Dominanzansprüche stellen. Ne? Die wollen ihre Interessen vertreten. Und gerade in unserer Kultur, also wir machen es ihnen besonders einfach, aber sie würden das in jeder Kultur irgendwann machen, wenn sie nur genug werden. Sie versuchen politisch, sich selber an erste Stelle zu stellen und uns zu unterjochen. Das tun sie sehr effektiv. Das passiert schon jetzt. Was jetzt momentan passiert, ist aber noch Pipifax gegen das, was kommt. Twitter ist übrigens down. Ich also, hätte ganz gerne eine Map aufgemacht, okay. Hättest du das mal live sehen können, aber Twitter ist leider down. Ich merke es gerade, also Außenpolitik hatten wir abgeschlossen vorhin, Wirtschaft, da kommt ihr dann immer mit, dann weniger Ausländer importieren, da wird es da schon irgendwie besser laufen, also und sonst interessiert uns... Nicht unbedingt, nein. Nicht besser laufen, die Wirtschaft kann von mir aus Kacke laufen, das ist nicht die erste Priorität. So. Also wirst du jetzt schon persönlich auch bald ausgetauscht. Du bist bald quasi, wie funktioniert das genau? Also du bist dann einfach... Zella, komm, lass einfach. Dann lass jetzt hier die Erwachsenen sich unterhalten. Nö. Hör auf mal zum Quatsch. Das ist nö, ich stelle eine ganz normale Frage. Nee, das ist keine normale Frage.
Sella, also das ist jetzt tatsächlich eine dämliche Frage. Nein, nicht Schlomo persönlich wird ausgetauscht. Keiner wird hinkommen und Schlomo nehmen und in ein anderes Land packen oder so und dann einen Araber dahinsetzen. Das wird nicht passieren. Ich wurde schon ausgetauscht in dem Sinne, dass meine Generation oder die Generation meiner Eltern weniger Kinder bekommen hat, als es im selben Zeitraum Migranten getan haben, während gleichzeitig Massenmigration stattgefunden hat, sodass es in meinem Alter deutlich mehr Migranten hier gibt, als das zu meiner Elterngeneration der Fall war. Okay. Ja, wie gesagt, wir wollten das Thema Migration eigentlich abschließen. Ja, okay. Und ja, der Talk ist jetzt auch schon relativ lang. Außenpolitik. Es ist aber wichtig. Ja, ich es ist aber sagen, wichtig. Schlimm, es ist aber wichtig, die Frage zu klären, ist das das wichtigste Problem? Da hätte ich gerne einfach eine Antwort von euch darauf. Nein, es ist nicht das Wichtigste. Es ist ein Problem, aber es ist nicht das Wichtigste. Für mich ein Problem, ja, wenn, ja, weiß nicht. Wenn ihr beispielsweise die Industrie noch weiter abwandert und wir hier massenhafte Armut sehen, also das kann zu Bürgerkrieg, das kann zu Gewalt führen, zu Staatszerfall, also da sind wir noch lange nicht, aber das kann dann sehr schnell gehen. Und bei Migration, wenn du die Migration stoppst und ja, dann einfach so weiterlebst, dann verändert sich ja Deutschland nicht mehr. Und auch jetzt komm nicht mit Geburtenraten, denn die Geburtenraten von Migranten, die gleichen sich innerhalb von 2 bis 3 Generationen. Je nachdem, wie gut sie sich in die Gesellschaft assimilieren, an die der des Heimatlandes an. des neuen Landes an. Mit bestimmten Voraussetzungen, wenn dann und so weiter. Du berufst dich da auf eine Studie, deren Name mir gerade nicht einfällt, bei der zu sehen ist, darum hast du das doch genauso ausgedrückt, wie du das ausgedrückt hast. Du hast gesagt, nähern sich an. Ich habe mir diese Studie damals angeguckt, weil das als Kritik unter einem meiner Videos gelandet ist. Und aus dieser Studie geht hervor, dass die Geburtenrate von zum Beispiel Türken hier in Deutschland sinkt, aber immer noch über der Deutschen liegt. Und dazu kommt übrigens erschwerend, dass bei denen auch eine Generation schneller vorbei ist als bei uns. Also wir haben es eigentlich mit 2 Faktoren zu tun, wobei immer nur der eine Faktor betrachtet wird, nämlich wie viele Kinder bekommt eine Frau, auch relevant ist, wann bekommt eine Frau Kinder. Ja, bei uns ist das, ich weiß es gar nicht genau, in Deutschland unter Deutschen wahrscheinlich so im Schnitt 30 oder sowas, bei Türken wahrscheinlich eher im Schnitt 26 oder so. Das ist ein Faktor, der wird quasi nie betrachtet. Und was aus dieser Studie vorgeht, ist, die Leute kommen hierher, je nachdem aus welchem Land, und haben eine Geburtenrate von 4. Und nach 3 Generationen ist es dann 2,6. Es nähert sich an, aber liegt immer noch deutlich über der Geburtenrate der Deutschen. Und das sind die Türken, die sind eine andere Nummer als die Migranten, die wir jetzt aufgenommen haben. Und zwar in großen, großen Zahlen. Die Afghanen, die Iraker, die Syrer sind eine ganz andere Nummer als die Türken. Und wir reden über eine Geburtenrate bei Bio-Deutschen, also reden wir wirklich über Deutsche, sagen wir mal, die auch selber sagen würden, sie sind Deutsche. Dann sind wir wahrscheinlich im Bereich von 1. Ich glaube, bei einfach allen mit deutschem Pass sind wir im Bereich von 1,3 oder so. Wahrscheinlich im Bereich von 1. Einfach der Einfachheit halber mal. Bei diesen Türken haben wir es zu tun mit 2, irgendwas oder so. Das heißt, jede Generation verdoppeln die sich und halbieren sich die Deutschen. Im Vergleich. Also, nee, sorry, jede Generation bleiben die gleich und die Deutschen halbieren sich. Das heißt, dieser Trend, sogar was die Türken, um die diese Studie sich gedreht hat, angeht, würde sich fortsetzen. Schlomo, du vergisst dabei, dass die sich auch mit der Zeit vermischen. Also das ist ja nicht so, als würden die Türken hier abgetrennt in irgendwelchen Ghettos leben. Die integrieren sich in die deutsche Gesellschaft. Es hat schlecht funktioniert. Es hat schlecht funktioniert, ja. Das will ich nicht einräumen. Und deswegen will ich funktionieren? Ja, deswegen bin ich ja auch gegen Massenmigration. Das habe ich auch die ganze Zeit gesagt. Aber diesen Teufel an die Wand zu malen, wenn man die Migration stoppt, dafür sorgt, dass die Migranten, die nun mal hier sind und die legal hier sind, wie gesagt, die AfD fordert auch nicht, die zurückzuführen, dass die sich in die Gesellschaft integrieren, dass die sich ganz normal in die deutsche Gesellschaft einfügen, dann hat man ja einfach nur, ja, dann hat sich das Land nicht groß verändert. Also ganz kurz, wir hatten das bei dem Gespräch mit Sella schon. Ich habe dort gedacht, einen Fehler gemacht zu haben, den ich nicht gemacht habe. Die Grafik, die ich da eingeblendet hatte von Zeit Online, diese Zahlen sind kumuliert. Es sind also doch fast 50% Stand heute der Nulljährigen, die einen Migrationshintergrund haben. Wenn wir heute aufhören, wenn wir heute nicht mehr eine einzige Person hier importieren und wir erhalten den Status quo, dann, dank der Geburtenrate, haben hier in, keine Ahnung, 80 Jahren 70% der Leute einen Migrationshintergrund. Oder ja, du stellst dir das so monolithisch vor. Also bei diesen Migranten, da sind viele Russlanddeutsche auch mit dabei beispielsweise. Müssen wir jetzt ganz tief in die Zahlen reingehen. Ja, das wollen wir in dem Gespräch jetzt nicht machen. Ja gut, aber du erkennst ja an, dass es da ein Problem gibt.
Also, ja, wenn du meinst, das wäre ein Problem, also wie willst du das dann lösen? Ich würde sagen, die Leute, die hier sind, die haben sich hier in die Gesellschaft zu integrieren und ja, dann wann leben haben wir halt Leute gemeinsam in Deutschland. Wann haben wir das Leute aus dem arabischen, islamischen Raum jemals in irgendeinem Land in großen Zahlen getan? Läuft das in Holland besser? Land hat das geschafft? Läuft das in Schweden besser? Läuft das in Dänemark besser? Wo läuft das besser? Wo, wo hat es jemals funktioniert? Also Frank Franz hat mir erklärt, das liegt ja gar nicht an der Kultur. Nee, ich habe nicht gesagt, dass das besser, also dass das irgendwo also geklappt hätte. Aber jetzt also sind die Leute nun mal hier, was wollt ihr mit denen machen? Also die legal hier sind, die einen deutschen Pass haben. Was wollt ihr mit denen machen? Denkst du, ein Islam-LM-Punkt mit deutschem Pass, der einen Dolmetscher braucht vor Gericht, wo er steht wegen einer Gruppenverfertigung, der ist ein Deutscher? Denkst du, das hat seine Richtigkeit, dass der einen deutschen Pass hat? Jetzt weich nicht aus. Was wollt ihr mit den Menschen machen, die einen deutschen Pass haben? Wenn es nach mir geht, Pass wegnehmen, abschieben. Mit dem. Ja. Ja, okay, das ist nicht die Position der AfD. Also das, das Vorfeld jeder Partei geht weiter als die Partei selber. Jeder Einzelnen. Bei den Grünen, bei der SPD, jedes Vorfeld. Das ist die Aufgabe des Vorfelds. Das Vorfeld piekst ins Overton-Fenster und normalisiert Dinge, die die Partei noch gar nicht vertreten kann. Also du hast ja mal gesagt, Schlomo, wer sich gegen das Wohl der Deutschen einsetzt, verdient keinen deutschen Pass. Das ist richtig. Hast du, glaube ich, bei Erwin im Gespräch gesagt? Würdest du das so unterschreiben? Wer das in absolut eindeutiger Art und Weise tut, sicherlich. Ja, das ist ein absolut schwammiger Grund. Dann kann eine Bundesregierung, die auf AfD geführt ist, so sagen, okay, der Agitator, der fordert einen höheren Mindestlohn, das ist gegen das Wohl Deutschen, das raus mit dem. Oder genau, wie soll man sich dann das vorstellen? Wenn die Schlomo-Diktatur ausgebrochen ist und ich allen ihren deutschen Pass weggenommen habe, danach kommt ihr an die Macht. Was macht ihr dann? Gebt ihr denen einfach wieder den Pass? Das ist aber ein bisschen willkürlich. Das wäre halt die Frage, was sie genau getan haben. Das ist ja genau der Punkt. Also zum Beispiel vor Gericht darstellen und kein Deutsch sprechen. Einen Dolmetscher benötigen als deutscher Staatsbürger. Aber er hat einen deutschen Pass. Das hat Istanbul getan, nachdem er eine 15-jährige Gruppen vergewaltigt hat. Das wäre ein Totschlagding, wenn du kein Deutsch sprichst. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, ne? Aber ja, wenn du kein Deutsch sprichst, dann dürftest du legal keinen deutschen Pass bekommen. Nein. Doch, per Geburtsrecht. Per Geburtsrecht bekommst du einen deutschen Pass. Okay, das ist problematisch, wenn du hier geboren bist und dann kein Deutsch sprichst, definitiv. Also das, okay, alles klar. Ich nehme denen allen ihren Pass weg. Ich nehme all diesen Leuten ihren Pass weg und noch mehr. Ich raste komplett aus. Ich nehme jedem seinen Pass weg. Ich nehme dir deinen Pass weg, weil du mir nicht passt. Danach kommt ihr an die Macht. Was macht ihr? Gebt ihr all diesen Leuten ihren Pass einfach wieder? Das ist aber nicht so vorgesehen im Grundgesetz, dass man einfach Leuten Pässe gibt, einfach so. Mein Punkt ist, das Grundgesetz wurde gebrochen an dem Punkt, an dem man Islam LM-Punkt einen Pass bekommen hat. Aber wenn du jetzt ankommst und sagst, wenn ich an der Macht bin, dann lasse ich diesen Zustand so. Okay, mein Gegner bricht das Grundgesetz, wie er da Bock drauf hat, aber die Zustände, die er so geschaffen hat und die weitergehen, an denen ändere ich nichts, denn das steht ja im Grundgesetz. Dann hast du halt versagt. Dann kannst du halt nichts machen. Deswegen meine Frage. Ich habe allen ihren Pass weggenommen. Ihr kommt an die Macht. Was macht ihr? Lasst ihr diesen Zustand so oder brecht ihr das Grundgesetz, weil ich es getan habe? Also, das ist jetzt ein ziemlich hypothetisches Beispiel, was man danach machen würde. Aber Nein, das ist die Situation, die wir uns gerade befinden, vor der anderen Seite. Das ist momentan der Fall. Ja, du kannst doch ein Unrecht nicht durch ein anderes ausgleichen. Du kannst doch nicht sagen. Okay, also du kriegst keinen neuen Pass. Ich habe dir den Pass weggenommen, du bekommst nicht einfach einen neuen Pass. Ja, dann zieh ich halt woanders hin. Tschüss. Na, also dann hast du mich ja schon abgeschoben und ich habe vielleicht woanders mich schon niedergelassen. Also, die Leute dann überhaupt ihren Pass wiederhaben wollen. Also, wenn ihr hier in Deutschland an der Macht seid, was ist das für ein hypothetisches Gedankenspiel? Also ich glaube, wenn hier die Schlomo-Diktatur ausbricht, dann muss die mir gar nicht den Pass wegnehmen, dann würde ich hier. Nein. Selber auswandern, bevor hier ich irgendwo eingesperrt werde. Also das würde ich bei der aktuellen Regierung auch machen, wenn die irgendwie wenn die Zensurgesetze oder so noch weiter verschärfen würde. Weil das Ding ist, ich will halt weder die Woken hier an der Macht haben und euch auch nicht. Also was mache ich dann? Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zu sagen, ciao, dann wandere ich aus. Das ist letztendlich die eine Frage. Die Frage ist, bist du Team Umvolkung oder bist du Team Abschiebung? Das ist aber warum? Frage, die AfD ist die Frage. Alles andere ist nebensächlich. Kein ist der beiden Extreme, das ist ja der Punkt. Dann bist du Team Umvolkung. Nein, ja, dann ist die AfD auch Team Umvolkung, Kaspar. Team Umvolkung. Nein. Kaspar, dann ist die AfD auch Team Umvolkung, weil die AfD da die gleiche Position hat. Nochmal bitte? Nein, die AfD hat da die gleiche Position. Die hat nicht eure Position. Ja, das ist ja vollkommen natürlich. Die Grünen haben auch nicht die Position von Fridays for Future, geschweige denn letzte Generation. Ne? Das Vorfeld einer Partei piekst ins Overton-Fenster rein, versucht, den Rahmen des Sagbaren zu erweitern, sodass die Partei später nachziehen kann. So funktioniert das.
Das ist politische Taktik. Und ich habe irgendwie das Gefühl, haltet ihr einfach politische Taktik für böse? Nein, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Nur, dass ihr versprecht euren Zuschauern, also ihr versprecht denen das ja nicht, aber ihr macht hier Werbung mit einem Punkt, den ihr vertretet, der aber in der AfD keine Mehrheit hat, der in der europäischen Rechten keine Mehrheit hat, der niemals durchkommen wird. Das wird nicht passieren, was ihr da gerade versprecht. Nicht in demografisch relevanten Ausmaß. Wir vertreten nicht den Punkt, allen den Pass wegzunehmen. Die sind nicht unser vorrangiges Problem. Das war gerade hyperbolisch. Fangen wir mal an bei den 300.000 Ausreisepflichtigen, die von Jahr zu Jahr mehr werden. Ja, also definitiv. Nicht nur ist das Vorfeld radikaler als die Partei. Du, ich hau auch gerne mal einen raus, weil es halt irgendwie cool ist. Also ich bin privat durchaus noch ein bisschen liberaler, als ich das im Livestream bin. Ja, meine Position, die ich jetzt ernsthaft zu jedem Zeitpunkt vertreten würde, wäre die, diese 300.000 Ausreisepflichtigen, ab in Flieger, nach Hause, und zwar morgen. Nicht nächste Woche oder übernächste Woche, morgen werden die Flieger gechartert und dann geht es ab nach Hause, denn sie sind ausreisepflichtig. Und ich denke eben, wenn du mit Tür ins Gesicht konfrontiert bist, was wir pausenlos sind von Neulinker Seite, dann musst du mit Tür ins Gesicht antworten. Ansonsten hast du verloren. Denn das ist, was passiert ist mit den Konservativen die letzten 30 Jahre. Die haben Tür ins Gesicht bekommen, haben dann gesagt, ja, nee, können wir nicht einen Kompromiss machen. Nee, du musst sagen, okay, nee. Ihr Arschlöcher, die gehen alle nach Hause. Jeder einzelne von ihnen, wir nehmen dir den Pass weg und wir schieben dich ab. Das ist die einzige Sprache, die diese Leute sprechen. Alles unterhalb dessen wird ihnen am Ende nur in die Karten spielen. Nee, du kannst ja auch einfach rechtsstaatliche Standards wiederherstellen. Also du kannst ja beispielsweise... Ja, wenn die Regierung, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wenn die Regierung Verfassungsschutz missbraucht, dann kannst du sagen, okay, ich verwende den Verfassungsschutz jetzt, um die Grünen zu überwachen, wenn ich an der Macht bin. Du kannst aber auch sagen, ich schaffe einen Verfassungsschutz ab. Ja, das kannst du in dem Fall tun. Das Problem ist, dass hier durch die Verfassungsbrüche Zustände geschaffen wurden, die weitergehen. Das heißt, diese Zustände erbst du dann. Du erbst den Verfassungsbruch und das, was damit geschaffen wurde, sprich die ganzen Deutschen hier, die kein Deutsch sprechen, sich nicht als Deutsch bezeichnen und so weiter und so fort, die hast du dann. Das heißt, du hast die Wahl, entweder damit zu leben und es zu dulden, dass die Verfassung gebrochen wurde, oder du musst selber die Verfassung brechen, um dagegen vorzugehen. Das sind die beiden Entscheidungsmöglichkeiten, die du hast. Ja, das sind nicht die beiden Entscheidungsmöglichkeiten, die du hast. Wenn du die Macht in der Hand hast, dann kannst du ja entscheiden, welche Methoden du anwendest. Welche gibt es denn noch? Also auf welches Beispiel jetzt bezogen? Auf den Verfassungsschutz, wie gesagt, abschaffen. Auf die Deutschen. Also auf die Leute, wo du die Verfasser der Verfassung fragen könntest, sollten die Deutsche werden? Und die würden sagen, es sind Verfassungsfeinde in diesem Land an der Macht, wenn das Deutsche geworden sind. Ein Islam-LM-Punkt. Wie sollst du darauf reagieren, dass diese Leute einen deutschen Pass haben? Wie gesagt, ihr wählt jetzt gerade das krasseste Beispiel und da... Ja, das machen sie immer. Die kommen immer Extrembeispiele. Ja, ich meine, wie gesagt, wenn wir bei dem krassesten Beispiel wenigstens einen Konsens finden, wenn wir den nicht mal finden, Agitator, wo denn dann? Wie gesagt, das will die AfD auch nicht. Den Pass wegnehmen. Also da hast du auch mit der AfD keinen Konsens. Ich glaube, das will nur euer Freund Martin Sellner, oder? Nicht mal der will das. Nicht mal der will die Schlomo-Diktatur. Aber nicht mal der. Also das ist noch krass. Also bist du mittlerweile, hast du Martin jetzt rechts überholt nochmal, oder wie? Ich habe doch gerade ausformuliert, worum es geht. Ich verstehe das schon. Ja, ist gut, aber ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, keine Ahnung, dieses Legalistische, das ist die größte Schwäche der Konservativen. Die Linken, also Neulinken in dem Fall, das ist denen egal, ob die irgendwelche Regeln brechen müssen oder nicht, um zu bekommen, was sie wollen. Ne? Und wenn du nicht mit demselben Vibe darauf antwortest, dann bist du einfach nur deren kleine Bitch. Ne? Zu der machen sie dich dann. Das haben sie gemacht mit der CDU. Was heißt Regeln brechen? Unser Migrationsgesetz wird nicht so angewendet, wie es vorgesehen ist. Exakt. Das heißt, ich scheiß drauf, was in irgendeinem Papier steht. Ne? So wie sie das 1000-mal getan haben. Ja, da kannst du auch einfach sagen, das wird geändert und dann dementsprechend angewendet. Das könntest du doch dann sagen. Und dann Status quo beibehalten. Also alle, die unrechtmäßig in dieses Land gekommen sind, die bleiben dann hier. Die kriegen das dann einfach geschenkt. Und ab da änderst du denn die Regeln. Ja, du kannst auch das Staatsbürgerschaftsrecht ändern. Also das wisst ihr schon, es sind ja noch nicht mal alle Staatsbürger. Du könntest ja auch das alte Staatsbürgerschaftsrecht von 1999 wieder einführen. Ich finde es lustig, dass, also auch rückwirkend meinst du, auch im Sinne von Leute, die Staatsbürger sind, bürgern wir nicht raus. Ja gut, dann sind wir dabei, dass du die Zustände erbst, die unter Verfassungsbruch erschaffen wurden und halt abnickst. Also sagst, okay, dann ist das jetzt so. Ja, aber Bevölkerungsteile sind doch keine Verschiebemasse. Nur weil die Woken sie jetzt behandelt haben, heißt das doch nicht, dass man das einfach so übernehmen sollte. Dann hast du verloren.
Also wenn die, okay, dann bist du jetzt 4 Jahre an der Macht, du siehst sie nicht als Verschiebemasse und verschiebst sie dementsprechend nicht. Dann kommen die Woken wieder 4 Jahre an die Macht und verschieben sie entsprechend ihren Präferenzen. Dann kommst du wieder 4 Jahre an die Macht, du weißt, was ich meine, ne? Wer sagt, dass die Woken wieder 4 Jahre an die Macht kommen? Also diese Ideologie, wenn man die einmal beseitigt hat, dann ist man die los. Also das, die findet in keinem demokratischen System irgendwelche Mehrheiten. Die gesellschaftlichen Eliten, die gehören natürlich aus allen Machtpositionen weggesäubert, selbstverständlich. Also natürlich unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten. Ich würde die jetzt nicht so, ich würde die einfach eine Supermarktkasse schicken und fertig. Also die würden in keinem vernünftigen System irgendwas werden. Dann gehst du halt davon aus, dass quasi der große, endgültige Sieg errungen werden kann über die Woken oder errungen werden wird. Ich denke halt, wir müssen realpolitischer denken. Und halt, wenn wir, ich meine, mit Trump beispielsweise, Trump hatte ja einiges an Macht in seiner Hand, wurde auch teilweise torpediert, aber der hätte ja wesentlich mehr meddeln können, wenn er gewollt hätte, als er es dann gemacht hat. Und mir ist halt wichtig, wenn wir in solche Situationen geraten, dass wir dann halt vom Leder ziehen, ne? Dass wir die 4 Jahre nutzen, die wir haben und richtig, richtig was bewegen und darauf scheißen, was in irgendwelchen Regeln steht, genauso wie Sie. Ja, Regeln kann man ja auch ändern, aber es gibt bestimmte, wie gesagt, also die SPD, also man muss ja jetzt immer auf die AfD schimpfen. Die SPD, die hat vor kurzem vorgeschlagen, dass man Migranten 10 Jahre rückwirkend den Pass entziehen kann, wenn sie zum Nahostkonflikt irgendwas sagen, was der Bundesregierung nicht passt. Also bei solchen Vorschlägen dann, sind wir mittlerweile. Das wäre dann lustigerweise wieder auf dem Rücken von einer Opfergruppe. Ne? Auf dem Rücken von, das schadet diesen Leuten, die wir erhoben haben auf den Status von, denen darf nichts schaden. Ne? Jetzt nicht als einzige Gruppe, es gibt diverse dieser Gruppen, aber mir ist halt wichtig, dass es eine Interessenvertretung gibt, die ebenso gewillt ist, wirklich weit zu gehen im Interesse der sogenannten Scheißkartoffeln. Das ist mir wichtig. Ja, und ich glaube, dass das in einem legalistischen Rahmen möglich ist. Also nehmen wir mal die Neoliberalen, wir müssen ja auch nicht jetzt immer bei diesem Migrantenthema bleiben. Die sind immer legal vorgegangen. Die haben solche völlig irren Regeln wie die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben, die die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung einschränkt und die extrem schwammig auslegbar sind. Das heißt, wenn du am Verfassungsgericht deine entsprechenden Richter platzierst, also da sind ja gerade hauptsächlich CDU-Richter, die sind ja alle parteipolitisch ausgewählt, dann werden die Schuldenbremse so auslegen, dass du gar keine, dass du eine bestimmte Wirtschaftspolitik gar nicht machen kannst. Also, und das, ja, hat, das haben die da völlig legal Zeit reingeschrieben. Ja, also, dafür brauchst du aber halt die Kontrolle über den Machtapparat für einen langen Zeitraum, ne? Und musst halt mit steten Tropfen das höhlen. Während ich halt sage, wenn wir die Trump-Situation haben, muss gemeddelt werden. Wenn wir jemanden haben oder irgendwo ein Stück Macht uns ergriffen haben, dann müssen wir halt alles machen, was irgendwie geht. Und, ja, oder Viktor Orban in Ungarn. Also jetzt mal, wenn der aus deinem Lager kommt. Der hat das ja auch relativ legalistisch alles gemacht. Ja, ja, klar, aber der hat auch nicht die Zustände geerbt, die wir jetzt schon haben, die halt sofortiges Handeln bedürfen. Und du willst, also mit diesem legalistisch geht das auch, du willst ja nicht, was ich zumindest Tür ins Gesicht mäßig fordere. Ne? Du willst ja nicht, dass wir Islam LM ausbürgern. Wie gesagt, das will nicht mal die AfD. Das, nein. Du kannst nicht einfach Leuten die Staatsbürgerschaft wegnehmen. Kannst, tja, das ist schade, weil du kannst ja auch. Geht das? In Frankreich ist das schon gemacht worden. Vor allem, glaube ich, vor allem fragt Gericht, mich das. Europäischen Gericht für Menschenrechte entschieden worden, war in Ordnung. Da ging es um Terrorverdächtige. Also in der Theorie ginge das. Ja, vor allem frage ich mich, wie das zusammenpasst mit eurer Einstellung zu Corona, weil da wart ihr doch so für Grundgesetz und so. Und jetzt sagt ihr quasi genau das Gegenteil. Ja, man sollte einfach willkürlich entscheiden, wo der Staat. Wenn ihr an der Macht seid, ich sage nicht, das sollte so sein. Ich sage halt, wenn du mit einem Feind konfrontiert bist, der gewisse Regeln bricht, dann musst du auch selber zumindest willens sein, in der Theorie gewisse Regeln zu brechen. Ne? Ansonsten gewinnt halt der Feind. Also Auge um Auge. Hast du grundsätzlich recht. Die Anerkennung demokratischer Regeln, die basiert auf Reziprozität. Wenn der Feind das nicht anerkennt, dann wird es schwierig. Aber die Wokisten, die werden, wenn eine andere Regierung an die Macht kommt, nicht die Waffen in die Hand nehmen, sondern sie werden sich in diesem legalistischen Rahmen fügen und entsprechend aus der Opposition agieren. Ja, das ist halt ein großer Schritt. Ne? Ich meine, guck dir an, was in Österreich passiert ist. Da war schon eine andere Regierung dran, die wurde dann mehr oder minder geputscht. Also es wird nicht den einen großen Umbruch geben, wo auf einmal die Wokisten weg vom Fenster sind und all ihre Positionen verlieren, sondern es wird halt Häppchen von Macht geben, die man mal hat und mal nicht hat. Ja, und da finde ich es strategisch schlauer, die demokratischen Standards möglichst hoch zu halten und also ja, möglichst hoch zu halten. Wieso? Und einzuhalten. Die sagen doch eh, wir sind Demokratiefeinde. Die sagen doch eh, wir sind Verfassungsfeinde. Wen interessiert's an dem Punkt? Ja, wenn du eine neue Ordnung schaffen willst, dann
Also, ja, also im Grunde besteht, du forderst ja nicht, der Yazi nur. Also die forderst du ja nicht offene Diktatur, oder? Nein, ich sage, du musst das Spielfeld so spielen, wie es zu spielen ist. Ich meine, leben wir gerade in der Diktatur? Ist das, was gerade passiert, diktatorisch? Aber ich fordere, dass wenn die Woken gewillt sind, so weit zu gehen, wie sie gehen, da musst du genauso weit gehen. Das ist eigentlich ja sogar noch moderat. Ne? Also in einem kriegerischen Konflikt wäre es normal, dass die Leute in der Guerilla-Position, in der Underdog-Position deutlich, deutlich, deutlich weitergehen in ihren Methoden als derjenige, der die Macht in der Hand hat. Ne? Hier haben wir das Gegenteil. Hier musst du noch dafür argumentieren, dass man überhaupt so radikal ist wie die Machthaber. Ja, aber das ist die Frage. Was heißt genauso weit? Genauso weit heißt zum Beispiel, wenn die gewillt sind, Leute wie Issam L.M. einzubürgern, das Einbürgerungsrecht auf 3 Jahre, im auf jeden Fall besonderen Integrationsfall und sonst 5 Jahre zu machen und so weiter, da musst du gewillt sein, Leute auszubürgern. Ne? Denn ansonsten erbst du halt die Zustände, die sie so geschaffen haben, die zu Problemen in der Zukunft führen werden. Ja, und du das ist jetzt auf jeden Fall. Ja. Das ist jetzt die Frage, wer entscheidet, wer ausgebürgert werden soll? Du kannst von mir aus eine Hotline. Wer entscheidet denn, wer eingebürgert wird? Du kannst eine Hotline einrichten, von mir aus. Eine Hotline, wo wortwörtlich einfach Namen angerufen werden, die nicht deutsch klingen. Und bei dieser Hotline sitzen Leute, die sollen erstmal einfach nur feststellen, reden die überhaupt deutsch? Wenn wir da einen Nein-Haken hintersetzen können, dann wird der, keine Ahnung, muss der irgendeinen Test machen? Kann der überhaupt deutsch? Nein? Okay, alles klar, ab nach Hause. Beispielsweise. Ich meine, ich hatte ja vorhin den Vorschlag von der SPD genannt, dass Migranten aufgrund politischer Meinung der Pass entzogen werden soll. Und sowas geht meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil dann eine Bundesregierung, also die aktuelle Regierung ja gerade schon, dann ja einfach politische Gegner massenweise abschieben würde. Der große Klopper ist halt, sind die in einem aller Mindestmaß assimiliert? Das ist die Frage. Wer kein Deutsch spricht, folgendes. Wenn wir ganz harte Parameter dafür festlegen, und zwar, wer kein Deutsch spricht, ist kein Deutscher und verliert seinen Pass, würdest du dem zustimmen? Also wie gesagt, das betrifft bestimmt nur eine Handvoll Fälle, aber das ist jetzt eine schwierige Frage. Müsstest du mir dann ein konkretes Gesetz zeigen, wie das dann geregelt werden soll und wer das entscheiden soll? Okay. Ja gut, aber ich meine, da sind wir zu zumindest einem Teilkonsens mal gekommen. Ja, da steht nämlich, also im Grundgesetz steht ganz eindeutig, du darfst nicht staatenlos werden. Und wenn du jetzt sagst, ach Grundgesetz, da streifen wir jetzt mal so rum, dann nein, also ja. Ich gebe jetzt jemand eine Position wieder, die wir beide sicherlich vertreten würden. Wie gesagt, man haut auch gerne mal einen raus, insbesondere so in der Diskussion zu gucken, was bietet denn der andere für Lösungen an. Also die 300.000 Ausreisepflichtigen, die wir sowieso schon haben, die jedes Jahr mehr werden, morgen ab nach Hause. Und dann müssen wir gucken, dass wir bestimmte Herkunftsländer zu sicheren Herkunftsländern erklären, darunter Afghanistan, darunter Syrien. In Syrien ist der Krieg vorbei, seit vielen, vielen Jahren. Ich habe hier gerade auch jemanden im Live-Chat, der ein bisschen durchdreht. Vielleicht kannst du mir ja mal ein Video schicken von irgendwelchen kriegerischen Handlungen aus Syrien. Da gibt es seit Jahren gar nichts mehr. Wenn ich mir Israel angucke, da finde ich regelmäßig irgendwelche Geschichten. Jetzt bitte nicht den Angriff der Israelis auf den, ich weiß gar nicht, Flughafen in Syrien, das zählt nicht. Deswegen sind die Leute nicht. Die Leute sind nicht hier, weil Israel einen Bombenangriff geflogen hat. Ja, die sind hier, weil angeblich der IS da die Leute bedroht oder so. Das heißt, als nächstes wären dann diese Leute weg, so wie Linda es ja schon vor 5 Jahren angekündigt hat, dass natürlich müssen die nach Hause, wenn der Krieg vorbei ist. Der Krieg ist vorbei, ja, und dann müsste man sich natürlich als allerletztes um Leute wie Islam LM kümmern, und da wäre der Deal eigentlich der, also nicht unbedingt Pass weg, ab nach Hause, sondern man muss diesen Leuten ein Angebot machen. Wenn der Mann vor Gericht einen Dolmetscher benötigt, dann ist er offensichtlich kein Deutscher, trotzdem deutschen Pass. Also erzähl mir nicht, dass der sich in irgendeiner Form mit der deutschen Bevölkerung identifiziert, wenn er vor Gericht einen Dolmetscher benötigt. Klar. Und das Angebot an Islam LM wäre dann, pass auf, willst du nicht dahin, wo deine Vorfahren hergekommen sind? Hier sind, keine Ahnung, 20.000 Euro Starthilfe, und dann gucken wir mal, wie wir das gewuppt bekommen. Das ist, wie Martin Sellner es formuliert, ne? Das ist, was er in seinem Buch plant bezüglich deutscher Staatsbürger. Das ist ja diesen Unterschied. Nimmst du Leuten zwangsweise einen Pass weg und machst sie staatenlos, oder bietest du ihnen einen ökonomischen Anreiz, dass sie freiwillig ausreisen? Also das sind ja völlig völlig verschiedene Paar Schuhe, die ihr gerade vorgeschlagen habt. Ich habe ja auch ausbuchstabiert, es geht so ein bisschen um die Tür-ins-Gesicht-Taktik, ne? Das auch. Was dann am Ende wirklich wirkkräftig wird, das wird ja immer dazwischen liegen. Zwischen dem, was wirklich gefordert wurde, und was mit der anderen Seite zu vereinbaren ist. Ne? Und insofern, die Woken, die fordern
wir machen Charterflüge aus dem Nahen Osten und karren die alle hier rein, jeden Einzelnen. Ne? Das ist deren Forderung. Und wenn wir dem entgegenstellen, ja, wir können doch mal gucken, ein paar Anreize, dass die vielleicht nach Hause gehen, dann überrollen die uns. Das ist der Punkt. Das haben die gemacht halt für die letzten Jahrzehnte. Ja, aber nochmal zu Syrien. Im Nordwesten von Syrien, da sind Islamisten, ja, die eher mit der Türkei Idlib, verbündet sind. In Idlib, Idlib beschränkt sich auf eine Fläche in etwa ein Viertel Berlins. Ja. Agitator, komm. Ich will gerade gegen gar nichts argumentieren. Ich will nur sagen, wie es in Syrien aussieht. Das heißt, das befindet sich nicht unter der Hoheit der syrischen Regierung und mit irgendwelchen Terrorgruppen der Rückführungsabkommen schließen. Schwierig. Das heißt, wenn du mit wem verhandelst, dann musst du natürlich mit der Assad-Regierung verhandeln und da musst du die in die Position versetzen, dass sie 1 Million Menschen, so viel sind das ja, versorgen kann. Also musst erstmal mindestens die Sanktionen gegen Syrien aufheben und dann mit der Regierung ein Rückführungsabkommen vereinbaren. Und das fordert ja beispielsweise auch die AfD, also es fordert auch das BSW, das ist ja, da sind wir uns ja einig. Finde ich schön, dass wir uns immer wieder so einig sind bei Sind uns halt nicht einig dabei. Andere Dinge hätten mir jetzt erzählt, da ist ein Krieg, die Leute fliehen und so weiter. Da ist halt gar nichts mehr. Also wie gesagt, ich meine, es ist die Fläche eines Viertels von Berlin. Ja, und du müsstest mir jetzt sagen, jetzt sagen wir mal, du wohnst in Wiesbaden, keine Ahnung, ja, Agitator, wo immer du wohnst, sagen wir mal, du wohnst in Wiesbaden. Wenn jetzt ein Krieg ausbricht oder wenn es kriegerische Handlungen immer mal wieder gibt in zwei Berliner Bezirken, fliehst du dann von dort aus nach Syrien, um sicher zu sein? Nein, tust du nicht. Ja, von daher, der Krieg ist vorbei, ab nach Hause. Der Kernpunkt, wo wir uns nicht einig sind, sind halt die Prioritäten. Ne? Und da landen wir halt immer wieder bei. Ich denke, deswegen, ohne jetzt das als großen Gottschalk nehmen zu können, aber deswegen kamen wir halt zu dem Punkt von, wenn Amira Mohammed Ali exakt dasselbe auf Wirtschaft gemünzt gesagt hätte, im Sinne von, ich bin für den Rückbau des Sozialstaates, dann wäre sie indiskutabel für euch, weil das halt für euch ein wesentlich wichtigeres Thema ist. Das heißt, ich glaube euch nicht wirklich, dass sie euch nicht eigentlich auch suspekt ist beim Thema Migration. Ich glaube halt, das Thema ist euch nur zu unwichtig, als dass ihr darauf aufbauend dann entsprechend handeln würdet oder sie kritisieren würdet. Ja, wie gesagt, ich halte andere Themen für wichtiger. Migration ist ein Thema. Ich habe mich da in letzter Zeit auch mehr reingelesen, weil ich es halt früher für komplett unwichtig hielt. Aber es hat ja schon gewisse Einflüsse. Und die Statistiken, die ihr vorgebracht habt, die lassen sich ja nicht wegleugnen. Aber ja, grundsätzlich würde ich dir dazu stimmen. Ja, und ich würde halt erstmal sagen, ich warte jetzt erstmal ab, wie das aussieht, wie das Abstimmungsverhalten ist. Ich gucke ja immer mal rein bei den Abstimmungen, ne? Und ja, wie sie sich halt weiter verhält, wie sich generell nach 3 Monaten, was willst du groß sagen? Du kannst jetzt halt nur spekulieren. Ja. Das dazu. Und wenn die gekackt sind bei Migration? Bitte? Was? Wenn die gekackt sind, also wenn sich herausstellt, bei Migration sind die sehr zahm, die stimmen keinen härteren Antrag zu und so, was würdet ihr dann sagen? Na, dann hättet ihr in dem Punkt recht, aber wie gesagt, das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren sehen. Aber wäre das für euch wahlentscheidend am Ende? Also wenn die jetzt 20 Jahre in Folge kacken und ihr stellt fest, die haben mittlerweile in einigen Bundesländern 38% oder so, regieren hier und da mit und bezüglich der Migration tut sich gar nichts. Überdenkt ihr eure Wahlentscheidung? Aber wie sieht denn die andere Politik aus? Haben wir dann Spitzensteuersatz 90%? Werden dann Großunternehmen vernünftig besteuert? Das ist halt die Frage, was sie. Gullideckel aus massivem Gold. Also, das ist halt die Frage, was die Alternativen sind, ne? Wen hast du jetzt noch? Also AfD, wenn die den Kurs weiterfahren, hast du halt dann als Alternative wahrscheinlich am nächsten noch zur PSW. Zumindest was die Migrationspolitik angeht. Nein, wenn wir jetzt immer noch über diesen Zeithorizont 20 Jahre reden und wir haben, also wir aus unserer Sicht haben Glück, dann wird die CDU ja irgendwann einknicken und dann wird die FDP auch ganz, ganz schnell folgen. Mhm. Ich nehme an, also ich möchte mal daran erinnern, dass der große Migrationswechsel in Dänemark eingeleitet wurde durch die Partei Sozialdemokraterne. Das ist die Schwesterpartei unserer SPD und die haben da den letzten Ausreisepflichtigen jetzt irgendwann in den letzten Wochen abgeschoben. Im Januar waren es noch 400, die übrig waren und das war die SPD. Also das kann funktionieren. Übrigens spricht sich eine Wagenknecht, okay, da wird jetzt wieder gesagt wahrscheinlich, ja gut, Wagenknecht, was sagen die anderen, aber eine Wagenknecht spricht sich ja zum Beispiel auch für das dänische Modell in der Migrationspolitik aus, ne? Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben an der Stelle. Also, gut, dann bete ich dafür, dass sie dabei bleibt. Ich habe aber kein Problem damit, wenn eine Partei existiert, die ich jetzt erstmal so nicht wählen würde, aber die so eine Meinung vertritt. Ne?
Okay, ja, alles gut. Man müsste mal Wagenknecht fragen im Interview, das wäre mal eine wirklich knackige Frage. Ist Islam LM zu Recht ein Deutscher in Ihren Augen? Das würde mich interessieren. Ich meine, das ist sogar eine Frage, die wahrscheinlich AfD-Politiker dann falsch beantworten müssten. Ne? Einfach, weil ansonsten kommt die große Schlagzeile, AfD-Politiker will deutschen Pass entziehen, alle Grundwerte und so weiter und so fort. Ne? Deswegen kannst du halt, und das ist halt das Irre, du kannst Sachen, die relativ selbstverständlich sind, dass das kein Deutscher ist, nicht mehr sagen. Ne? Die sind aus dem oberen Fenster so weit raus, dass du deine Partei ruinierst, wenn du sie aussprichst. Ja, auf der anderen Seite, ich erinnere da an 13 Fragen, wird euch jetzt nichts sagen, euch beide. Ich habe darauf mal reagiert, da war eine, ich glaube, Perserin zu Gast, die hat da im Grunde gefordert, dass, also im Grunde genommen hat sie gefordert, dass du mit Übertritt der deutschen Grenze auch ein Wahlrecht bekommen solltest. Ja. Also das sind Forderungen, die kannst du aussprechen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nee, also da wäre ich auch nicht, ich glaube, da sind wir uns einig, dass würde keiner von uns so. Ja, mir geht's nur darum, was darfst du hier aussprechen, diesen Land, und was darfst du halt nicht aussprechen. Ja, und eine wirklich irre Forderung von links, die darfst du hier aussprechen, gar kein Problem. Ja. Ich glaube, was von rechts. Schwierig. Ja, ich glaube, was diese ganze Zensurdebatte und Cancel Culture angeht, da sind wir uns, glaube ich, eh einig. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Nee, das ist ja jetzt nochmal. Ich glaube, andere Themen müssen wir jetzt gar nicht aufmachen. Ihr hattet ja bei Wirtschaft und Außenpolitik gesagt, das ist euch nicht so wichtig. Und jetzt hatten wir die ganze Zeit über Migration geredet. Deswegen würde ich die Debatte damit, glaube ich, auch schließen. Wir haben jetzt tatsächlich schon. Ich kann den Angebot machen. Also, wenn es dich glücklich macht, dann kann ich noch kurz meine Meinung zum Mindestlohn zum Besten geben. Und du sagst dann einfach mal, was du davon hältst und was du anders siehst. Und vielleicht kommen wir da überein, vielleicht auch nicht. Ja, sag. Alles klar. Also weil das scheint eine Herzensangelegenheit gewesen zu sein von Silla beim letzten Mal und du bist da, glaube ich, der Fachmann. Das Problem ist, ich nehme mal an, dass wir am Ende mehr oder weniger übereinkommen werden. Wir haben bezüglich des Mindestlohns aktuell ein sehr schönes Beispiel, das ist Kalifornien. Da ist für Fastfood-Angestellte der Mindestlohn von 16 auf 20 Euro erhöht worden. Das führte dann dazu, dass einige Restaurants eine Entlassungswelle ausgelöst haben. Andere Restaurants haben komplett geschlossen. Und das heißt dann wiederum, dass wir jetzt ein paar Leute haben, die verdienen 20 Dollar statt bisher 16 Dollar. Und andere, die verdienen dann jetzt halt keinen einzigen Dollar mehr statt 16 Dollar. Ja, um mal Zahlen zu liefern, ich habe ja auch ein paar Quellen, die ich so gar nicht werde durchgehen können, weil ich mich dazu sehr konzentrieren muss. Pizza hat alleine hat über 1000 Pizzalieferanten vor die Tür gesetzt. Ja, das macht man dann jetzt wohl durch ein externes Unternehmen. Da ist dann wiederum die Frage, greift der Mindestlohn? Aber erstmal hat Pizza Hut über 1000 Pizzalieferanten vor die Tür gesetzt. Die verdienen jetzt also alle erstmal gar nichts, statt halt 16 Dollar die Stunde. Ja? Einige Unternehmen, zum Beispiel Jack in the Box, die planen mit der Firma Miso Robotics zu koalieren. Da steckt schon im Namen, was die machen. Der Mensch wird da durch eine Maschine ausgetauscht. Getränke werden da zukünftig durch einen Automaten ins Getränkgefäß gefüllt und ich lasse es mir kurz im Hintergrund ablaufen, ohne Ton, sorry, die Deutschstrecke wollte ich nicht. Und selbst die Fritteuse, die wird dort bei zum Beispiel Jack in the Box zukünftig von einer Maschine betrieben. Was natürlich heißt, diese Jobs sind weg. Also die kommen auch nicht durch die Hintertür wieder. Jetzt hast du da möglicherweise Mechaniker oder sowas, der allerdings 8 Restaurants betreut, statt wie zuvor ein Fritteusenbediener pro Restaurant oder so. Ja. Die weitere Maßnahme war, dass jetzt einige planen oder es schon umgesetzt haben, die Arbeitszeit zu reduzieren, was dazu führt, dass du arbeitest weniger, was eine Sache ist, die ich an sich begrüße, aber verdienst halt das Gleiche. Ne? Also diese Gehaltserhöhung führt am Ende nicht dazu, dass du mehr Geld am Ende des Monats in der Tasche hast. Ja? Du arbeitest einfach nur weniger. Und je nachdem, was du willst, vielleicht ist es diesen Leuten durchaus wichtiger, mehr Geld zu verdienen, das ist dann nur begrenzt möglich. Ja? Weil einige sagen halt, okay, dann ist unsere Maßnahme statt 40-Stunden-Woche sind wir jetzt bei 32 oder sowas in der Art. Das Big Fish Meal bei Burger King, das kostet zukünftig nicht mehr 7,49 $, sondern jetzt 11,49 $. Wird also über 50% teurer. Bei Hard House, habe ich noch nie gehört von dem Laden, aber ist egal, auch irgendein Burgerladen, da werden einzelne Produkte um bis zu 25% teurer. Also
der Mindestlohn, der hat einen Einfluss auf den Preis der verkauften Produkte. Ich denke, das zweifelt doch keiner an. Man setzt Leute vor die Tür. Einige werden durch Roboter ersetzt. Die, die man nicht auf die Straße setzt, die laufen jetzt Gefahr, weniger zu arbeiten und dann von der Gehaltserhöhung nicht zu haben und zusätzlich noch einen möglicherweise anstrengenderen Job zu haben, weil jetzt müssen sich, keine Ahnung, 5 Angestellte um das kümmern, was zuvor von 6 Angestellten erledigt wurde. Ja? Und auch da, also bei dem konkreten Beispiel Kalifornien, können wir wieder sehen, wieso Eingriffe des Staates grundsätzlich abzulehnen oder zumindest kritisch gesehen werden müssen. Warum auch immer, es gibt von der Erhöhung des Mindestlohns eine Ausnahme, und zwar, wenn in dem Betrieb Brote hergestellt werden. Ja? Ein Beispiel dafür ist die Kette Panera Bread. Und der kalifornische Obermufti Gavin Newsom ist bestens befreundet mit dem Betreiber von Panera Bread. Und der Betreiber von Panera Bread ist gleichzeitig einer der spendabelsten Geldgeber für die Demokraten in dem Bundesstaat. Ja, und genau die verkaufen Brot. Genau für die gilt dann dieser Mindestlohn eben nicht. Es bleibt alles beim Alten. Ja. Und der Grund dafür ist halt offensichtlich, ja, man hat da für einen Freund eine Ausnahme ins Gesetz reingeschrieben. Dann geht es ja noch weiter. Einige sagen, das ist immer noch zu wenig. House Representative Barbara Lee zum Beispiel, der gehen diese 20 Dollar Mindestlohn noch nicht weit genug. Die fordert 50 US-Dollar. 50 Mindestlohn pro Stunde natürlich. Jetzt kann sich selber jeder selber überlegen, wenn eine 25-prozentige Erhöhung den Preis des Big Fish Meals über 50% teurer macht, was würde dann eine weitere Verzweieinhalbfachung des Mindestlohns bedeuten? Es ist einfach vollkommen absurd. Und sie fordert das übrigens nicht nur für Fastfood-Angestellte in Kalifornien, sondern als Federal Minimum Wage, also für alle und US-weit. Ja, das wäre übrigens ein Gehalt von etwa 90.000 96.000 US-Dollar waren es, glaube ich, für jeden Job. Für jeden Job. Mindestens, wenn du Vollzeit arbeitest, verdienst du mindestens 90.000 Euro im Jahr. Ja, die Leute kriegen einfach den Mund nicht voll genug. Pro, der davon betroffen ist und nicht entlassen wird, der verdient dann mehr. Muss allerdings auch, wenn er sich dann einen Burger holt, ein bisschen mehr dafür auf den Tisch legen. Aber er verdient erstmal mehr. Das ist ja an sich zu begrüßen. Ich habe mal ein Zitat aus dem Internet. Durch den Mindestlohn will die Bundesregierung verhindern, dass jemand trotz eines Vollzeitjobs nicht von seinem Einkommen leben kann. Bevor die Inflation hier so richtig reingemettelt hat, konnte ich in Berlin übrigens von 1.000 Euro im Monat all-inclusive sehr, sehr gut leben. Ja, da musste ich kann ich erstmal auf gar nichts verzichten. Das andere mit Kalifornien eingehen, weil das sonst die Situation in den USA und in Deutschland ist ja nochmal eine andere. Ich überlege gerade, ob ich das dann. Ja, es ist noch ein bisschen. Versuch mal dein Glück, bitte. Ja, du hast da gerade verschiedene Effekte beschrieben. Erstmal, dass die Produktivität steigt, also dass tatsächlich Arbeiter durch Maschinen ersetzt werden. Und das ist jetzt für den einzelnen Arbeiter natürlich schade, aber volkswirtschaftlich gesehen ist das ja ein guter Effekt, weil dadurch die Produktivität der Gesamtwirtschaft steigt. Also die Gesamtwirtschaft, die produziert damit mehr. Und jetzt ist die Frage, wie stark ist dieser Effekt? Und das kann man letztlich nur empirisch untersuchen und der Effekt existiert tatsächlich, aber er ist nicht sonderlich stark. Es gibt immer einzelne Bereiche, da hat sich bisher gelohnt, Leute zu extrem niedrigen Löhnen arbeiten zu lassen. Und dann die Erhöhung um ein paar Euro oder ein paar Dollar in dem Fall jetzt, die sorgt dann dafür, dass es sich doch lohnt, eine Maschine anzuschaffen. Also ja, die Fälle gibt es, aber es ist nicht der relevante Effekt. Der relevantere Effekt ist tatsächlich, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben, mehr ausgeben können und damit die Beschäftigung sogar steigen kann. Ein ähnliches Beispiel aus den USA, du hast weil jetzt gerade. Da muss ich einhaken, weil ich sehe auch das dann wieder kritisch. Du, im Großen und Ganzen mag das Vorteile geben. Die Frage ist für mich natürlich immer die, um wie viel erhöhen wir denn dann den Mindestlohn? Also wenn du mir jetzt vorschlägst, wir erhöhen den Mindestlohn in Deutschland um 14 Cent, sage ich dir, komm, Alter, mach, ist mir völlig egal. Ja? Wenn du jetzt vorschlägst, wir erhöhen ihn auf 30 Euro, sehe ich das äußerst kritisch. Und auch mit der dazugewonnenen Kaufkraft, wenn der Vermieter, der Pots in dem entsprechenden Ort erstmal mitbekommen hat, dass die Leute, die sich da immer im Pott einmieten, plötzlich 30% mehr verdienen, ja, dann wird auch er die Preise hören, denn er kann es sich ja leisten, die Preise zu hören. Also die Frage ist die, wie viel von dem Geld bleibt am Ende tatsächlich übrig? Ich behaupte, dass wenn man dein Gehalt um 20% erhöht, dann bleibt gesamtgesellschaftlich am Ende nicht eine Erhöhung von 20% übrig, sondern von 8 oder so.
Ja, ja, natürlich nicht. Sind da Effekte im Spiel, die schlagen erst Jahre später zu. Also so eine Inflation, die braucht ja auch ein bisschen, um anzulaufen. Da hast du vollkommen recht, aber gerade beim Vermieter, da würde der Staat jetzt einfach Wohngeld sparen wahrscheinlich. Weil gerade die niedrige Einkommen durch Wohngeld massiv subventioniert werden, was die Mieten auch nochmal nach oben treibt. Also ja, da würde eher die Menge an staatlichen Ausgaben sinken. Wie gesagt, ist jetzt die Grenze nicht. Was ist denn ganz kurz, wenn ich heute Mindestlohn verdiene in Deutschland und Vollzeit arbeite, bin ich dann noch berechtigt für Zuschüsse des Staates? Müsste ich, ja, für einige Zuschüsse auf jeden Fall. Also es gibt ja zig Sozialleistungen. Bei Wohngeld müsste ich mir jetzt die genauen Grenzen angucken. Aber wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht so auf diese detaillierte Ebene ziehen. Was diese Beschäftigungseffekte angeht, die du da angesprochen hast. Also du hast ja jetzt keine Zahlen für Gesamtkalifornien genannt, die Beschäftigung ist so weit gestiegen oder so weit gesunken, sondern du hast ja einzelne Beispiele von Entlassungswellen geschrieben. Es gibt eine Studie bei einem ganz ähnlichen Fall von David Card und Alan Krueger. Ich hatte es gerade noch mal rausgesucht, als du das erzählt hattest. Da hat man eine Mindestlohnerhöhung in New Jersey mit einem Nachbarstaat Pennsylvania verglichen, wo der Mindestlohn nicht erhöht wurde. Der Mindestlohn wurde in New Jersey von $4.25 auf $5.05 erhöht. Mhm. Aber das war vor 30 Jahren, damals war ein Dollar noch wesentlich mehr wert als heute. Card, deswegen, ne? Ja, deswegen kannst du das. Deswegen kannst du das ganz gut vergleichen. Das ist prozentual etwa die gleiche Erhöhung, wie das in Kalifornien jetzt. Und da ist die Beschäftigung sogar gestiegen. Die Gesamtbeschäftigung ist gestiegen und die Einkommen der Arbeiter in Fastfood-Restaurants ist gestiegen. Und er hat explizit Fastfood-Restaurants untersucht. Kannst du das so erklären, dass ich es verstehe? Warum? Warum? Welcher Effekt tritt da ein, dass die steigt? Also derjenige, der Mindestlohn verdient, der gründet nicht plötzlich Unternehmen und stellt Leute an. Nein, der gründet kein Unternehmen. Der hat mehr Geld in der Tasche, der gibt mehr Geld aus, der leistet sich beispielsweise einen Haarschnitt mehr und dadurch hat der Friseur, also okay, Friseur zahlt jetzt auch Mindestlohn, der hat auch höhere Kosten. Nehmen wir mal was anderes. Der kauft sich mehr Waren im Supermarkt und der industrielle Warenfabrikant, der produziert da mehr Waren, weil mehr nachgefragt wird. Also wenn du die Einkommen derer steigerst, die besonders arm sind, dann regt das den Konsum besonders stark an, weil die eine sehr hohe Konsumquote haben. Und dann führt das auch dazu, dass die Wirtschaft tendenziell wächst. Agenato, stimme ich dir zu. Bus, genau das wäre einer der Punkte, dass ich davon ausgehe, wer besonders arm ist, aber halt arbeitet, also Geld hat, aber nicht viel, ja, und sich entsprechend zum Beispiel günstig irgendwo einmietet. Ja, auch da wird irgendwann durchsickern, wir können jetzt hier ein bisschen mehr nehmen. Also sind wir uns einig, dass eine Erhöhung des Mindestlohns um 20% am Ende nicht heißt, dass du 20% mehr Reallohn in der Tasche hast? Natürlich nicht, einfach weil die Unternehmen auch diese 20% auf ihre Preise aufschlagen. Also es gibt Branchen, da sind die Gewinne tatsächlich so hoch, dass man das nicht 100% weitergegeben werden, aber in den meisten Branchen, vor allem da, wo harter Wettbewerb herrscht, vor allem da, wo es viele Unternehmen gibt, da werden die Mindestlohnerhöhung zu 100% auf die Preise aufgeschlagen. Aber die höheren Preise, die zahlen alle. Die zahlt der Banker, die zahlt der Politiker, die zahlt genauso wie der Mindestlohnempfänger. Das heißt, höhere Lohngruppen, die haben dann am Ende tatsächlich einen kleinen Verlust und niedrigere Lohngruppen, die nahe am Mindestlohn lagen, also deren Löhne werden dann ja auch mit nach oben geschoben, auch weil die Gewerkschaften dann bei den Tarifverträgen mitspielen. Nee, die Gewerkschaften gehen dann bei Tarifverträgen auch mit. Die wollen ja, dass die Arbeitgeber möglichst genauso weit über Mindestlohn bleiben wie bisher. Das heißt, die niedrigen Löhne, die etwas übermindestlohn. Mir geht es darum, dass wenn der Manager jetzt für seinen Burger 2 Euro oder 2 Dollar mehr zahlt, dann ist das dem Manager völlig egal. Ja, genau. Wenn der Mindestlohnempfänger jetzt für seinen Burger 2 Dollar mehr zahlt, dann ist das eine völlig andere Geschichte. Ja, aber er hat ja das höhere Einkommen durch den Mindestlohn. Das ist stärker als die Preiserhöhung. Denn die Preiserhöhung, die zahlen alle, aber die höheren Einkommen, die kommen nur bei den unteren Lohngruppen an. Und das muss man halt immer empirisch bewerten. Das kann man halt nicht pauschal sagen, Mindestlohnerhöhung ist immer gut oder sowas. Aber wie gesagt, diese Erhöhung auf $50, um darauf nochmal einzugehen, das würde zu einem massiven Inflationsschub führen. Also dann da würden sich die Preise in den USA, ich kann das jetzt nicht genau einschätzen, weil grotesk. Also ja, natürlich. Also wenn du das von heute auf morgen einführen würdest. Aber wenn du allerdings sagen würdest, in 20 heißt? Jahren, da soll der Mindestlohn bei $50 liegen, dann hätten die Unternehmen Zeit, sich darauf einzustellen und bis dahin hättest du eh eine gewisse Inflation. Das heißt, dann wäre das weniger wild. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie die konkrete Forderung aussah. Ja, warte mal, also das muss ja trotzdem zwangsläufig mit einer massiven Inflation einhergehen. Ja, natürlich, du hast jedes Jahr automatisch 2% Inflation. Das heißt, diese $50 sind in 20 Jahren oder sag in 30 Jahren, ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet, aber da sind so viel weniger wert als heute. Und bis dahin hätten die Unternehmen Zeit, sich darauf einzustellen. Wie ist das, abgesehen davon, dass man dort dann Ausnahme macht für Freunde, was ich immer kritisch sehe, wenn der Markt sich in irgendeiner Form einmischt? Wie siehst du denn die Zahlungsfähigkeit bei einem erhöhten Mindestlohn, zum Beispiel Starbucks verglichen mit Tante Ernies Traumcafé an der Straßenecke?
Ja, du hast grundsätzlich... Sind wir jetzt eigentlich, dass Starbucks eher in der Lage ist, einen erhöhten Mindestlohn ohne mit der Wimper zu zucken zu bezahlen? Oder Roboter. Sandte Ernies Traumcafé, aber eben nicht. Da sind wir, ja, natürlich sind wir uns da einig, große Unternehmen. Aber du kannst doch nicht sagen, wir setzen jetzt auf Lohndumping, um die Schrumpfung des Mittelstandes, die in unserem Wirtschaftssystem immer ein inhärenter Prozess ist, um die etwas abzubremsen. Also das ist ja keine vernünftige Taktik. Ich kann dir nicht folgen. Also sei nicht böse, das war mir zu viel gerade. Also wir setzen bewusst auf niedrige Löhne, damit kleine Unternehmen nicht heute zumachen, sondern erst 5 Jahre später. Denn große Unternehmen, wenn sie profitabler sind, machen ohnehin höhere Gewinne und werden das kleine Unternehmen, wenn es halt zu ineffizient ist, also einfach weil es zu klein ist. Wenn du großes Unternehmen hast, dann hast du Skaleneffekte und dann musst du über kurz oder lang vom Markt verschwinden. Weil in der Gastronomie, da funktioniert das relativ gut, dass wir da relativ viele kleine Läden haben. Das ist ein Bereich, wo Wettbewerb gut funktioniert. Aber ja, das Problem, das hast du immer. Und da jetzt zu sagen, ja, wir setzen auf Lohndumping, wir sorgen dafür, dass die Löhne überall extrem niedrig sind, ja, das macht das große Unternehmen besonders viel mehr an Gewinnen. Jetzt unterstützt du mir ein Extrem, was ich gar nicht haben will. Also ich bin gegen Lohndumping, wo wir übrigens dann wieder am Rande beim Thema Migration sind. Ne? Aber ich bin nicht dafür, dass Amazon über irgendwelche Subunternehmer dann Paketboten für einen Dumpinglohn anstellt. Ja, da bin ich nicht für. Ich wünschte, es wäre anders, ja. Zumal ich der Meinung bin, dass du als Paketbote, das ist übrigens genau die typische Klientel, in der Regel sprechen die wenig bis gar kein Deutsch, wenn die bei mir Pakete abgeben. Ja, also das sind Leute, die offensichtlich noch nicht so lange hier sind, sondern erstmal halt irgendeinen Scheißjob ausüben, irgendwas zu haben, was dann tatsächlich mir ein bisschen Respekt abnötigt. Ja, ich hätte keinen Bock drauf. Was mich so wundert ist, dass dieses Dumping stattfindet, obwohl das ein Beruf ist, bei dem du eine gewisse Qualifikation brauchst, nicht bei der Übergabe des Paketes. Also das kann jeder Idiot, aber du musst halt einen Führerschein haben und ein Auto fahren können. Ja? Von daher, ich bin dagegen, dass es möglich ist, dass Amazon über irgendwelche Subunternehmer die Leute, ich nutze mal jetzt einen Begriff, den ich eigentlich verabscheue, ausbeutet. Da bin ich nicht für. Also ich bin schon für eine faire Bezahlung. Ja, ich sehe es halt nur dann kritisch, wenn du dem Staat die Macht gibst, den Leuten das, was sie bezahlen müssen für Angestellten, aufzuoktroyieren. Was machst du mit Startups? Du hast jetzt ein Startup, keine Ahnung. Zalando weiß ich zum Beispiel aufgrund einer Bekannten, dass die saumäßig zahlen. Zumindest haben die vor 6, 7, 8 Jahren saumäßig gezahlt. Ja. Wie baust du ein Startup auf, wo der Stand heute der ist? Möglicherweise musst du dann da irgendwie ein paar Leute finden, die es machen, weil sie einfach auf die Idee Bock haben und dann fängst du dann mit einem Scheißgeld, was da nicht mehr geht. Wenn du sagst Mindestlohn $20, so wie in Kalifornien, dann geht das nicht mehr, dass du jetzt deinen eigenen Donutshop aufmachst und sagst, ey, Leute, glaubt mir, meine Idee ist geil, die Donuts schmecken besser als alle anderen, in 5 Jahren wird das hier was, aber aktuell kann ich euch nur 8 € zahlen. Ja? Ich finde es in so einem Moment dann fair zu sagen, die Leute, die da angestellt werden, in irgendeiner Form zu beteiligen. Ja? Weil wenn die Marktkapitalisierung zum Beispiel durch die Decke geht, aber die Leute immer noch mit dem Mindestlohn oder mit unter dem Mindestlohn abgespeist werden, dann ist das nicht fair. Also ich bin für Fairness, Agitator, da verstehe mich nicht falsch, ja. Aber ich bin dagegen, den Leuten die Möglichkeit zu nehmen, wenn sie denn sagen, ich würde es hier probieren. Ja, die Donuts, die hauen mich tatsächlich um. Ich glaube, du könntest Weltmarktführer in 5 Jahren sein. Ich würde es gerne probieren. Ja, dann kannst du sie doch zu Gesellschafter machen. Da musst du sie ja nicht als Angestellte dazu holen. Also wenn sie das unternehmerische Risiko mittragen wollen, dann sollen sie das tun. Überhaupt, wir reden hier von Leuten, die einen Donut über die Theke reichen. Die wissen nicht, was ein Gesellschafter ist. Aber die sind bereit, für dich zu arbeiten für einen Schleuderpreis. Aber das unterbindest du zwangsläufig durch den Mindestlohn. Selbst wenn sie es wollen, können sie es nicht mehr. Ich denke einfach, das ist ja, eine Zwickmühle. Wenn du langfristig profitabel bist, dann nimmst du am Anfang Kredit auf und zahlst den dann zurück. Solltest das unternehmerische Risiko nicht die Angestellten abwälzen. Wenn sie das mittragen wollen, dann werden sie Gesellschafter. Das geht doch. Aber der Anreiz ist doch dann, wenn wir jetzt nicht über Donuts reden, sondern irgendwas, sagen wir mal, Bleibendes, was hergestellt wird, einfach halt nicht in Deutschland deine Firma aufzumachen, sondern irgendwo, wo du das Problem nicht hast. Mit dem Mindestlohn. Also natürlich, du hast immer einen Anreiz, deine Firma da zu gründen, wo niedrigere Löhne sind. Aber da hast du dann häufig auch schlechtere staatliche Infrastruktur. Jedes Land muss die Löhne, also muss sich an seine eigenen Verhältnisse anpassen. Rumänien kann sich die Unter- und ich will jetzt, das wird ja, also das gibt ja Graustufen da, ne? Das ist ja nicht an oder aus. Es gibt ja Staaten mit einer Infrastruktur, die jetzt nicht unglaublich viel schlechter ist als in Deutschland, aber ohne einen Mindestlohn, würde ich behaupten. Wie skandinavische Staaten, weil es da Tarifverträge gibt, die hohe Löhne garantieren. Das wäre die Alternative zu einem Mindestlohn. Wir hatten früher keinen Mindestlohn, weil wir eine höhere Tarifbindung hatten. Damals sind die niedrigen Löhne immer mitgestiegen. Also was ist mit China einfach?
Ja, Bangladesch oder so. Also da kannst du das richtig ausbeuten. China hat die Löhne extrem stark angehoben, die letzten zwei Jahrzehnte. Ja, China mag sein, aber Bangladesch halt nicht. Ne? Bangladesch macht man, ich weiß nicht, immer noch Werbung in Flugzeugen. Von wegen bei uns sind Dings hier verboten, Unions. Und das Made in Germany? Verboten. Das Made in Germany ist halt nur etwas Bestimmtes wert. Also der Anreiz, die Verlockung, genau das zu machen, wird halt für Leute, die ein Unternehmen gründen, immer größer. Ne? Je höher die. Ja, natürlich, natürlich. Aber jedes Land muss sich an seine eigenen Verhältnisse anpassen. Und Deutschland lebt aktuell massiv unter seinen Verhältnissen. Wir haben Leistungsbilanzüberschuss so um den Dreh zwischen, der ist in den letzten Jahren immer zwischen 4% und 9% des Bruttoinlandsproduktes geschwankt. Also wir erhalten. Kein Mensch. Also wir verkaufen viel mehr. Das ist keine Kritik. Ich muss nur verstehen, was du da sagst. Wir verkaufen viel mehr Waren ans Ausland, als wir daher bekommen. Wir bekommen viel mehr Kapital. Leistungsbilanz, da ist nicht nur Außenhandel drin, da sind noch Kapitalerträge, die vom also Kapitaltransfers und alles mit drin. Also das ist ein bisschen mehr als nur der Exportüberschuss, aber der Leistungsbilanzüberschuss, der Exportüberschuss ist da der wichtigste Teil von. Das kannst du schon sagen. Und das heißt was? Wir sind extrem wettbewerbsfähig. Das heißt, dass Unternehmen immer mehr verdienen, die Reallöhne aber nicht steigen. Dann gerne Modelltarifverträge. Mir ist ein Handel, der auf Freiwilligkeit basiert, 1000-mal lieber als einer, der vom Staat aufoktroyiert wird. Zumal er Tür und Tor für Beschiss und Absprachen im Hintergrund öffnet. Definitiv. Es gibt übrigens noch eine andere Methode, wie der Staat indirekt dafür sorgen kann, dass die Löhne entsprechend steigen, Vollbeschäftigung. Der Staat muss immer für die notwendige gesamtwirtschaftliche Nachfrage sorgen, dass die Arbeitnehmer immer die gleiche Verhandlungsmacht wie die Arbeitgeber haben. Wenn du irgendwo gefeuert wirst und dir dann sofort einen neuen Job suchen kannst, dann kannst du auf Augenhöhe mit deinem Arbeitgeber verhandeln. Ja. Also das war früher Ziel in der Bundesrepublik. Das wäre der Idealfall. Das war in den 70er, Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er war das Realität in der Bundesrepublik. Deshalb war die Zeit wahrscheinlich so geil, ne? Ich höre da nur Gutes. Zum Thema Sozialstaat, also wenn ihr mit dem Thema grob fertig seid, finde ich noch den Aspekt interessant. Oder eigentlich bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass ein Punkt von euch nicht kam, den ich eigentlich erwartet hatte, denn ich hatte da einen schönen Konter drauf vorbereitet. Und zwar hatte ich erwartet, dass ihr ins Spiel bringen werdet, was unsere indigene deutsche Geburtenrate angeht, ist doch das Sozialsystem wichtig, damit man Kinder subventioniert werden so will, damit man die Leute dafür belohnt, Kinder zu bekommen. Und weil wir nicht so familienfreundlich sind, wie wir es sein könnten, gibt es zu wenige deutsche Kinder. Ist das ein Punkt, den ihr vertretet? Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Es gibt ja Staaten, die haben die Sozialleistungen für Kinder hochgesetzt. Was das für Effekte auf die Geburtenrate hat, das wird man in den kommenden Jahren sehen. Ich glaube, Polen hat die deutlich angehoben, Russland hat die jetzt angehoben. Das wird man in den nächsten Jahren sehen, wie die Effekte sind. Ich fand das hier sehr interessant und das war, was ich eigentlich dazu vorbereitet hatte, und zwar das Beispiel Israel. Ich wollte damit halt darauf hinaus, dass die Kultur, was die Leute im Kopf haben, deutlich wichtiger ist, als was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Sozialleistungsrahmenbedingungen sind. In Israel, so entnehme ich einem Spiegelartikel, von wann ist der Artikel hier? Der ist von, 2006. Ist schon was her, ich kenne auch die aktuellen Zahlen. Damals war es auf jeden Fall offenbar so, dass du mit zwei kleinen Kindern 60 Euro, 300 Schekel Kindergeld bekommen hast, was grob die Windelkosten gedeckt hat. Heute ist es wohl so, dass du 75 Euro bekommen hast dafür. Und gleichzeitig, also wir reden über Peanuts, ne? Das ist wenig. Und gleichzeitig haben wir den Fall, dass die orthodoxen Juden in Israel eine Geburtenrate von 4,0 haben und die ultraorthodoxen eine Geburtenrate von 7,1 Geburten pro Frau, was natürlich vollkommen krank ist. Ne? Und das beweist für mich halt, dass die Kultur, das, was die Leute im Kopf haben über ihre Wunschfamilie und was die Norm ist und so weiter, entscheidender ist als die ökonomischen Rahmenbedingungen. Ja, langfristig hast du da definitiv recht, aber Geldleistung, die kannst du sofort erhöhen. Also, aber kulturelle Veränderungen, die brauchen viele, viele Jahrzehnte. Sicherlich, sicherlich. Ja, ich bin auch nicht dagegen, dass man auch diese Stellschraube ordentlich schraubt. Also sicherlich. Und in allen osteuropäischen Ländern, wo die Wirtschaft nach der Schocktherapie enorm stark eingebrochen ist, ist auch die Geburtenrate deutlich gefallen. Also das ist ja schon was. Die hatten, also jetzt nicht alle, aber die Sowjetunion beispielsweise hatte eine Geburtenrate von zwei Kindern pro Frau, also
so dass die Bevölkerung weder groß gewachsen noch geschrumpft wäre. Und dann nach Einführung des Kapitalismus und der Schlucktherapie, der riesigen Deindustrialisierung, die dann passiert ist, ist die Geburtenrate auf nahe ein Kind pro Frau kollabiert, bis sie sich dann erst in den 2000er mit einer wirtschaftlichen Erholung wieder stabilisiert hat. Der Punkt ist, oder was mir dazu einfällt, ist, das ist ja nicht nur eine ökonomische Veränderung gewesen, sondern auch eine identitäre Veränderung, wenn man so will. Also der Kommunismus war ja gleichzeitig auch zentrale Identität und Dreh- und Angelpunkt der Kultur und so. Ne? Das heißt, das ging ja beides miteinander einher. Da war es halt, ja, wir müssen jetzt hier Kinder machen, auch für das große sozialistische Projekt und die sozialistische Weltrepublik und so. Ja, auch die Abtreibung waren in der Sowjetunion interessanterweise sehr viel höher als dann später in Russland. Also, aber trotzdem haben die Leute mehr Kinder bekommen. Ja, wesentlich höher. Interessant. Aber ich meine, auch das Durchsetzen der Verhütungsmittel, ich weiß nicht, wie verbreitet in der Sowjetunion die Verhütungsmittel waren, ob man das gewissermaßen unterbunden hat. Also kann sein, dass Abtreibung dann da als Verhütungsersatz benutzt wurde. Müsste man sich nochmal genau angucken. Aber fand ich sehr interessant, die Zahlen, als ich sie gesehen hatte. Mhm. Ja, sehr interessant. Und genau, vielleicht, also wie gesagt, ich bin gar nicht dagegen, über Wirtschaft zu reden. Es ging mir eher darum, dass in Bezug auf die Wagenknecht-Partei für mich halt der Knackpunkt die Migration ist. Wirtschaftlich mein Hauptpunkt oder was mir am wichtigsten ist in Bezug auf den Sozialstaat, ist nicht mal oder betrifft nicht mal die Ausmaße des Sozialstaats. Wir können diverse Sachen hochschrauben. Da habe ich nicht mal ein Problem mit. Bei manchen sollten wir das sogar definitiv machen. Zum Beispiel beim Kindergeld, auch wenn ich eine Option oder einen Weg besser fände, indem man das auch irgendwie ans Einkommen koppelt. Sprich, wir belohnen Leute mit einem höheren Einkommen sogar mehr dafür. Gibt es schon. Kinderfreibetrag. Das und wie gesagt, die Rente ist, wo ich ansetzen will. Ne? Die Rente ist mein Hauptpunkt. Ich würde die Rente halt koppeln an die Anzahl der Kinder. Aber das ist jetzt eigentlich Absatz zum Punkt. Mein Grundpunkt oder worauf ich hinaus will, ist, was mir am wichtigsten ist am Sozialstaat, ist, dass es keine dauerhafte Durchfütterung gibt. Dass irgendwo ein Cut-off kommt. Irgendwo gesagt wird, nein, das war's. Du bekommst nichts mehr. Das ist das nicht hattest du ja öfters mal schon gesagt. Exakt. Nicht den Zustand gibt, dass Leute über Jahrzehnte und Jahrzehnte Generationen von Kindern großziehen auf die Kosten der Allgemeinheit, die dann im evolutionären Sinne im Grunde versklavt ist von denen. Abseits davon können wir eine Menge Sachen machen. Beispielsweise, gerade um diese Maßnahme verträglich durchzusetzen, würde ich es begrüßen oder wäre ich dafür zu haben, wenn wir halt, das habe ich auch schon mal gesagt, hast du sogar schon mal im Video darauf reagiert, eine Jobgarantie machen. Also im Sinne von, wenn du dann nach diesem und diesem Zeitraum, den wir festgelegt haben, als der, in dem du überhaupt Anspruch hast auf Sozialleistungen, keinen Job hast, dann kriegst du ein Jobangebot vom Staat. Wenn du das dann ablehnst, bekommst du kein Geld mehr. Also überhaupt kein Geld mehr. Aber dieses Jobangebot besteht und da kriegst du halt keinen tollen Job, sondern Toilettenputzen für Mindestlohn oder irgendwas. Aber du kommst über die Runden. Das wäre mein Modell. Was mir gegen den Strich geht, ist halt, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr so unsignifikante Zahlen von Leuten haben, die effektiv den Großteil der Gesellschaft versklavt haben. Also die 5, 6 Kinder großziehen auf die Kosten der Allgemeinheit. Das will ich nicht. Also von den Zahlen, die wirklich komplett ignorieren, was das Arbeitsamt ihnen sagt, die wirklich jede Zusammenarbeit verweigern, das sind ungefähr 2000 Leute, sogar ein bisschen weniger. Also das ja, sind, gut, das, aber da wird man das zweifle ich massiv an. Alleine schon, weil wir hier Migranten im Land haben, die einfach der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Was für einen Job willst du ihnen anbieten? Die sagen, wenn sie was vorgelegt bekommen, bewirb dich mal da, nichts verstehe Deutsch. Was willst du dann sagen? Denkst du, also die Ukrainer lecken sich zum Beispiel, nehmen wir einfach mal all die Ukrainer, die ja zum überwältigenden Großteil hier von Sozialhilfe leben, anders als in Polen beispielsweise, ne? Wo es andere Bedingungen gibt, wo andere Drücke auf sie einwirken. Ja, viele denkst können du, auch einfach lecken Polnisch. Sich eigentlich alle also, 10 Finger danach? Schlomo, das hat einfach kulturelle Gründe. Polen war das, also die Ukrainer waren mit die wichtigsten Arbeitsmigranten, die nach Polen migriert sind. Also viele Ukrainer können auch einfach Polnisch und hatten da vorher vielleicht schon einen Job. Und in Deutschland, da müssen jetzt erstmal die Sprache lernen. Also das ist beispielsweise eine Menge Jobs, die du, warte, wie gesagt, der Paketbote, der kann auch. Die Beschäftigungsquote auch in Holland ist erheblich höher unter Ukrainern als bei uns. Es liegt vor allem daran, dass sie hier bedingungslos Hartz IV bekommen. Oder Bürgergeld, ohne dass irgendwelche Fragen gestellt werden. Du kommst aus der Ukraine, alles klar, Bürgergeld, keine weiteren Fragen. Und wenn das also, ein Faktor ist, dann haben wir halt nicht 2000, sondern ein paar Millionen oder auf jeden Fall Hunderttausende, die das betrifft. Ja, wir haben ungefähr 800.000 offene Stellen in Deutschland, sogar ein bisschen weniger. Und wir haben mehr als 2,5 Millionen offizielle Arbeitslose, es sind in Wahrheit noch viel mehr. Die Zahlen werden ja an allen Ecken und Enden schön gerechnet. Das heißt, wenn man das vergleicht, dann sieht man doch schon, dass da
dass da was nicht zusammenpasst. Wir haben viel weniger offene Stellen als Arbeitslose. Das heißt, bevor man jetzt zu den Arbeitslosen sagt, ihr seid einfach alle zu faul, sollte man erstmal eine Politik machen, dass wirklich genug Arbeitsplätze da sind. Wenn es dann immer noch 2 Millionen Leute gibt, die dann sagen, okay, ich will trotzdem nicht arbeiten, obwohl ich 3 Jobangebote habe, ja, okay, dann können wir die Debatte führen. Aber dafür muss man erstmal eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen, Verstehe ich so ganz. Also wir haben jetzt 800.000 offene Stellen, aber kurz gesagt, ein paar Millionen Arbeitslose, 2 Millionen Arbeitslose oder so. Kurz gesagt, Kaspar, warum übernehmen die Jobs nicht? Weil sie in anderen Regionen leben teilweise, weil sie die Qualifikation nicht haben, weil sie, wir hatten es eben, die Sprache beispielsweise nicht sprechen. Und Anfang der 70er, die Zahlen lassen sich ja über sehr lange Zeiträume vergleichen, das ist ja das Tolle an dieser Zahlenreihe, da hatten wir 1 Million offene Stellen und 100.000 Arbeitslose. Also das ist eine Situation, in der wirklich Vollbeschäftigung herrscht. Das ist, was man anstreben sollte. Und wenn wir dann, keine Ahnung, 3 Millionen offene Stellen und 1 Million Arbeitslose haben, dann würde ich auch sagen, okay, kritisch. Dann sollten wir vielleicht mal darüber reden, dass, also das, was Schlomo vorgeschlagen hat, also Jobgarantie Jobgarantie ist generell eine gute Idee. Warum willst du da jetzt nicht drüber reden? Also warum nicht jetzt sagen Jobgarantie? Also du machst bitte gerne. Wenn du zweimal die Woche Müll im Park sammelst. Okay, alles klar. Also Jobgarantie und das war's. Ne? Jobgarantie und Zeitraum X und danach war's das. Danach kriegst du nichts mehr. Also jede Wette über 90% würden das dann annehmen. Oder weit über 90%. Ja klar, weil sonst ist die Fresse auf die Städten. Aber ich nehme an, von den Prozent würden ein paar dann auswandern, weil sie sagen, hey, so war das nicht geplant, ja? Ich würde sogar annehmen, Hunderttausende aufwachsen, beobachten und nicht arbeiten gehen. Ich würde sogar annehmen, Hunderttausende würden auswandern. Aber der Vorschlag von Schlomo würde das Leben der meisten Arbeitslosen deutlich verbessern. Da wäre ich sofort dahinter, ja. Ich würde jetzt aber gerne nochmal Schlomo eine Frage stellen, wenn ich darf. Mhm. Ist jetzt nichts Schlimmes. Nur Interesse halber quasi. Also du hattest mal mit dem Schattenmacher, glaube ich, auf Betreutes Kacken war das. Wer war denn das? War das Marc Saline? Da ging es auf jeden Fall um Jobwahl, glaube ich. Also es ging darum, dass die Frauen halt auch eher lieber Karriere machen, ne, als zum Beispiel, weiß ich nicht, Familie zu gründen oder sowas. Und da sagtet ihr auch sowas wie, warum sollte ich in einer einer Firma arbeiten oder einer Organisation arbeiten, die ich verachte oder die mich auch verachtet? Weißt du, kannst du dich daran erinnern? Warte mal, ich hab das Video hier. Könnt ihr das abspielen? Ich weiß nicht. Können wir sicherlich, wenn du einen Timestamp hast. Das ist nur ein kurzes Video. Ich müsste das mal kurz raussuchen. Klar. Das würde mich einfach mal interessieren. Also, weil du sagst ja auf der einen Seite, das gebe ich dir auch recht, also über Jahrzehnte, das ist halt schon eine Sache, ne, wenn Leute da über eine Jahrzehnte oder Familien zu Hause bleiben und nicht arbeiten, gut, kann man natürlich, das sollte so nicht sein. Auf der anderen Seite hast du aber auch dieses Problem, ne, dieser Karrieregeilheit, in Anführungszeichen, ne? Weißt du, worauf ich hinaus will ungefähr? Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, deswegen sorry für das. Silla, ist nicht so schlimm, stell doch einfach eine Frage. Ich würde jetzt einfach mal so, hier habe ich's. Da haben wir es. Moment. Ja, doch, geht. Pass auf, kommt sofort. Ihr könnt es einfach mal abspielen und dann kannst du mir einfach, ich glaube, dann weißt du, worauf ich hinaus möchte. Ist jetzt schwierig. Also einfach nur die Frage, hier in die Gruppe kommt sofort. Kommt sofort, es lädt gerade hoch. Es ist nur 21 Megabyte. Geht sofort los. Wird gerade hochgeladen. Okay. Sofort da. So, gleich da. Dann versteht ihr wahrscheinlich auch, worauf ich hinaus will. Da ist es. Okay, kannst du das für uns alle? Ja. Früher habe ich immer gesagt, dass ich keine Kinder will, dass ich Karriere machen will, weil es ja wohl nicht sein kann, dass Frauen immer seit Anbeginn der Zeit... Es sind jetzt 1:33, ich würde das einfach mal genau so abspielen. Ja? Muss man das sehen, Silla, oder reicht es, es zu hören? Nein, das reicht zu hören. Alles klar. Also geben wir uns jetzt die vollen 1:33 und dann könnt ihr nochmal quatschen. Früher habe ich immer gesagt, dass ich keine Kinder will, dass ich Karriere machen will, weil es ja wohl nicht sein kann, dass Frauen immer... seit Anbeginn der Zeit zu Hause sitzen und ihre Kinder, weiß ich nicht, was auch immer, und das Haus. Und dann ist auch die Frage, was heißt denn dann für die meisten Leute Karriere? Das heißt, du bist eingesperrt in irgendeinem Scheißbüro, machst irgendeinen 0815-Job, der einen Scheißdreck bedeutet, sollst daraus deine Identität beziehen, dass du ein besserer, moderner Sklave bist? Das heißt, wie viele Leute machen wirklich eine Karriere im Sinne einer Karriere? Irgendwas, worauf man wirklich stolz sein kann, ein Bruchteil der Leute. Und selbst dann, also jetzt nehmen wir mal an, ich würde an der Universität Karriere machen, dann mache ich an einer Institution Karriere, die in großen Teilen einfach Dinge vertritt, die ich jeden Tag verteufle und ablehne. Also man macht sich ein bisschen zum Kack von der Institution, die einen letztlich hasst und die man selber hasst. Also nicht jeden einzelnen Aspekt davon, sicher, das ist nie der Fall, aber schon elementare Aspekte. Also wie gesagt, Karriere machen in der Bundesrepublik Deutschland bedeutet fast immer, sich mit Leuten und Ansichten gemein machen,
die ich ablehnen würde. Und selbst nehmen wir diesen Faktor raus. Wirklich Karriere im Sinn von, ich widme mich dieser Sache und werde wirklich eine Top-Person, erschaffe mir ein Monument, wenn man so will. Das ist etwas für einen Bruchteil, auch nur der Männer. Ne? Die meisten Männer wollen Freizeit, wollen noch klarkommen auf ihr Leben, wollen Familie und so weiter und so fort, wollen auch nicht, keine Ahnung, vergessen, wie die Kinder aussehen und so. Das ist halt, im Endeffekt, der Feminismus macht den Trick, dass er den Frauen ein hypermaskulines Weltbild verkauft, ein so maskulines Weltbild, dass Leute wie wir nicht einmal diesem unterworfen sind. Ne? Dass nicht mal Leute wie wir uns sagen, oh, wir müssen der größte Gehirnchirurg aus Deutschland werden, sonst ist unser Leben nichts wert. Ne? Das ist im Endeffekt für Getriebene, ne? Für irgendwelche Leute auf Koks, die einfach nur aufblühen können, wenn sie 100% der Zeit irgendwie, keine Ahnung, alles geben für irgendwie ihre eine Aufgabe da. Ne? Das ist ein kleiner Bruchteil der Männer. Fertig. Genau. Und da wollte ich einfach mal sagen, wie würdest du sagen, kann man die, du hast es ja gerade selber gesagt, ne, dass selbst Männer, sage ich mal, nicht unbedingt nur auf Karriere abzielen, sondern auch, wie du es selber gesagt, Freizeit haben wollen. Ja, das ist halt, aber wie würdest du sagen, wie will man dann die Balance schaffen? Weil entweder, es ist ja meistens entweder oder, heutzutage nur noch, ne? Entweder Familie oder Karriere. Es gibt natürlich auch Leute, die es hinbekommen. Wie ist deine Meinung? Weil ich würde dir in dem Punkt ja zustimmen, eigentlich, so wie du das hier gesagt hast, oder ihr es so gesagt habt. Auch genau dieses Ding, ne? Warum soll ich für eine Firma arbeiten, ja, die ich eigentlich verachte auch, einfach, ne, vielleicht warum auch immer, ich weiß nicht, woke sind oder sonst auch immer, da gehe ich ja mit, gendern muss da, weiß ich nicht, ist da Pflicht oder so, würde ich ja komplett mitgehen. Aber einfach mal eine Frage, wie siehst du das, wie kann man da die Balance finden und ja, wie würdest du das Problem lösen? Weil auf der einen Seite, klar, es ist total beschissen, wie das aktuell ist, dass Leute einfach über Jahrzehnte vom Staat leben. Auf der anderen Seite, aber man muss ja irgendwie die Balance finden, vielleicht auch, ne, auch dann für die Familie irgendwie Zeit zu haben, aber gleichzeitig auch Geld zu bekommen. Und ja, da sehe ich halt das Problem in der Politik und würde halt auch sagen, dass die AfD da auch nicht wirklich aus meiner Sicht eine Lösung anzubieten hätte. Naja, es ist erstmal existenziell notwendig für die Gesellschaft, dass die einzelnen Familien, egal wie viele Leute da jetzt Geld verdienen, ich habe ja quasi dagegen argumentiert, dass das für Frauen unbedingt eine gute Sache wäre, wenn die jetzt auch anfangen, einen Vollzeitjob alle zu machen und so, ne, was ja großflächig passiert ist. Egal wer da die Brötchen verdient, ist es wichtig, dass die Familie in der Lage ist, sich selber aufrechtzuerhalten, ohne fremde Hilfe, ne, im Gros. Wenn das nicht mehr auf einen Großteil der deutschen Familien zutrifft, dann haben wir ein Problem. Dann wird das gesamte System auf die Dauer kollabieren, denn wir erschaffen einfach abhängige Populationen. Populationen, die ohne das System gar nicht leben können. Ne? Und wenn das irgendwann mehr werden als die Leute, die das System aufrechterhalten, oder wahrscheinlich müssen es gar nicht mehr sein, wenn das nur genug werden, dann wird das System an sich kollabieren. Aber ja, also der Mann, ich meine, wir beide machen das ja schon gar nicht schlecht, ne? Also Kaspar und ich, wir haben ja jetzt keine Karriere im Sinne von, wir sind Gehirnchirurgen oder Hedgefondsmanager oder irgendwas, aber Work-Life-Balance-mäßig läuft das bei uns ja ganz okay und wir machen Sachen, die uns gefallen, die uns Spaß machen und so. Ne? Wobei ihr aber auch selbstständig seid. Also Kaspar arbeitet nämlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ja, aber jetzt, wie macht das jemand Normales so, sag ich mal, der wirklich ne, lohnabhängig ist. Also wenn ich ganz kurz darf, um mal kurz eine Idee einstreuen darf, um nochmal einen Zug auf den Mindestlohn zu kommen, es ist nicht so vorgesehen, dass du mit 40 in einem Job festhängst, der nur den Mindestlohn auszahlt. Also wenn das die Misere ist, in der du steckst, dann hast du auf deinem Lebensweg irgendwann eine falsche Abbiegung genommen. Ja, dann müsstest du ja demzufolge auch alle Rentner kritisieren, die vielleicht ihr Leben lang nur im Mindestlohn gearbeitet haben. Aber da sagt man ja eigentlich von rechter Seite, ja, die haben ihr ganzes Leben lang geackert, die sollen jetzt auch eine vernünftige Rente bekommen. Egal, ja, was für ein Mindestlohn, haben hart gearbeitet. Also, sei mir nicht böse, wenn du dein Leben lang niederste Tätigkeiten ausgeübt hast, dann kann man dir keine Rente von 2.500 Euro brutto zahlen. Aber das geht einfach nicht. Okay, also selbst wenn du dich kaputt gebuckelt hast, selbst wenn, also das wird ja auch zum Beispiel gar nicht angerechnet, ne, dass der körperliche und von mir aus auch seelische Verschleiß, der wird ja zum Beispiel gar nicht angerechnet. Wo bist du jetzt? Du bist jetzt beim Beruf Handwerker zum Beispiel oder was? Also ich als Beispiel, meine, ja. Handwerker werden schon lange nicht mehr vom Mindestlohn bezahlt. Ich glaube, wenn ich mir einen Elektriker kommen lasse, dann kostet er aber mindestens 69 Euro die Stunde. Das heißt, er verdient wahrscheinlich so in etwa 30 Euro die Stunde, vielleicht 25 oder sowas in der Art. Ja? Na, da wären wir jetzt halt beim Thema, weil wie ein Beruf mehr wäre, ob ein Beruf mehr wert oder mehr, weil die Qualifikation höher ist. Aber guck mal, wenn du jetzt in irgendeinem Bullshit-Job festhängst, sollst du mehr verdienen, auch wenn du den ganzen Tag mal am Schreibtisch sitzt und Scheiße baust. Wenn du im Alter von 40 immer noch festhängst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Dann tut es mir sehr leid. Ja, aber ich bin nicht bereit, warum soll dann ein Manager 100.000 von Menschen das Fressen zu bezahlen,
weil die es nicht auf die Reihe bekommen haben, im Verlauf von 30 Jahren sich irgendwas anzueignen, was sie können, was einen Mehrwert bietet für einen Arbeitgeber. Ja, aber ein Mehrwert bietet ja auch nicht ein Manager, der da einfach da ist, irgendwie unter Verträge unterzeichnet und den ganzen Tag rumpimmelt dann. Und mit einem 10.000 davon. Ein Manager zum Beispiel oder sonst irgendwas, der den ganzen Tag irgendwelche Verträge unterzeichnet und am Laptop rumpimmelt, so den ganzen Tag. Naja, ein Manager erfüllt in einem Unternehmen irgendeinen Zweck. Wenn er das nicht tun würde, dann würde man ihn nicht bezahlen. Also davon ja, ausgehen, in der dass, Hierarchie. Ich meine, wo das wirklich drauf zutrifft, das sind hohe Beamte, ne? Das sind die Aristokraten in den Medien, im Entertainment-Business und so, ne? Die erfüllen wirklich auf jeden Fall für die Gesellschaft keinen Zweck und kriegen trotzdem sehr viel Geld. Aber es gibt ja trotzdem auch sehr viele Bullshit-Jobs, nennt man das heutzutage, wo auch irgendwelche Leute einfach nur am Laptop rumpimmeln und, keine Ahnung, irgendeinen dämlichen Scheiß machen. Da hat ein Wohlstand für alle hier, euer Holger, nee, Wolfgang, ihr verwechselt das ja immer irgendwie, oder aus Spaß. Holger Kreimer, ja. Ja. Auch als Holger. Wolfgang bekannt. Genau. Ja, auf jeden Fall haben die das ja auch mal gut erklärt, also irgendwelche dämlichen Jobs und verdienen halt da trotzdem mehr als jetzt, weiß ich nicht. Naja, bloß dann bieten sie irgendeinen Mehrwert, also wer bezahlt denn diese Leute? Oder die Firma? Wenn du der Eigentümer eines Ladens wärst, du übernimmst jetzt irgendein Geschäft, ja, und du stellst fest, da sitzt ein Typ rum, der verdient 180.000 Euro im Jahr, ja, du wirst, wenn du dich auf die Suche begibst, dann wirst du feststellen, mehr oder weniger ist er das Geld wert, weil wenn nicht, dann wäre er weg. Dann hätte der Geschäftsführer zuvor schon gesagt, die 180.000 Euro, ihr spuckt ja damit jetzt den ganzen Leuten, die euch jetzt die Honigwaben und so zugucken, ins Gesicht und sagt, ja, Pech gehabt, wenn du halt hier scheiße einen Scheißjob hast, dann hast du halt Pech gehabt, sozusagen. Also das würde ja auch auf die ganzen AfD-Wähler zutreffen, oder nicht? Ihr spuckt ja, was heißt ja Pech quasi gehabt? Ins Gesicht und sagt, Pech gehabt, wenn ihr halt keine höhere Qualifikation habt, dann seid ihr halt am Arsch. Ja, aber die kann man ja bekommen. Meine Botschaft wäre die, wenn du hier zuhörst und du bist 30 Jahre alt und bist immer noch Burgerbrater, dann bitte, mach irgendwas. Gucke, was sind die Anforderungen, um McDonald's mal selber zu leiten oder so, und arbeite darauf hin, dass du das mal tust. Und auf die Vorlage hin muss ich leider mal wieder kurz einen rauskloppen. Im momentanen System, unter den Woken, wäre mein Grundsatz eigentlich, wenn das mich betreffen würde, scheiß drauf. Harzen oder Bürgergelden, Geburtenjihad. Das würde ich dann machen. Die Möglichkeit hast du ja. Kaspar, da hätte ich jetzt mal eine Frage für dich. Ich würde jetzt konkret von dieser, wohl doch, es ist doch genau zu diesem Thema, leisten die Manager heute im Vergleich zu den Angestellten so viel mehr als beispielsweise im Jahr 1950? Ich meine, früher war es ja noch so, dass ein... Sicherlich nicht. Ja, aber die Gehaltsspanne ist enorm auseinandergegangen. Früher, ich weiß es jetzt für die USA, da hat ein Manager in den 50er Jahren das 30-fache von einem einfachen Arbeiter verdient. Heute verdient er das 300-fache. Also wie kann das sein, wenn das, du hast ja gerade sehr mit Gerechtigkeit argumentiert, aber war das aus den 50ern jetzt gerechtfertigt oder ist das, was wir heute haben, gerechtfertigt? Ja, also ich bin schon für faire Löhne und so weiter. Ich bin aber vor allem für Freiwilligkeit auf allen möglichen Ebenen. Und wenn es jemanden gibt, der sagt, dem zahle ich 150.000 Euro im Jahr, ja, oder dem zahle ich 6,8 Millionen im Jahr, ja, dann will ich ihm die Möglichkeit einräumen, das zu tun. Ich denke mir, er wird sich dabei irgendwas denken. Ja, aber das hängt schon mit staatlichen Eingriffen zusammen. Also in den 50er Jahren, da hatten wir konfiskatorisch hohe Steuersätze in diesen Gehaltsklassen. Da hatten wir wirklich 90% Spitzensteuersatz in zahlreichen Industrieländern, auch in Deutschland. Und dementsprechend haben die Unternehmen gesagt, okay, wenn der Staat da 90% einkassiert, plus Sozialbeiträge noch, und dann zahlen wir den Managern halt ein bisschen weniger, die können ja trotzdem ganz gut leben. Und das hat funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass die Manager... Auch wenn ich hier so ein bisschen aus meiner Expertise raus bin, aber ich würde raten, dass es damals nicht in der Form wie heute die Möglichkeit gab, mir nichts, dir nichts, nach China zu gehen, nach Bangladesch zu gehen oder so. Schlomo, das passiert empirisch nicht. Also 90% sowohl der Milliardäre als auch der Top-Manager sind in ihrem Herkunftsland. Sprache und Kultur, selbst diese eigentlich, wo man eigentlich meinen müsste, denen ist ihr Heimatland egal, selbst diese hängen extrem stark an ihrem Heimatland. Warum? Kann man einfach empirisch beobachten. Ja, weil sie da geboren wurden, weil sie die Sprache am besten können, weil sie, also wenn Deutscher beispielsweise in den USA Topmanager gibt, dann ist das immer total groß in den Wirtschaftsmedien, da ist ein Deutscher Topmanager geworden. Und der andere Deutsche, der in den USA in so einer Position war, der ist da schon wieder abgegangen. Also du hast wirklich extrem, also du hast nicht diese internationale Elite, die in jedem Land arbeiten kann, sondern du hast da wirklich sehr national gebundene Eliten. Diese 90% Steuersatz, waren die progressiv?
das Spitzensteuersatz. Das heißt, alles, was überhalb, also ich weiß jetzt, die Freibetragsgrenzen waren damals nicht exakt, die Währungen waren damals ja auch noch anders wert als heute. Hoch, ne? Natürlich also waren die sehr viel höher als heute. Ich glaube, in Deutschland, lass mich lügen, wesentlich mehr als das Zehnfache des Durchschnittsgehalts, wo Spitzensteuersatz angehoben. Und das sollte man natürlich so machen, wenn man so hohe Steuersätze hat, selbstverständlich. Das ist aber auch schon hart, ne? Also, wir reden jetzt wirklich über 9/10 des Einkommens, nehmen ja, aber, wir staatlich erst, weg erst und verteilen ab, wir erst ab, ne? Also die ersten 120.000 Euro steuerst du nur mit, weiß ich nicht, 40% und alles, was darüber hinausgeht, hat nur 90%. Ja, ja, klar. Nee, nicht mal 120.000. Also wenn du dir Durchschnittseinkommen anguckst, da kannst du ab 1 Million sagen wahrscheinlich. Ja, ab da zahlst du 90%. Also, wie gesagt, das geht mir hier in Richtung Umverteilung, für die ich überhaupt nicht zu haben bin. Aber jetzt rein vom Gefühl her, halte ich es auch für fragwürdig, muss der Manager das 300-fache des einfachen Angestellten verdienen? Ja, vermutlich muss er das nicht. Aber qualifiziert äußern kann ich mich dazu nicht. Ja, ich kann dir nur sagen, dass das, was du am Ende mit dem Geld machen willst, also das, was du diesem Mann aus seiner Tasche rausraubst, lieber Agitator, das willst du was umverteilen. An Leute, ich will, dass die noch viel weniger gearbeitet haben. Nee, das kann ich dir begründen. Ich höre dann die Freibeträge ganz unten und senke die Steuern für die, die weniger haben. Oder ich senke andere Steuern wie die Mehrwertsteuer. Also ich bin ja nicht dafür, dass der Staatsanwaltspauschal erhöht wird. Du willst nicht sagen, wir das Bürgergeld erhöhen? Nee. Also die Renten könnte man erhöhen beispielsweise. Das wäre eine Sozialleistung, die man deutlich hochsetzen sollte. Ja, wobei natürlich. Also wahrscheinlich könnten wir da einen auf Querfront Kennex machen und uns darauf einigen, wenn du das Bürgergeld ein Stückchen senkst, dann kannst du die Steuern meinetwegen am oberen Ende ein Stückchen erhöhen. Ja, aber das Geld nicht ausgeben für feministische Literatur in Ghana oder so ein Scheiß. Ja, und auch nicht halt dafür, dass die nächste 7-köpfige arabische Familie hier durchgefüttert wird. Ne? Das ist das Hauptproblem, dass dafür halt substanzielle Geldmittel hier draufgehen. Ne? Und das. Ja, wie gesagt, evolutionär gesehen, wenn wir dasselbe im Tierreich beobachten würden, dann würden wir von so einer Art Königin-sterile-Arbeiter-Prinzip ausgehen. Ne? Die Kartoffeln, die hier arbeiten gehen und den Bärenanteil von den Steuern zahlen, die Sozialabgaben, das wären dann die sterilen Arbeiterbienen. Und die Bienenkönigin, das wären die Migranten, die zu Hause sitzen und 8 Kinder machen. Ja, ich halte von diesen biologischen Vergleichen wenig. Wie gesagt, ich gehe ja davon aus, dass selbst die Migranten, dass auch die arbeiten würden, wenn es hier genug Arbeitsplätze gäbe. Aber das würden wir sehen. Dafür müsste erst jemand so eine Wirtschaftspolitik machen. Arbeiten, wenn sie als Einstiegsjob der CEO sind. Also da haben wir jetzt schon ein paar Clips, an die ich mich erinnern kann, die wir sehen konnten. Die machen dann irgendwie ein Praktikum bei einem holzverarbeitenden Betrieb und kündigen am ersten Tag, weil sie irgendwie Holzscheiter von A nach B tragen mussten. Ja, und die dachten, sie wären hier quasi direkt angestellt als der Leiter der Fabrik oder so. Aber so funktioniert das nicht. Ja, ich habe angefangen damals mit einer Ausbildung bei Saturn und habe verdient 400 Euro im Monat. Damit kannst du gar nichts machen. Absolut gar nichts. Ja? Lehrer sind keine Herrenjahre. Ich bin der Meinung, der ideale Lebenslauf sieht ungefähr wie folgt aus. Du kannst meinetwegen studieren oder nicht studieren. Du machst, wenn du fertig bist, mit Schule erstmal eine Ausbildung, kann auch ein Studium sein und fängst dann halt irgendwie an. Und da muss man halt gucken, wo stehst du 5 Jahre später. Also das heißt, im Idealfall könntest du im Alter von 30 schon ein gutes Leben führen. Ja, mit 40 solltest du ein exzellentes Leben führen können. Und das gilt dann natürlich auch für deine Kinder. Die kannst du dreimal durchfüttern ohne Probleme. Ja, das wäre der Idealfall. Ja, definitiv. Und da sollte die Politik die Rahmenbedingungen schaffen. Meinst du, wie viele AfD-Wähler haben dieses Leben? Das Leben, was sie eine Ausbildung gemacht haben und heute dann einen Lehrberuf ergriffen haben und ausüben, ich denke, der Anteil generell ist gutes Leben führen, sag ich mal. So von ihrer Arbeit, das ist ja nur eine Frage. Ich vermute, über 50% können das auf jeden Fall. Okay. Ob es jetzt 95 oder 86 sind, weiß ich nicht. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, mehr als die Hälfte der AfD-Wähler, die können von dem Geld, was sie verdienen, arbeiten. Aber das gilt auch für alle anderen Wähler. Das gilt auch für die Wähler der Linke. Ja. Naja, weil ich kann jetzt nur von anekdotischer Evidenz ausgehen. Ne? Wenn was ich so höre, also wie gesagt, das ist jetzt nur. Kann man jetzt nicht messen, ne? Aber ist jetzt, was ich so höre, dass viele Leute, die AfD wählen, halt sehr unzufrieden in ihrem Job sind und halt scheiße verdienen und obwohl sie viel arbeiten und jetzt auch nicht unbedingt die gitterste Arbeit machen, sondern schon, du musst schon ein bisschen was können. Sie sehen ja und sich darüber aber auch sagen, ja, ist scheiße hier alles und mit der AfD wird es besser.
So, also, ne, das ist das jetzt, was ich einfach nur wiedergeben kann, was mir gesagt wird. Ich glaube, die merken aktuell vor allem, dass sie sich von dem Geld, was sie in der Tasche haben, immer weniger leisten können, aber dann auf dem Weg zur Arbeit, oder auf dem Weg zurück, auf dem Weg zur Arbeit sind die doch nicht wach, aber auf dem Weg zurück, wenn sie dann durch den Park müssen, dann sehen sie da irgendwelche Großfamilien, die halt ein Eis verspeisen. Und sie wissen, für dieses Eis habe ich gezahlt. Mein Wecker hat heute um 6 Uhr klingelt, damit die hier sitzen können und ein Eis fressen können. Ich glaube, das sieht der AfD-Wähler. Aber er hat ja trotzdem nicht mehr Geld dadurch. Ja, doch, also wenn die Sozialleistungen nicht mehr verwendet werden müssen, um diese Leute dauerhaft zu alimentieren, klar, das wird eine Delle reinmachen, da müssen wir weniger Sozialleistungen. Und selbst wenn er einen angenehmeren Nachhauseweg, also das alleine ist es ja schon wert. Na, ihr beide bringt diesen Punkt immer wieder, aber da sind wir ja grundsätzlich einer Meinung, der Staat, Sozialstaat sollte keine dauerhafte Einrichtung sein, sondern er sollte halt bedarfsgerecht dann da sein, wenn du ihn brauchst. Also wenn du arbeitslos geworden bist, dafür gibt es ja eigentlich die Arbeitslosenversicherung 1. Das ist ja eigentlich die Einrichtung, da solltest du reingehen und dann solltest du innerhalb von spätestens 2 Jahren, also bei älteren Arbeitnehmern sind es 2 Jahre, bei jüngeren sind es 1 Jahr, da könnte man auch drüber diskutieren, inwieweit man das verlängern sollte, dann solltest du in der Zeit einen neuen Job finden. Dafür, dass du dann aber auch in die Arbeitslosenversicherung vorher eingezahlt hast, beispielsweise. Dafür sollte der Sozialstaat da sein. Was ich rügen möchte, ist, dass bei jeder linken Partei, und ich bin mir sehr sicher, ohne nachgeguckt zu haben, auch bei der BSW, auch bei der neuen Wagenknecht-Partei, etwas wie der Cut-Off, also von mir aus Jobgarantie, sicherlich, aber ein Cut-Off, ein nicht dauerhaftes Durchfüttern, unsagbar ist. Ich bin mir sehr sicher, in deren Programm wird nichts von einem Ende an irgendeinem Zeitpunkt der Alimentierung stehen, oder? Ja, wie gesagt, Vollbeschäftigung. Dann haben die Leute alle einen Job und dann hast du das Problem nicht. Also du hattest das Problem in Deutschland auch früher nicht. Doch, dann hatte man Anfang der 70er. Da hatten wir ja 100.000 Arbeitslose. Nur. Ja, da waren wir nur Deutsche. Ich befürchte, die Zeiten sind vorbei. Ja, das muss man sehen. Das muss man sehen, ob man sowas heute wiederholen kann. Aber dafür müsste erstmal irgendjemand so eine Wirtschaftspolitik machen. Und deswegen bin ich auch dafür, dass das BSW an die Macht kommt. Das Problem ist, diese 100.000, ja gut, ohne den Cut-Off leider, ne, diese 100.000 Reichen, die werden sich halt mehr vermehren als der Rest. Das ist das Problem. Ja, die 100.000, das sind meistens kurzzeitig Arbeitslose gewesen. Also das sind Leute, die sind arbeitslos geworden, haben sich arbeitslos gemeldet, Arbeitslosengeld 1 bezogen und haben sich in der Zeit einen neuen Job gesucht. Ich meine, es ist kein Zufall, dass in Skandinavien diese sozialistischen Modelle Fuß gefasst haben wie nirgendwo anders. Ne? Dort ist das halt tatsächlich, also ist das Menschenbild, von dem die Linken ausgehen, gar nicht so weit entfernt von der Wahrheit. Das Problem ist aber, mit den Populationen, die wir jetzt hier haben, geht das nicht. Denn substanzielle Teile von denen sind halt einfach zufrieden damit, wenn sie dauerhaft alimentiert werden. Auch wenn das dann kein tolles Leben ist. Aber sie haben den ganzen Tag Zeit, sich um ihre 6, 7 Kinder zu kümmern. Sie können immer mehr machen. Sie kriegen sogar noch Geld pro Kind. Ne? Ich denke, das ist das Problem. Wie gesagt, das ist eine offene Frage, wie es unter den heutigen demografischen Verhältnissen aussehe. Das muss man erstmal so eine Wirtschaftspolitik machen, wie ich es gerade beschrieben habe. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich will nochmal anmerken, soll ich jetzt neidisch auf Bürgergeldempfänger sein? Ich weiß nicht. Mir geht es nicht um Emotionen, mir geht es nicht darum, auf wen du neidisch bist. Mir geht es darum, wie die Gesellschaft sich entwickeln wird. Und das ist evolutionär geprägt. Das ist dadurch geprägt, wer mehr Kinder macht. Ob das jetzt die ärmsten Schweine auf der Welt sind, ob die ihr gesamtes Leben unter furchtbaren Qualen zu bringen, ist dafür egal, spielt keine Rolle. Wenn die mehr Kinder machen, gibt es sie mehr in der nächsten Generation und gibt es mehr Leute mit ihren Eigenschaften in der nächsten Generation. Also müssen Deutsche mehr Kinder machen. Ja. Das auch. Alle Länder im Westen müssten letztendlich mehr Kinder machen. Ja, die im Osten machen genug Kinder. Im Osten, ich meine jetzt hier vor allem Dritte Welt, ja, die machen genug Kinder. Die sind auch im demografischen Übergang. Also auch da sinken die Geburtenraten. Ja, die sinken in Nigeria von, ich weiß es nicht, 8 auf 5,5 oder so was. Ja? Gibt Nigeria 40 Jahre, dann sind die auch, also wenn da jetzt nicht noch die ganze Zeit diese wirtschaftliche Dauerstagnation weitergeht, wenn Afrika sich wirtschaftlich nicht so katastrophal entwickelt hätte, dann wären die Geburtenraten da heute wahrscheinlich auch wesentlich geringer. Also Länder wie Indien oder das mag sein. Iran, da sind die Geburtenraten ja schon auf 2 Kinder pro Frau gefallen. Also würdet ihr sagen, es liegt an der Ethnie, wer mehr Kinder zeugt? Es liegt an der Ethnie. Kultur ist ein Teil der Ethnie, natürlich. Also Kultur prägt dein Verhalten und prägt, wie viel wert ist es dir, Kinder in die Welt zu setzen? Das ist verständlich. Also was sonst? Guck mal davon das Beispiel aus Israel. Genau. Die ultraorthodoxen Juden, natürlich hängt das an deren Ethnie, dass die 7,1 Kinder bekommen und die weltlichen Juden wesentlich weniger dort.
Ne? Das ist halt deren Kultur. Also die sind so geprägt und das funktioniert. Und eine ähnliche, also ich denke, wir brauchen auch wieder eine Kultur, die Familienwerte hochhält und die dafür sorgt, dass die Leute ordentlich Kinder bekommen. Denn ich meine, was ist die Lösung sonst? Quasi der immer weitere Niedergang der Deutschen und die Ersetzung, also buchstäbliche Ersetzung mit halt Migranten, dann quasi Afrika als Kreissaal der Welt. Ne? Wir schöpfen einfach ab, was wieder an Überschuss geschaffen wurde in Afrika, werden dann langfristig de facto ein afrikanisches Land, weil das ist, was dann passiert. Wenn wir eine Geburtenrate von 1 haben unter deutschen Frauen und das, was dann fehlt, auffüllen mit Afrikanern, werden wir einfach afrikanisch. Und da wird auch alles sich dementsprechend ändern, was man sonst an der Gesellschaft schätzt oder auch nicht. Das wird dann alles nach dem Ebenbild von afrikanischen Ländern erschaffen werden. Insofern ist das alternativlos. Vielleicht nochmal, der Naturzustand des Menschen besteht aus Hunger, Schmerzen und Leid. Ja, uns geht es hier allen fantastisch. Im Vergleich zu dem, wie es uns Zehntausende von Jahren lang ging. Ja, deswegen ja, das kann man spricht so sagen. Ja nichts dagegen, eine Politik zu machen, die dafür sorgt, dass das möglichst sich noch weiter verbessert. Absolut. Ich denke, das größte Problem, also wenn ich an meine theoretischen, wie gesagt, Kinder denke, dann ist das größte Problem nicht, was die irgendwann mal verdienen werden. Von mir aus können die Harzen und Geburtenjihad machen. Das Problem ist, dass sie unter dem Joch von teils sogar feindselig gesinnten, auf jeden Fall dominant gesinnten anderen Bevölkerungsgruppen leben werden. In jeder Großstadt wird das auf jeden Fall der Fall sein. Dass die zusammengeschlagen werden an der Schule, unter Druck gesetzt werden, dass sie sich halt assimilieren in die migrantischen Gruppen rein. Und das wird sie weiterverfolgen für ihr gesamtes Leben, während die Migranten dann politisch immer mehr Dominanz gewinnen. Würdest du dann sagen, das liegt auch an der Genetik oder so, dass die Deutschen quasi da unterlegen sind? Das liegt so, keine Ahnung, 99, irgendwas Prozent an der Kultur. Okay. Also das weil wir uns quasi alles so gefallen lassen, oder wie, was meinst du jetzt? Ja, also ich denke, eigentlich. Also ich frage nur, das ist jetzt nicht provokativ, ich meine das wirklich ehrlich. Ich frage ganz aufrichtig und möchte das einfach interessieren. Interessiert mich, was du davon denkst. Also ein Problem ist, dass unsere Kinder, unsere Jungen im Besonderen, erzogen werden zu möglichst weichen Menschen. Ne? Daraus wird ja nicht mein Hehl gemacht. Das ist ein Problem. Und auf der anderen Seite sind wir halt konfrontiert mit Leuten aus einem sehr harten Kulturkreis, einem sehr, ja, betont männlich, ne, toxisch männlich, wie die Feministen sagen würden, geprägten Kulturkreis. Die treffen aufeinander und dann braucht es gar keine Mehrheit von Migranten an der Schule. Es reichen 20% oder so. Und die Deutschen werden halt untergebuttert. Und das ist das, also da, wenn ich mich abends schlafen lege und daran denke, wie es meinem Nachwuchs mal gehen wird, dann ist das, woran ich denke. Es ist nicht, wie wird der Job mal aussehen. Wenn, keine Ahnung, der sagt, mir reicht Herzen und Geburtenjihad, dann bin ich zufrieden mit meinem Kind. Ich würde demnächst zum Ende kommen. Ja, würde ich auch sagen. Müssen. Wir haben ja jetzt Wirtschaft sogar noch Frage debattiert. Offen. Das wird immer was völlig anderes. Geht dann vor allem an Sella. Wenn ich darf, dann würde ich euch kurz 2, 3 Fragen stellen und dann die nächste das Ende einläuten, sofern alle damit einverstanden sind. Klar. Ist euch Christian Klar ein Begriff? Der Name Christian Klar? Ja, der ist mir ein Begriff. Mal gehört, glaube ich. Okay, also ich fasse das mal kurz zusammen. Christian Klar war eine Schlüsselfigur der zweiten RAF-Generation und ist 85 schuldig gesprochen worden, folgende Taten in Mittäterschaft begangen zu haben. Wie gesagt, ich fasse mich kurz. Versuchter Mord, zweifacher Mord, Mord, versuchter Raketenanschlag auf das Gebäude der Bundesanwaltschaft, Entführung und Mord an 4 Personen, Mord, Anschlag mit Tötungsabsicht gegen 4 Personen. Verurteilt wurde er dann zu lebenslanger Haft und ist 2008 nach 26 Jahren Haft vorzeitig entlassen worden. Kennt ihr Dieter Dehm? Ja, das ist ein linken Abgeordneter. So ist es. Dieter Dehm sitzt für die Linke im Bundestag und Dieter Dehm dachte sich irgendwann, dass Christian Klar der richtige Kandidat wäre, um einer seiner Mitarbeiter im Bundestag zu werden. Ja, Dieter Dehm ist noch bei die Linke. Sein Mitgliedsantrag beim BSW hat allerdings schon eingereicht. Und hart linke Medien wie die Taz oder Neues Deutschland
bezeichnen ihn als Wagenknecht-Vertrauten oder als Wagenknecht-Influencer. Man mutmaßt übrigens, also neben seinem Kaspar, bevor du hier jetzt noch weitere Sachen insinuierst, ich weiß nicht, was da intern gelaufen ist, aber es wird Gründe gehabt haben, dass er noch nicht Teil der Partei ist. Richtig, die kann ich dir auch nennen, also zumindest die, über die man mutmaßt. Neben seinem Mitgliedsantrag gibt es 26 weitere Mitgliedsanträge von Linken, die bisher noch nicht aufgenommen wurden. Und man mutmaßt intern, dass das daran liegt, dass die Frau Ali Mohammed die Hoheitsgewalt darüber haben möchte, wie die Listenplätze verteilt werden. Und man entsprechend aktuell handverliest, ja, und nicht jeden aufnimmt, der möchte, sondern erstmal guckt, was passiert da. Der Punkt ist aber der, und der ist unverrückbar, ja, die Taz bezeichnet ihn als Wagenknecht-Vertrauten und Neues Deutschland bezeichnet ihn als Wagenknecht-Influencer. Jetzt meine Frage, stimmt ihr mir zu, dass wenn Höcke einen Influencer oder einen Vertrauten hätte, der wiederum einen Mitarbeiter hat, der zu einer rechtsextremen Terrororganisation gehörte und im Zuge seines Rechtsterrorismus ein Dutzend Menschen mitermordet oder zumindest versucht hat zu ermorden, dass das euer bestes Argument gegen Höck und die AfD wäre? Nein, definitiv nicht. Gegen die AfD habe ich nicht. Also, nee. Wahrscheinlich eher das der Medien, oder nicht? Naja, mir geht es jetzt um den Seller, der mir erzählt, dass Höcke mal Lavendelwasser gesagt hat. Oh, Kaspar, jetzt fang noch nicht damit wieder an. Also. Ich dachte, das Thema hat mal abgehakt. Na, haben wir offensichtlich nicht. Also die Frage steht. Das Lavendelwasser, also das lassen wir nicht auf uns sitzen. Das hat uns tief getroffen. Das Normal waren ja mehrere Zitate. Ne? Das war nicht nur das eine. Zwölffacher Mord und Mordversuch und wird als Wagenknecht-Vertrauter / Wagenknecht-Influencer. Also wirklich, ich empfehle jedem, sich mal die Beiträge von Dieter Dehm anzugucken. Das ist zwar vielleicht ein schräger Vogel, aber das ist jetzt kein Extremist oder RAF-Befürworter. Lieber Agitator, ich habe mit dem gar kein Problem. Ich persönlich finde das gar nicht schlimm. Das wird irgendeine Geschichte. Ich finde es merkwürdig. Das wird irgendeine Geschichte haben. Ich glaube, dass der auch gemeinsame Sachen mit Tichys Einblick macht. Der scheint ein offener Mensch zu sein, der nach allem, was ich weiß, echt okay ist. Mir geht es darum, dass es ja Leute geben soll, die einem erzählen, Höcke hat mal Lavendelwasser gesagt. Und die Frage ist im Wesentlichen, es war nicht nur, es ist aber ungerecht, dass jetzt alles immer nur auf dieses lautet, Silla, meine darf Frage lautet, Silla, ist das 1000-mal mehr wert, als Wagenknecht-Influencer einen ehemaligen verurteilten mehrfachen Mörder zu beschäftigen? Oder ist es mehr wert, mal Lavendelwasser gesagt zu haben? Nee, das ist ja, beides albern. Also, Kaspar, das ist beides albern. Das kann man ganz einfach beantworten. Agitator, das ist das Problem, da sind wir uns einig. Das Problem ist, Agitator, da wären wir beide uns einig. Das ist aber keine alberne Überschrift. Das ist eine Überschrift, die Leute klicken werden. Das ist eine Überschrift, die Leute interessiert und die auch die öffentliche Meinung beeinflussen würde. Ja, die Bild hat es auch damals skandalisiert. Also die Bild hat da ja damals drüber berichtet und gesagt, die Bild könnte Hilfe, jetzt können das Ganze aufwärmen. Jetzt, wo die Partei halt da ist. Aber dem hat doch mit dem BSW gar nichts zu tun. Der wurde nicht mal aufgenommen. Also er ist nicht mal einfach das Parteimitglied. Aber mit Wagenknecht. Bei Höcke müsste es auch niemand sein, der in der AfD ist. Also machst du jetzt wieder Kontaktschuld wie die Wokies. Nein. Uns geht es nicht darum, unsererseits Kontaktschuld aufzubauen, sondern unsere Frage ist, wieso nutzen die Medien nicht diese Chance, die Partei unmöglich zu machen? Das würde doch gut funktionieren wahrscheinlich. Ja, spätestens, das wenn er aufgenommen werden würde, glaube ich, geht das los, oder nicht? Also noch ist er ja nicht aufgenommen worden. Also sie kann. Mir geht es vor allem darum, einfach zukünftig Gespräche dieser Art zu unterlassen. Ich finde es halt einfach albern. Ja, ich muss wahnsinnig nicht vorwerfen, dass dann Typen Kaspar, gibt, der nicht dich, sie ist. Kaspar, ich habe mich vor dem Gespräch, ich hoffe, du erinnerst dich, entschuldigt dafür. Das wär, wenn du ehrlich wärst, würdest du auch sagen, ja, das hast du. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Das ist der Fall. Nein, Mann, meine Fresse. Ja, du hast gesagt, dass das Quatsch war, ja. Ich wollte trotzdem nur diesen Punkt hier setzen. Also ich hoffe, jetzt ist bei allen Zuschauern noch angekommen, dass sich darüber zu streiten, welcher Politiker was gesagt hat, ist halt albern. Weil so kann jede Partei unwählbar machen. Genau, aber das habt ihr ja auch gemacht. Also muss man ja auch so fair sein, oder nicht? Habt ihr auch heute die ganze Zeit gemacht. Ja, nee, es ging ja um konkrete Fragen. Richtig. Es ging ja um die Frage, ist der Wagenknecht-Partei zu vertrauen in der Migrationssache? Und da habe ich halt Personen, die dagegen sprechen, gebracht, weil ich halt tatsächlich ehrlich denke, dass das Personal am meisten Aufschluss darüber gibt. Okay, naja gut, dann haben wir das geklärt. Damit ich es dann nochmal gesagt habe, wie gesagt, das war nichts, um jetzt jemanden vorzuführen. Ich will damit nur einmal mit einem schönen Beispiel darlegen, dass ich diesen Quatsch immer und zu jeder Zeit mit jeder Partei in irgendeiner Form werde machen können. Ja? Von daher sind mir inhaltliche Gespräche einfach sehr viel lieber.
Definitiv. Ja, Dieter, wie gesagt, ich meine das vollkommen ernst. Ich meine, dass der gemeinsame Sache macht mit Tichy. Der scheint ein offener Typ zu sein. Ich finde es merkwürdig, so jemanden zu beschäftigen. Also der musste schon hundertprozentiger sein. Aber jetzt mal abgesehen davon, ja, Dieter Dehm scheint, der scheint schon okay zu sein. Ja, ich reagiere auch immer auf das eine Format von dem Nachschlag. Das ist auch, also wo er immer mitmacht, das ist eine relativ interessante Talkshow. Also eigentlich, wie gesagt, der wird sich gedacht haben, ja, Resozialisierung finde ich gut, also beschäftige ich den. Keine Ahnung, ich will da jetzt auch gar nicht drüber diskutieren. Du meintest ja selber, dass das ein bisschen albern ist. Ja, na klar, die Frage wäre dann, ne, würde das doch bei der AfD gelten? Aber wie gesagt, lassen wir das, weil ich finde das Thema sowieso nicht großartig sinnvoll. Ja. Gut, alles klar. Dann, Freunde, also ich danke auf jeden Fall vielmals. Ich fand das sehr interessant. Ich hoffe, dass ihr zumindest ein bisschen auf eure Kosten gekommen seid, was Wirtschaft betrifft. Also das ist letztendlich so, nicht, weil wir so wahnsinnig gönnerhaft sind, aber uns das jetzt nur am Rande. Ja, aber ich wollte das Thema dann trotzdem irgendwie noch ein bisschen beackern, damit du auch auf deinem Feld da glänzen kannst. Und was du gesagt hast, war alles sinnvoll, nachvollziehbar, also bis auf die Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe. Ja, wenn du mir irgendwas erzählst von, keine Ahnung, irgendwann wird es mir halt zu hoch. Aber ich fand das sehr, sehr nett und aufschlussreich und danke euch beiden. Jo, gerne wieder. Jo, danke schön. Ja, hat Spaß gemacht. Vielleicht kommt es ja nochmal zu einer Runde ähnlicher Ausmaße. Ja, hoffe, auch die Zuschauer hatten Spaß und ja, wir sehen uns spätestens dann am Sonntag in der Honigwabe, ne? Bis dann. Genau, bei dir, Schlunge, wäre ich dankbar, wenn du noch 5 Minuten bei mir bleibst, weil ich würde noch, weiß ich nicht, per Losverfahren 2, 3 Kommentare.